Oh, gute Nacht. Ciao, ciao, Ex-Muslim. Tschüss, tschüss. Hat noch nicht mal Hallo gesagt, ist das ein Typ. Er hat noch nicht mal Hallo gesagt, sagt der Ciao. Was soll das denn, ey? Hi, ciao, ciao, ciao. Mach's gut, ciao. Der will gar nichts hören. Weil er weiß, wo die Reise hingeht. Jesus Christus ist unser einziger Retter. Unser Erlöser. Der uns erlöst von unserem sündigen Leib, der in uns ist. Von unserem. Das ist geil, das ist ehrlich, das ist ein Stream, den will jeder sehen. Geil. Moin Frank und Dankeschön. Genau. Jesus Christus ist der allmächtige Gott, der ins Fleisch gekommen ist, um uns Vergebung unserer Schuld anzubieten. Jeder, der aus Gnade errettet sein möchte, der braucht einfach nur Ja zu Jesus Christus zu sagen. Geil. Und Nein zur Religion und zur Welt. Amen. Okay. Das ist mega, das ist mega. Also ich habe letztens einen fahren lassen, der hat sich genauso angehört wie du. Ja, das kein kommt Scheiß, davon, das war so ein richtiger Eierfurz war das, weißt du, so richtig, da ist die, ich sag mal, da ist die Druckwelle mit rausgegangen. Den kannst du dann schön selber genießen, weil du ja gerade da bist, und dann kannst du schön eine richtig leckere Creme Brûlée noch dazu machen und dann schön genießen, du, ne, würde ich mal sagen. Ja, das ist ich auch so. Ja, wenn du den Fahrer triffst, dann kannst du dich hier mal mit dem unterhalten, ne? Mein Lieber. Mein Lieber, ne? Also ich glaube nicht, dass wir beide, also ich bin nicht so dein Lieber, also ich ist nicht so meins. Ich habe zwar eine LGBTQ-Fahne hier. Als ein menschliches Wesen auf dieser Erde. Mhm, richtig. Und als was kam er auf die Erde? Als Klecks, oder? Er kam als ein menschliches Wesen auf die Erde. Das ist krass, das ist krass, Digga. Ja, das ist mega. Und jetzt, jetzt sind wir alle heilig und wir haben jetzt alle hier, Leute, also nur damit ihr es wisst, ihr werdet heilig gesprochen, ne? Hier der Typ, der da im Auto sitzt und da. Genau, ihr werdet dann heilig gesprochen, wenn ihr in den Tod geht. Richtig. Vorher seid ihr unheilig. Wir müssen erst sterben. Vorher richtig. Seid ihr Sünder. Also solltet ihr schon mal alle irgendwie jetzt langsam den Löffel abgeben. Ja, richtig. Mhm, ja. Ja, genau. Und sonst geht es dir soweit ganz gut? Oder Psychiatrie, ja, warst du da schon? Dir, oder? Jesus Christus geht mir immer gut. Ich hoffe dir auch. Ja, na, auf jeden Fall. Ich bin ja sowas von Jesus-Fan, Digga. Da bin ich sozusagen voll dabei. Mhm. Ja, sehr gut. Sollte das nicht nur Fan sein, sondern ihm nachfolgen. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin der Jesus, also ich habe ihn ja auch schon getroffen. Ne? Wir hatten ja früher mal ein Date zusammen. Weißt du, was bezeichnend ist, mein Lieber? Genau dein Zustand ist bezeichnend für diese Gesellschaft. Richtig, weil ihr den Herrn Jesus Christus verworfen habt, bekommt ihr auch eine Religion, die dir eines Tages eine Nackentherapie verpassen wird. Auf jeden Fall. Und deine Religion ist die Religion, die du jeden aufschwatzen willst. Meine ehemalige Religion wird dir dann zeigen, wo der Hammer hängt. Ja, auf jeden Fall. Du kannst heute in deinem Kinderzimmer sitzen und deine dämlichen Skills abhalten. Während der Islam im Hintergrund versucht, diese Gesellschaft umzukrempeln, um dich eines Tages nacken zu treffen. Bin ich mega. Und jetzt kannst du weiter deinen Furz riechen und mit deiner Community Gemeinschaft da. Mach's. Jetzt kannst du weiterhin schön deinen eigenen Furz riechen und weiterhin behindert sein im Kopf. Genau so. So krank. Das war ein bezeichnendes Bild. Habt ihr das gesehen? Ich komme gleich wieder. Ist ein Thema, was es gibt bei uns in der Religion. Das ist etwas, was Gelehrte gemacht haben. Wir haben. Also jetzt geht es um das Thema Takfir. Also für diejenigen, die sich nicht auskennen mit Islam und islamische Begriffe, Takfir ist, wenn ein Muslim einen anderen Muslim als Ungläubigen abstempelt und ihn exkommuniziert aus dem Islam. Das nennt man dann Takfir auf ihn machen. Einen Muslim zu einem Nicht-Muslim erklären, nur weil er einer falschen Glaubenslehre angehört, mit einer falschen Akida um die Ecke kommt. Beispielsweise ein Salafi einem Sufi sagt, dass er kein Muslim ist, obwohl er Schahada ausspricht, obwohl er nach den Grundsätzen des Islams lebt und, aber trotzdem. Der ist dann kein Muslim in seinen Augen und wird dann dementsprechend dann auch nackt therapiert und seine Frau als Halal erklärt und seine Kinder mitgenommen. Das ist heftig. Ja, das ist heftig. So, hören wir mal weiter. Ich habe das ja quasi in die Hand der einfachen Muslime gelegt. Und auch wenn ich immer dazu gesagt habe, dann, hey, okay, das sind die theoretischen Grundlagen, in der Praxis ist es komplizierter, da darf man nicht zu einer Einzelperson hingehen und so weiter. Das habe ich zwar auch immer gesagt und das wird auch heute manchmal in Videos gesagt, aber der Schritt, wenn du einmal die theoretischen Grundlagen gelegt hast, bis zum Endergebnis ist ein ganz kleiner. Guck mal, du sagst jemanden, ich kann es wirklich nicht mehr sehen. Heute werden Themen aufgemacht, ist derjenige, der nicht betet, noch Muslim oder ist er Kafir. Dann legst du die ganze... Ja klar, weil die Rechtsschulen das sagen. Der Imam Ash-Shafi zum Beispiel nahm die Sure 9, Vers 5 als einen Beweis dafür, jeden zum Nacken zu therapieren, der aufhört zu... Was ist das für eine Religion, Mann? Also so halb Europa muss nacken therapiert werden. Heftig, ne?
aus, danke, Mann, aus Saudi-Arabien. Ihr kennt doch die Fatwa von Sheikh Mohammed Saleh Al-Munajjid. Hier, guck mal. Ich spiele euch das mal vor. Warte. Vor knapp. Abu Naji. Naji. Abu Naji. Fatwa. Fatwa. Oh, jetzt habe ich wieder schlechten Empfang, ne? Könnt ihr mich hören? Aber ich habe... Könnt ihr mich hören? Abu Naji, ein Muslim, der nicht betet. Urteil ist Fatwa Nummer 14.231. Fatwa Nummer 14.231. Man, der nicht betet, man muss ihn ermahnen. Man muss ihn ermahnen. Und nur 3 Tage Zeit geben. Wenn er immer noch nicht betet, der muss getötet werden. Das ist ein Fatwa. Und wir haben das schriftlich. Schwarz auf weiß. Schwarz auf weiß. Derjenige, der nicht betet, der schadet sich selbst. Ja. Jetzt, was ist mit deren König, der Zinsen erlaubt? Wie viele Menschen schadet er? Ja. Durch diese Tat. Aber diesen kleinen Mensch, der nicht mal weiß, was Gebet ist, ja, sagen die... Ja, aber das heißt doch nicht, wenn er nicht weiß, was ein Gebet ist. Das geht um die Muslime, die aus Faulheit dir das Gebet unterlassen und sie wissen, dass das Kuffer ist. Ja, darum geht's doch. Da sagt der Sheikh Mohammed Saleh Al-Munajjid, wer aufhört zu beten, der muss nackt therapiert werden. Jetzt, der muss getötet werden. Ja. Das Gleiche geschieht heute. Ja. Ein Saudi-Arabien, der nicht betet, der muss getötet werden. Heftig, ne? So krank ist das Ganze. So krank ist das Ganze. Weiter im Text. Nur damit Dr. Sheikh Abu Amir euch immer wieder zeigt, was hier abgeht. Aber viele von euch kennen das ja, ne? Viele von euch kennen das, aber einige nicht, natürlich nicht. Kämpfen. Da legst du die ganzen theoretischen Grundlagen. Jetzt machst du ein einstündiges Video. Es gab einen Konsens unter den Gefährten. Bla bla. Und jeder. Was erwartest du von einem Jugendlichen, der nach Hause kommt und der hat eine Mutter oder einen Vater, der dich betet? Selbst wenn du ihm 100-mal sagst, ey, das darfst du nicht konkret anwenden auf jemanden, ne? Das ist nur den Gelehrten vorbehalten. Ja, das ist schon im Minimum. Ihr habt jetzt die Werkzeuge in dem Hand. Heftig, ne? Der Marcel Krass hat Leute unterrichtet, die dann später zum IS gegangen sind. Wahnsinn, ne? Die am Unterricht bei ihm teilgenommen haben. Der da vorgelesen hat, aus diesen Büchern gelehrt hat und so. Und dann hat er die Armen natürlich mit solchen Büchern vergiftet. Und die sind dann ausgewandert und haben dann für den IS dann gekämpft. Ne? Absolut krank. Blick, Taxi und das... Die Grundlagen dafür gelegt, Gehirn gewaschen, den Leuten manipuliert, den Werkzeug gegeben, aber er hat sie selber nicht praktiziert. Er hat, und er sagte, ja, Leute haben es unterrichtet. Er findet es selber heftig, was er unterrichtet hat heute, und dass Leute, Deutsche, zum IS gegangen sind. Guckt euch selber, was er sagt. Also guckt euch auch den ganzen Video, habe ich auch unten verlinkt. Könnt ihr echt gucken, dass er selber sagt, ich habe das Theoretische hingelegt und der Praxis war, was man im Irak und Syrien praktiziert hat. Und ich denke mir, das tut einfach weh. Aber wir gucken noch 2 Szenen und dann würde ich ein paar Sachen, wichtige Sachen sagen. Auch
ich war jetzt nie Fan von dem IS gewesen. So nicht. Na nein! Aber du warst nie Fan von IS gewesen. Das waren deine Glaubensbrüder. Die haben genau das gemacht, was deine Bücher gesagt haben, von denen du die Leute gelehrt hast. Aus denen du gelehrt hast, Marcel. Also, ich glaube, also das, was ich gesehen habe, war nicht so, wie ich es gemeint habe. Und wenn mich jemand gefragt hätte, ob ich drüber gehen würde zum IS, also dann hätte ich natürlich gesagt, nein, das wäre nicht in Ordnung gewesen. Weil ich bin Marcel Krass. Und ich als Marcel Krass habe mich natürlich selbst kritisiert. Und da ging es mir dann, lief es mir dann den Rücken runter, ne? Ein schauriges Gefühl war es, ne? Habe ich damals gelehrt und dann aus diesen Büchern haben die Leute sich ja ernährt und dann brauchen die sich auch nicht zu wundern, dass 10 Jahre später dann die Leute beim IS landen. Also wovon reden wir eigentlich? Das ist einfach was denn? 1:1. Also ich glaube, wenn das jemand gelehrt hätte damals, der hätte dann eindeutig gedacht, dass wir einen Hindu-Gott haben. Zumindest von Dingen, die ich am Anfang mal unterrichtet habe. 1:1, ne, wenn ich auf einmal den hört und dann mich hört. Ne? Also wenn ich da was gelehrt hätte und die Leute mir das so gesagt hätten und ich das meinem Vater erklärt hätte, ich glaube, der hätte gedacht, dass wir einen Hindu-Gott haben. Ne? Niemanden hier zu schaden, aber da brauchen die Leute sich nicht wundern, dass wir einen Gott haben, der 2 Füße hat, 2 rechte Hände und dementsprechend auch wolliges Haar. Da ist ein Stoff dabei, der mit dazu beiträgt. Das ist auch etwas, wo ich sagen muss, Also, als ich damals die Bücher gelernt habe und dann der Name Mohammed fiel, Salam. Wie du das immer machst, ne? Also, wenn ich damals aus den Büchern gelernt habe und dann die Leute da an meinem Unterricht teilgenommen haben und ich über Mohammed, Salam, geredet habe, sie waren sehr angetan von seinen Büchern, von Mohammed ibn Abd. Boah. Waren wir mal selber so hinterfragt. Und guck mal, IS ist ja kein Phänomen, was einfach unter Muslimen entstanden ist, sondern es entstand ja aus einer bestimmten Richtung. Wenn du in eine Stadt gegangen bist, wo es so eine Auswanderungshochburg, wo Welle gab, dann kamen die ja nicht so, 50 Leute sind aus dieser Stadt losgegangen, da waren 10 von DITIB und 13 von Willi Görisch und dann 2 von den Pakistanern und 5 nochmal hier und dann 3 von den Mann, das war ja nicht so. Sondern wenn Leute dahin gegangen sind, kamen sie aus einer bestimmten Richtung. Und das ist kein großes Geheimnis. Und da muss man sich irgendwann, auch nicht alle sind dahin gegangen, das darf man so nicht sagen. Also es gibt genug aus dieser Richtung, die das Ganze auch verurteilen, so nicht. Aber wenn ich mir vorstelle, von uns, sag ich mal, im weitesten Sinne, das sind die Leute, die da hingegangen sind, da muss es irgendwas bei uns geben. Das ist ja sonst wissenschaftlich nicht haltbar. Das ist ja kein Zufall sein. Also irgendwelche Dinge muss es da geben, halt, wo man sagt, okay, da ist irgendwas schiefgelaufen. Das waren auch so Sachen, das waren so Dinge, die mich die letzten Jahre so beschäftigt haben. Also Selbstreflexion ist immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, das würdest du, glaube ich, jedem auch mit an die Hand geben. Ihr habt gesehen, er sagt ja, Leute sind von uns dahin gegangen, denn irgendetwas muss schiefgegangen sein. Er sagt selber, er hat Sachen unterrichtet. Ja, weil diese Leute, die dann zum IS gegangen sind, dachten, dass Marcel Krass genauso eine Gesinnung hat wie die. Aber die wussten ja nicht, dass er selber so ein Munafiri zu den Munafirun gehört. Das ist das ja. Also ich habe damals Unterricht gegeben und die Muslime dachten natürlich, dass ich ein Wahhabi bin. Und da habe ich aus diesen Büchern von Mohammed ibn Wahhab gelernt. Und die Leute dachten, dass ich ein Krasser wäre. Ich bin nämlich mal sehr krass. Und ich habe sehr krasse Dinge von mir gegeben. Und wenn ich damals den Leuten erzählt hätte, dass Allah eigentlich ein Hindu-Gott ist, die hätten mich ausgelacht. Also die hätten gesagt, was wäre der Unterschied zwischen dir und dem Hindu-Gott? Diese Sachen, die auch von IS in der Praxis beigetreten sind, er gibt zu, er hat Dinge
unterrichtet, die genau IS in der Praxis getan haben. Also ich weiß nicht, ob ich das falsch verstehe. Ich glaube nicht. Vielleicht kann er sich auch melden. Und ich bin immer für ein Gespräch bereit. Also so verstehe ich das. Ich möchte nichts, was in seinem Mund liegt. Deswegen versuche ich auch in dem Kontext zu zeigen. Und vielleicht kannst du das auch in den Kommentaren zeigen, wo habe ich falsch kommentiert. Also ich höre zu und das, was ich von ihm zuhöre, das gebe ich mit meinen Wörtern oder tue einen Kommentar drauf, wie ich das verstehe. Zum Beispiel, dass ich mich wundere, dass er selber sagt, diese Sachen sind gefährlich, was er unterrichtet hat. Und das wurde in Deutschland einfach erlaubt und Menschen wundern sich, ja, IS hat das damit nichts zu tun gehabt. Was, also vielleicht, wenn du jetzt vor 10 Jahren zu ihm gegangen wärst, ja, was ist das? Nein, ich rede nicht mehr auf einmal. Mit IS, nee, das hat nichts damit zu tun. Kam 2020, glaube ich, das Projekt DINEC. Also ich so verstehe, dass es enorm Schaden zugefügt hat. Lass uns gucken. Dann kam 2020, glaube ich, das Projekt Dean Academy mit dazu, wo ich versucht habe, das den Leuten näher zu bringen, was wir beide erlebt haben, nämlich den Koran, wo es schwerpunktmäßig darum geht. Das sind so die Dinge, wo ich hoffe, dass ich so ein bisschen was davon wieder gut machen kann. Auch einige von den kleinen Videos bei der Föderalen Islamischen Union, wo ich gezielt bestimmte Themen aufgreife, halt, wo ich sage, okay, das habe ich früher ziemlich vermasselt. Also da habe ich den Leuten Dinge beigebracht, die nicht nur nicht richtig war. Nicht richtig ist die eine Sache. Nicht richtig und so, dass es unendlich viel Schaden verursacht hat. Oh ja. Und da waren so einige Dinge, die ich immer wieder aufgegriffen habe, wo ich denke, okay, Marcel, hast du früher ziemlich Mist gemacht. Das waren auch dann die Auslöser, warum Leute mich angeschrieben haben. Ja, Marcello, hättest du mal lieber auf deine Familie gehört, die dir damals schon gesagt hat, um Gottes Willen, was hast du für einen Unsinn getan, den Islam anzunehmen? Ja, jetzt bist du da drin eingetaucht. Jetzt hast du öffentlich auch noch so die Muslime zum Wackeln gebracht und jetzt sind auch viele so abgehauen vom Islam und haben sich noch irreführenden Geister zugewendet nach dem Motto bei euch und denken jetzt, die Salafis sind so die Wahnsinnigen, obwohl das die wahre Strömung des Islams ist, ne? Salafis und Wahhabis. Nichts anderes, danke Gabus. Das ist heftig. Oh, hier gibt es viele Herzen, danke. Und jetzt wird auch noch lange Therapie. Warum hat mich angeschrieben? Hör mal zu, ich habe noch ein altes Video. Grab nicht nach, bitte. Holt nicht die alten Videos wieder raus. Aber früher hast du mal XYZ. Ja, weiß ich, habe ich früher gesagt. Ja, ist heute anders. Dankeschön. Ja, er sagt selber, das Internet vergisst nicht so einiges. Er sagt, er hat ein neues Projekt angefangen 2020, wo ich sehr respektiere, wo er sagt, er hofft durch dieses Projekt wieder gut zu machen. Was gut zu machen. Er sagt, damals hat er viel vermasselt und er hat Leute nicht nur falsche Dinge beigebracht, sogar unendlich Schaden gebracht. Ich frage mich, was für Schaden? Also so verstehe ich das. Beigebracht. Hey. Oh, Leute, das ist ja echt Muslim, ja. Hallo! Kennst du den, Jo? Ja, ja. Wer ist da? Was ist denn, Jo? Achso, Problem. Der stört mich in meiner Audienz hier. Entschuldigung. Ah, das kenne ich. Hallo! Unglaublich. Die sehr gefährlich war von Deutschland. Hier wird auch. Ich verstehe das so, dass du diesem Land wie Schmidt verloren hat. Ich Geschäftsführer an viele von Irak und Syrien. Ja. Das ist schlimm. Das ist ja krass. Jetzt gibt es einige, viele, viele Muslime, die auf ihn geantwortet haben, ne? Viele, viele Muslime. So dachte ich. Die Wahrheit über Marcel. Hey, Ex-Muslim, wie geht's dir, mein Lieber? Ich hoffe, dir geht's gut.
Ja, Handel Jesus, wie geht's dir denn? Super, das freut mich. Wenn's dir gut geht, geht's mir noch besser. Du, tust du eigentlich matchen? Was mache ich? Ob du matchen tust? Nee, das mache ich hier nicht. Schade. Du tust quasi. Wir können uns aber so normal unterhalten. Okay, ja klar, gerne. Hallo. Dean Academy hat schon 97.000 Abonnenten. Das ist ja Wahnsinn. Der Vogel. Seine Wissen falsch, warum, weshalb, wieso. Und er erzählt dann seine persönliche Geschichte. Aber wenn er seine persönliche Geschichte erzählt und dann an anderer Stelle mich erwähnt und im Ganzen über Salafia redet und seinen Weg aus der Salafia, dann bezieht man das nicht nur auf seine eigenen Erlebnisse, sondern automatisch, und das sieht man daran, dass viele auf unsere Seite kommen, von irgendwelchen Sekten und triumphieren sind. Hey, ist er doch. Klar, wenn also Marcel dieses Gesicht der Salafi-Szene und der Konvertit, der genau verstanden hat, was Islam bedeutet, auf einmal sagt, nee, das war alles Schwachsinn, was ich dort gelehrt habe, natürlich bricht das Kartenhaus dann zusammen. Und dann denken die Leute sich, die Marcel krass gefolgt sind, wie, also war das die ganze Zeit nicht der wahre Islam? War das nicht die wahre Lehre? Was meint sie, viele Leute, der zum Wackeln gebracht hat, der Marcel? Boah, heftig, ey. Ein paar Worte von mir, was denn, was möchtest du sagen? Jetzt haben mich doch einige Nachfragen erreicht zu einem berühmt-berüchtigten Podcast. Ein Podcast übrigens über mich, was halt krass. Mein Leben. Nichts und niemanden sonst. Und Fragen beantworte ich grundsätzlich sehr gerne. Also, dann los. Nein, ich bin kein Sufi. Ich war auch nicht Mitglied irgendeiner Tariqa. Okay, der ist also kein Sufi, aber ich weiß, dass er ein Hanafi ist. Ich bin auch kein Ashari oder Maturidi. Ich war es auch nie. Ich habe sehr gute Freunde aus beiden Richtungen, enge persönliche Freunde, die ich schätze und die ich für ihre Arbeit sehr respektiere. Und die Tatsache, dass wir hier und da etwas anders sehen, widerspricht dem auch gar nicht. Ich dachte auch eigentlich, ich hätte gerade zu diesem Punkt sehr klar etwas gesagt. Nämlich, wenn Allah sich mich etwas beschreibt, lass es, wie es ist. Ganz allgemein. Ich finde, was Allah über sich sagt, besonders in dem Kontext, wie er es sagt, ist vollkommen ausreichend. Zwei Dinge mochte ich nie. Eine Eigenschaft Allahs aus ihrem Kontext reißen und dann unter die Lupe nehmen. Das ist es, was ich damit meinte. Das kommt mir so vor, als würde man Allah auf einen Seziertisch legen. Die Bestätigung seiner Eigenschaft X, die Bestätigung seiner Eigenschaft Y. Ich finde, es ist keine schöne Art, über Allah zu reden. Zumindest... Ja, aber das macht doch dein Prophet. Er sagt, dass Allah zwei rechte Hände hat. Er sagt, sprich... Ist das genial! Unter uns muslimische Laien und gegenüber uns. Gelehrte unter sich in ihrem Umfeld, das ist eine andere Sache. Ich rede über uns, dich, mich, die Leute, die Islam im Internet konsumieren. Die zweite Sache ist... Hallo? Alles klar? Ja, bei dir? Ja, was geht? Aber nicht viel, ein bisschen Islam auseinandernehmen und Jesus Christus erhöhen. Danke. Ja. Unglaublich, der Markus Krass macht nicht so fertig manchmal, gell? Ja, der Marcel Krass ist schon sehr gut, ein krasser Typ. Ah, der macht dich schon fertig. Weißt du, was ich denken musste? Ich habe damals vor 5-6 Jahren, als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich auch immer wieder so diese Debatten gesehen von Abu Naji und Elia und wie sie alle heißen, weißt du? Weißt du noch, ja. Am Lies stand. Und dann musste ich an dich denken, du hast ja auch mit ihm mal geredet, gell? Ich habe auch mit ihm mal geredet, ja. Ja, was hatte der so für eine Ausstrahlung? Wo ist der überhaupt? Was macht der? Der ist ja weg, oder? Ich und Abu Naji haben sehr viel miteinander gelacht. Er hat auch sehr oft die Kamera ausgemacht und hat zu mir gesagt, woher weißt du das alles? Woher kennst du das alles? Echt jetzt? Ja, der hat nicht alles, ihr hättet ihr alles gesehen, ihr hättet euch totgelacht, ehrlich. Ja, also ich glaube, das ist eigentlich ein guter Mann. Ich war, glaube ich, drei Stunden bei ihm, drei Stunden, und er hat nur 49 Minuten davon den Leuten gezeigt. Gecuttet, ja? Was? Ja, unglaublich. Ja, der hat alles geschnitten bestimmt, alles gecuttet. Natürlich, ach. Ich hab zu ihm gesagt, Abu Naji, lass die Kamera laufen. Die Muslime haben ein Recht, das zu hören. Sagt er, nein, das dürfen die Muslime nicht sagen.
Ja, ja, stimmt, stimmt. Da gab es eine Stelle, wo du gesagt hast, lass laufen, lass laufen. Ja, genau, lass laufen. Ich dachte, der macht schon wieder irgendwelche Faxen mit dem Kamera da. Oh Mann, Alter. Ja. Ja, aber weißt, er ist zwar ein Moslem und verstehst du, aber ich glaube, er ist trotzdem ein gottesfürchtiger Mann gewesen. Also verstehst du eigentlich im Herzen. Wenn verstehst? Gottesfürchtig wäre, hätte der Sure 9, Vers 41 praktiziert. Da wäre er wirklich gottesfürchtig gewesen. Ja. Ja. Ja, schade, auf falsche Erkenntnis aber alles. Auf falsche Erkenntnis alles. Ja, das wird schade. Schade, schade. Ja, weil der ist aber ja auch weg von dem. Wäre ein authentischer Moslem gewesen. Wie bitte? Da wäre ein authentischer Moslem gewesen. So ist es, ja, so ist es. Aber ja, was willst du machen? Ja, möge der Herr Jesus Christus ihm begegnen. Amen. Ja, das wäre was, ey. Ja, und ja, weißt du, diese ganzen Leute, auch so Markus Krass und wie sie alle heißen. Marcel Krass? Markus Krass, wie heißt der, Marcel? Marcel Krass, ja. Marcel Krass, ja, ja. Da gibt es ja diese Filmreihe auf YouTube mit Warum Christ und alles drum und dran und so, gell? Hab ich mich totgelacht, ey. Was meinst du, wenn ich darauf reagiere, wie der dann wieder aussieht? Wie so ein kleiner Grundschuljunge, ey. Und ich denk mir so, Junge, du bist doch ein deutscher, ein richtiger deutscher, gebildeter Allmann. So. Alter, jetzt hör dir das doch mal an. Bildung heißt nicht, dass man ignorant sein könnte. Siehst du, wie ignorant? Ja. Er ist gebildet, er ist schlau, er ist intellektuell, aber ignorant, was die Schriften angeht. Wahnsinn, ne? Ja, hör dir das doch an und denk doch mit deinem Kopf, das hört sich doch alles nach Märchengeschichten an, was da steht. Ja. So mit Allah wird die Gesichter der Ungläubigen schwarz färben und die der anderen weiß und so ein Schwachsinn und so. Alter. Ja. Wenn die reden, weißt du, dieser Ausschnitt, der auf TikTok, auf YouTube ist, hört sich an, wie als ob die da Märchengeschichten erzählen würden jedes Mal. Ja. Unglaublich, ja. Naja, egal. Wie auch immer. Also, Bro, war eine Freude, mit dir zu reden. Vielleicht hört man sich nochmal. Ich hoffe natürlich, dass du deine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast. Ja, selbstverständlich. Ja, Ich bin von neu geboren, insofern, dass ich... Ja, mein Geist hat sich verändert, meine Moral hat sich verändert, ich bin demütiger geworden. Jesus Christus ist Gott, ne? Wie bitte? Jesus Christus ist Gott, ne? Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Ja. Na, jetzt natürlich ist Jesus Christus Gott. Was soll er sonst sein? Ja, Amen, sehr gut. Ja, was soll er sonst sein? Ja, wenn die auf TikTok und in allgemein in Deutschland, die sagen, nee, Jesus Christus ist nicht Gott, er ist nur der Sohn Gottes. Ja, wundervoll. Ja, Moment. Achso, so hierarchiemäßig. Ja, genau. Ja, ich hatte damit tatsächlich auch eine gewisse Zeit lang zu strugglen. So im Sinne von, natürlich ist Gott, ist Jesus, ich sag ja immer automatisch Gott zu Jesus. Natürlich ist Jesus voller Gott. Aber aufgrund dessen, dass er ja den Willen des Vaters immer tut und vom Vater ausgeht, dass es so eine gewisse Hierarchie implementiert. Ja, weil ja auch, wie heißt Paulus? Gleich ewige Wesen. Sie sind der gleich ewige Gott. Keiner ist höher als der andere. Nur weil er Jesus Christus Mensch wurde, hat er sich natürlich etwas so runtergebuttert, aber der bleibt immer noch derselbe Gott in Ewigkeit. Von Anbeginn der Zeit. Die Herrlichkeit ist ja aufgefahren und wird angebetet von den Engeln und von den Menschen. Ja. Ja, und es implementiert keine Hierarchie, sondern es ist einfach nur, die Funktion ist eine andere, sag ich mal. Die Aufgabe ist eine andere, die Wirkung ist eine andere. Weil der Geist Gottes und Jesus gehen ja vom Vater aus. Aber das heißt nicht, weil der Vater kann nicht ohne den Sohn. Weißt, wenn wir sagen würden Hierarchie, dann würden wir sagen, dass der Vater ohne den Sohn kann. Aber der Vater kann ja nicht ohne den Sohn. Weil der Vater offenbart sich ja durch den Sohn und schafft durch den Sohn. Ja. Oder nicht? Ja. Kolosser 1. Natürlich, Gott schafft es. Genau, alles ist durch den Herrn Jesus Christus entstanden. Genau. Ja, also sie sind in Abhängigkeit zueinander und können nicht getrennt voneinander existieren und leben und existieren, ja. Das ist der dreieinige Gott, der in Ewigkeit miteinander kommuniziert und agiert. Oh, weg. Ja, also, ja, und deswegen macht auch Zeugen Jehovas macht keinen Sinn.
weil Zeugen Jehovas machen insofern keinen Sinn, weil die sagen ja, Erzengel Michael sei ja Jesus, oder? Sagen ja, genau. Aber das heißt ja, zuerst hat ja, also laut ihrer Auffassung hat ja Gott zuerst Erzengel Michael geschaffen. Und danach durch ja, Erzengel Michael ist die Himmel und die Erde, ja. Aber bevor der Himmel da war, wo war dann Erzengel Michael, bevor der Himmel da war? Wenn er ein geschaffenes ja. Wesen ist, ist er von Raum und Zeit abhängig. Vor Raum und Zeit kann kein geschaffenes Wesen existieren. Macht keinen Sinn. Genau, so sieht's aus. Ja. Genau wie Allahs Fuß. Ist auch von Raum und Zeit abhängig. Ja. Deswegen haben diese Sekten innerhalb des Islams ein Riesenproblem damit, wenn die Hadithen von Bukhari lesen. Ja, das ist heftig. Ja, und vor allem, die sagen ja, der Koran war von Anbeginn der Zeit bei Allah. Also er ist ja nicht geschaffen, ja, genau. Der Koran. Er ist ja von Anbeginn der Zeit. Also es ist von Anbeginn da. Es ist ein, also, aber der Koran ist ja nicht Allah, sondern das Wort Allahs. Ja, genau. Das bedeutet, du hast zwei ungeschaffene Wesen. Genau, du hast zwei ungeschaffene Dinge im Islam. Ja, einmal genau. Allah und einmal sein Wort. Siehst du, da gibt es schon große Probleme. Ja, genau. Das heißt, sie haben zwei ungeschaffene Dinge. Und eine Eigenschaft von Gott ist ja, dass er ungeschaffen ist. Von Anbeginn existiert hat. Ja, es macht keinen Sinn, ja. Es ist ein Widerspruch. Im Endeffekt, die sagen zu uns, das Wort Gottes konnte nicht Fleisch werden und unter uns leben, aber du sagst zu mir, das Wort Gottes wurde ein Buch. Ja, na, guck mal, wie dämlich, ne? Also ja, genau. Und das Buch kannst du nur auf Arabisch verstehen und die Protagonisten in dem Buch haben aber nie Arabisch gesprochen, sondern Hebräisch und Aramäisch. Ja. Kein Sinn, gell? Macht gar keinen Sinn, ja. Oder? Ja. Ja, sehr gut. Naja. Also, Bro, ich gehe jetzt, ich muss arbeiten. Ja, sehr gut, alles klar. Okay, Gott ja, segne dich und dann. Danke dir auch. Ciao. Ja, sehr gut. Robby ist gut. Welches Buch? Dr. John, kannst du das bestätigen, Dr. John? Dr. Johnny, kannst du das bestätigen? Ja. Hören wir mal an, was Marcel Krass weiter sagt. Bevor wir eure Gesichter vernichten, guck mal, was Allah sagt. Sure 4, Vers 47. O ihr, denen die Schrift gegeben wurde, glaubt an das, was wir offenbart haben, dies zu bestätigen, was euch bereits vorliegt, bevor wir eure Gesichter ausrichten und nach hinten versetzen oder sie verfluchen und wir die Sabbatleute verfluchten. Allahs Anordnung wird stets ausgeführt. Heftig, ne? Allah versetzt unsere Gesichter in unsere Hintern rein. Mashallah. Ah, siehst du, wieder genehmigt. Mein Widerspruch ist genehmigt. So will ich das sehen. Weiter im Text. TikTok liebt mich heute. Ich, der Beweis dafür ist X. Und Allah hat Augen. Und der Beweis dafür ist Y. Und Allah hat Hände. Einen Unterricht in diesem Ort. Für uns. Dich, mich, die Leute, die Islam im Internet konsumieren. Die zweite Sache ist, ich selber hatte einen sehr seltsamen anmutenden Unterricht in diesem Bereich, in dem nämlich genau das gemacht wurde. Allah hat ein Gesicht und der Beweis dafür ist X und Allah hat Augen und der Beweis dafür ist Y und Allah hat Hände und der Beweis dafür ist Z. Seht und Allah ihr? Hat Finger und der Beweis dafür ist A und Allah hat mindestens einen Fuß und der Beweis dafür ist B. So ist das gewesen. Wenn jemand das nicht so erlebt hat, sehr schön. Ich habe es aber so erlebt. Und ich weiß es auch von einigen anderen. Und ich mag es nicht, auf diese Art über Allah zu reden. Und ja, wenn ich so mit meinem Vater... Ja, aber was sollen die denn anderes machen, Marcel? Wenn Mohammed sagt, am Ende der Zeit in Sura 68, Vers 42, werden sie sich anbeten vor dem Schienbein von Allah niederwerfen, weil sie das Schienbein erkannt haben. Ja, was sollen die denn machen? Das steht im Koran, Mann. Und Sahih Bukhari 7439 oder 4919. Ja, was sollen die anderes machen? Das ist Wahnsinn. Über Allah reden würde und würde ihn so beschreiben, er würde genau das denken. Nämlich, ich rede von einer Hindu-Gottheit. Wobei mein Vater... Habt ihr das gehört? Ich rede hier von einer Hindu-Gottheit. Genau so sieht's aus.
Allah ist einfach nur ein Hindu-Gott. Mit zwei rechten Händen. Ein Schienbein und so. Oh, danke, Luca. Danke, danke, Mademoiselle, danke schön auch. Einfach Hindu-Gott, seht ihr? Da ist das, da sagt er das. Ja, aufgrund des christlichen Hintergrunds vielleicht nicht an eine Hindu-Gottheit denken. Eher an einen alten Mann mit weißem Bart. Wie Gott manchmal in Christ. Einfach ein Gott mit weißem Bart. Amen, mir Gott segnen. Gott segne dich und deine Familie, Frankfurt. Um Gottes Segen, mein Bruder. Ja, ich habe eine Frage. Kannst du dich vielleicht erinnern? Das war eine kurze Suche, ja? Da hat Allah um Vergebung gebeten. Was sagst du? Es gab so eine kurze Suche im Koran, da hat Allah um Vergebung gebeten. Kennst du die? Weißt du vielleicht gerade auswendig? Ja. Allah um Vergebung gebeten? Ja. Warte mal, was war das? Nee, du meinst das Beten von Allah, meinst du? Ja, das finden wir in Allah Dabal Mufad 645, aber ich meine das nicht. Der hat irgendwie, das war ein Vers im Koran, der steckt, möge uns vergeben werden oder so. Boah, das weiß ich jetzt nicht. Ja, gut. Was genau meinst du denn? In welchem Kontext denn? Ja, ich hatte diesen Vers, ich hatte diese Suche, aber ich habe die verloren, egal, ich finde die wieder. Auf jeden Fall, was ich anmerken wollte, Allah Dabal Mufad 963, warum soll man in den Jaro von seinem Vater beißen, ist die Frage. Ja. Ach so, ja, Al-Fatiha, stimmt, hier Urwan hat das hier geschrieben, genau. Al-Fatiha bittet er um Vergebung, der Allah. Okay, ich danke dir, gell? Gott segne, mein Bruder. Alles klar, Gott segne dich und deine Familie. In den Jaro, sagt er. Die umbeißt in den Jaro deines Vaters. Heftig, heftig, heftig. Das ist so krank. Und dann sagen die zu mir, Amir, warum redest du so obszön? Auch wenn ich Motorrad sehe, habe ich auch direkt Bock zu fahren. Eine Runde mit Motorrad. Das macht so Spaß, Leute, in der Motorrad fahren. Macht richtig Spaß. So, was sagt Marcel krass weiter? Das ist eine sehr krasse Aussage. Abbildung dargestellt wird. Das wäre wahrscheinlich dann in dem Video ein treffenderer Vergleich gewesen. Auf jeden Fall würde er an einen Menschen denken. Das ist die Problematik dran, wenn man so über Allah redet. Und Allah redet gar nicht über sich auf diese Art und Weise. Er redet über sich immer in einem Kontext. Und ich mochte es, das einfach so zu lassen, ohne es aus diesem Kontext zu nehmen. Lass es, wie es ist, ohne zu fragen, wie, wenn man es unbedingt... Warum? Der Allah sagt in Surah 68, Vers 42, und sie werden versuchen, und sie werden sich anbeten, niederwerfen. Hier, guck. Am Tage der Auferstehung, wo manch ein Schienbein entblößt wird und sie aufgefordert werden, sich anbeten, niederzuwerfen. Allah sagt doch, ihr werdet euch anbeten, von meinem Schienbein niederwerfen. Und wenn du Ibn Kathir dazu liest, da kommt folgender Wahnsinn heraus. Guck mal hier. Tafsir Ibn Kathir. Das ist 68. 42. Mal gucken, was der Ibn Kathir sagt. Der gute alte Ibn Kathiri. Ibn Kassira. Der Ibn Kassira. Einen Moment. Ein bisschen Konzentration hier machen. Un momento.
Mann, ist der arm. Charakter, da, wo ich sagte. Oder anders. Das anders sagt, ich habe den anderen. Por favor, no. Wer stört? Agit stört mich. Hallo, Agit. Wie geht's dir? Ja, Handel Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir denn? Mir geht's auch gut. Warum sehe ich dich nicht? Ja, weil ich gerade hinter einem Hijab versteckt bin, wie Allah. Der hinter versteckt sich auch hinter einem Hijab. Ja, warum sagst du so, ja? Allah sagt es doch selber im Koran. Was sagt er? Er sagt, ich verstecke mich hinter einem Hijab, Hijabun. Dass Allah sich versteckt hinter einem Hijab? Ja, er hat auch einen Schleier. Wo sagt er das? Kann ich dir zeigen, hier. Hijab auf Allah, guck. Ja. Hijab auf Allah. Allah has Hijab. Guck dir das mal an. Du bist ja LKW-Fahrer eigentlich. Nee, ich bin Pilot. Ja, nee, sei mal ehrlich. Ja, ehrlich. Du bist immer irgendwie LKW am Fahren. Nein, ich bin Pilot. Ach. Das kommt dir nur so vor. Du bist Ex-Rapper. Nein, ich bin Ex-Cracker. Ich weiß doch, du bist auf Tekken Bugatti. Ja, du musst jetzt nicht ablenken, komm. Ist dir das unangenehm? Hä? Ist dir das unangenehm? Nein, kannst du gar nicht. Du kannst gerne darüber reden, aber ich möchte, dass wir das jetzt kurz durchgehen. Hast du noch Songs? Ja. Wo finde ich die? Hier auf TikTok. Achso, aber nicht auf YouTube. Bitte? Aber nicht auf YouTube. Nee, ja doch auch auf YouTube, das Camel Urine Song. Ja, interessant. Machst du hier Live-Matches oder was? Nee, wir ziehen hier nicht das Geld aus den Taschen der Leute. Ah, schade. Was genau machst du, wenn du live bist? Ja, den Islam auseinandernehmen und Jesus Christus erhöhen. Und wie läuft's bisher? Hä? Wie läuft's bisher? Was meinst du, wie lange ist es her? Wie läuft es bisher? Ah, wie läuft es bisher? Ja, sehr gut. Ich habe schon zigtausende von Muslimen aus dem Islam rausgeholt und viele, viele wieder zurückkehren lassen zu Jesus Christus und sie haben wieder angefangen, die Bibel zu lesen. Und ich danke dem Herrn Jesus Christus, dass er mich dafür benutzt. Amen. Ich kann dir das irgendwie nicht glauben. Ich glaube, das ist verarscht, was du machst. Nein, das ist alles echt. Ich glaube, das ist so dein Content, weißt du? Was denn? Ja, dass du sagst, ich bin hier Ex-Muslim. Ja, guck mal bitte. Sure 42, Vers 51. Es ist keinem Menschen gegeben, dass Allah zu ihm spricht, außer durch Inspiration oder hinter einem Schleier. Min wara al-Hijabin. Allah trägt auch ein Hijab. Guck mal hier. In der Tat. Aber an jenem Tag werden sie vor ihrem Herrn verschleiert. Das ist so krank. Guck mal hier. Das Ding ist, du kennst dich aber ziemlich gut aus mit dem Islam, ja? Ja, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Ja, aber wie kam es, dass du den Glauben gewechselt hast? Ja, aufgrund einiger Sachen, die ich herausgefunden habe. Was hältst du denn von einem Gott, der sagt, dass die Erde auf dem Rücken eines Wals drauf liegt? Wo wird das denn gesagt? Sure 68, Vers 1. Hat sich googelt. Tafsir ibn Abbas. Sure 68. Vers 1. Vers 1. Die Erde liegt auf dem Rücken des Wales Nun. Nee. Das stimmt nicht.
Ja, jetzt kannst du ja den Tafsir von Ibn Abbas dazu lesen. Für die bessere Erläuterung. Mit dem Schreibrohr steht irgendwas so, steht da drin. Ja, weiter, da steht ja der Name Nun. Ja, eins Nun. Ja, genau, wer ist denn Nun? Tafsir Ibn Abbas heißt das? Ja, genau, jetzt musst du den Tafsir von Ibn Abbas lesen, der dir das erklärt. Was damit gemeint ist, wer dieser Nun ist oder was Nun ist. Okay, warte, ich gebe es ein. Blah, blah, Abbas, he said regarding the interpretation, he says Allah's verse by Nun, which is the whale that carries the earth on its back. Was? Was hast du gerade gesagt? Aber. Hast du gehört? Was denn? Wer trägt die Welt auf dem Rücken? Ja, aber ich denke mal. Martin, kommt noch jemand rein? Siehst du, wie dieser Wahnsinn auf einmal dank dem Internet zum Vorschein kommt? Dobrze. Nazywam się Amir. Sarah. Cześć, jak ci idzie? Sarah. Ja. Kennst du diesen Typen hier? Nein. Cześć. Das ist der Ex-Muslim. Komm, warte, der Seller muss auch mit rein. Oh. Oh mein Gott, jetzt kommt ganz TikTok hier rein, ne? Oh nein. Kennt ihr diesen Typen hier? Welchen? Diesen Typen ist auch gut. Dieser Ex-Muslim mit einem Schleier. Hallöchen, Sarah, Ex-Muslim und Agit. Bin zu Hause am Haushalt machen. Ach, wie schön. Das Beste, was man bei diesem wunderschönen Wetter machen kann. Haushalt. Hallo, Jesus Christus kam auf eure Sünden zu bezahlen. Jesus Christus ist der König der Könige und Herr aller Herren. Er hat Allah am Kreuz den Kopf zertreten. Was für Matches, Mann. Hört auf mit eurem Match. Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und wir machen jetzt so lange weiter, damit ich weiterhin das Evangelium verkündige. Denn Jesus Christus kam auf die Erde, um ein heiliges, makelloses, perfektes Leben zu leben und dann für die Schuld der Menschen zu bezahlen. Ihr habt die gute Möglichkeit. Durch die frohe Botschaft, nämlich das Evangelium. Es tut mir leid, aber ich muss das jetzt leider stummen. Es ist nicht, ihr nicht anders kann gerne über, und ihr müsst über alles eure reden. Ja, aber ich bin jetzt auch stumm. Ihr Lieben, so ihr müsst aufwachen, bevor ihr in den Tod geht, ohne Jesus Christus. Ihr dürft nicht ohne Jesus Christus Lieben, in den Tod gehen, ihr Wunderbaren. Hallo Sarah, dich sehe ich zum ersten Mal, glaube ich, hier, ne? Hallo, ja, ich dich auch. Hä? Haben die mich gestoppt? Schreier? So, dein Auftritt? Zeig dich, Amir, dann hören die dich zu. Ja, das ist heftig, ne? Wenn ich mich dann zeige, dann denken die, oh, wer ist denn das so, ne? Das ist immer so ein Schockeffekt, ne? Die hören erstmal nur die Stimme und das können die dann nicht zuordnen. Ja, wie sieht denn der Typ denn aus? Und dann auf einmal kommt so einer wie der hier. Da kommt so einer daher! Das ist heftig. So, wer ist denn hier mit uns? Hey, warum bist du rausgegangen? Bleib hier! Bleiben Sie hier! Was geht, Amir? Gottes Segen dir und deiner Familie. Bisschen Islam auseinandernehmen und Jesus Christus erhöhen. Das ist doch eine gute Aufgabe. Weil ich habe heute auch was herausgefunden. Ich wollte wissen, ob du das auch weißt. Hier. Aber wie heftig, habt ihr das gerade gesehen, wie der es vorgelesen hat? Wahnsinn, ne? Ah, das habe ich nicht mitbekommen. Ich bin gerade erst reingekommen in dein Live. Ah, schade. Ja, ich habe diesen TikToker gerade gesagt, lies mal bitte in Sura 68, Vers 1. Sagt Allah, dass der die Erde auf dem Rücken eines Wales trägen lässt. Da sagt er, nee, das stimmt nicht, zeig mal. Und hat er es tatsächlich aufgeschlagen, weißt du, jetzt kannst du das für das bessere Verständnis, kannst du Tafsir von Ibn Abbas aufschlagen. Und dann liest er auf einmal, und dann hört er auf einmal auf, weil ich so, was hast du gesagt? Und dann hat er es genau vorgelesen. Ja, du kannst dich immer triggern, ne? Ja, das wollte ich aber gesagt haben.
Das wollte ich gesagt haben. Ich habe herausgefunden heute, dass Muslime ja sagen, dass Jesus als Baby geredet haben soll. Ja? Ja. Und dann habe ich dann, da bin ich auf so eine Quelle gestoßen, was die, da wurde mir dann, also in dem Text stand halt drin, dass der Mohammed irgendwie mit Gnostikern zu tun haben, gehabt haben muss. Ja, weil die haben sowas berichtet, dass der geredet hat als Baby und weißt du, was ich meine? Oder mit dem Ton zum Beispiel, mit diesem Vogel aus Ton. Ja, genau, richtig, ja. Den er so anpustet und so. Das sind alles gnostische Schriften, die Thomas Evangelium. Genau, Thomas Evangelium. Und daran sieht man, was dieser Glaube ein schneller Quatsch ist, wenn man, wenn die aus den apokryphischen Schriften da klauen. Das ist ja schon krass, also wirklich, oder? Ja, richtig, genau. Ist einfach nur eine Lüge. Der Islam ist einfach nur eine Lüge. Und sie hat in sich keinen Bestand. Das ist das Problem, was wir haben. Auch das Problem ist, er sagt ja immer, der Mohammed, der ist der Prophet der Juden und den Christen gewesen. Wenn er das doch gewesen wäre, dann hätte der Koran als Buch in die Bibel eingefließen müssen. Weißt du, was ich meine? Aber ist es ja nicht. Warte. Der David Wood hat ein sehr, sehr heftiges Video dazu erstellt gehabt, um mal zu zeigen, was für ein Quatsch der Islam behauptet und von welchen Legenden er klaut. Das ist so krass. Und ich frage mich auch, welchen Bund den er abgeschlossen haben soll, der Mohammed. Mit den Arabern nur oder mit wem hat er einen Bund abgeschlossen? Das ist die nächste Frage. Was hat er abgeschlossen? Der muss ja einen Bund abgeschlossen haben, weil wenn er doch ein Buch hat, mit wem hat er aber den Bund geschlossen? Ja, mit den ganzen, mit den ganzen jüdischen Völkern da, ne, und christlichen Völkern. Der hat sie ja unterdrückt. Ja, aber ich meine den göttlichen Bund, den hat er ja gar nicht gehabt. Nein, natürlich nicht. Der wahre Bund befindet sich in der Bibel, der alte und neue Bund. Meine ich ja. Da gibt ja keinen Sinn, weißt du? Naja, aber du hast mir die Augen geöffnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war Atheist, nur durch dich bin ich zum Glauben, habe ich gefunden. Ich war früher Muslim, bin Atheist gewesen. Halleluja, wundervoll. Du hast mir die Augen geöffnet, ich schwöre, nur durch dich habe ich angefangen zu recherchieren und zu prüfen. Amen, wundervoll. Dem gepriesen sei der Herr Jesus Christus, wunderschön. Ja, weil ich dachte damals, wo ich Muslim war, ne, Amir, ne, da bin ich rausgegangen wegen deinen Streams oder so. Ich bin rausgegangen, weil ich mir diese Frage nicht beantworten, also da kann er diese Frage beantworten, warum ein guter Jude oder ein guter Christ in die Hölle kommt, obwohl er nichts gemacht hat. Habe ich einen Roger gefragt. Ja. Sag ich, warum geht ein Christ in die Hölle, wenn er nichts gemacht hat, wenn er ein guter Mensch war? Sag ich, wieso geht er in die Hölle? Sagt er, ja, hat er nicht geglaubt, das ist doch kein Grund. Der weiß es doch vielleicht nicht besser. Ja gut, der Apostel Paulus sagt ja auch im Römerbrief, da hat keiner eine Entschuldigung. Denn uns beweist ja, dass die Schöpfung dahinter ein genialer Schöpfer ist. Und sie wollten das Wort Gottes ja nicht annehmen, verstehst du? Durch sie hätten gerettet werden können, in Herrn Jesus. Daher wird der Mensch auch für seine Konsequenzen... Ja, Das ist aber noch eine andere Situation. Im Christentum ist das so, dass alle Menschen schuldig sind. Verstehst du, wie ich das meine? Wir hätten es eigentlich alle verdient, in die Hölle zu gehen. Das ist ein Unterschied. Ja, das ist genau das. Mir das Paradies erkaufen. Und zusätzlich noch dazu, dass der Mohammed ja nicht die Leute ihre freien Wahl gelassen hat, sondern dass er sie vor die Wahl gestellt hat. Das ist das. Ja, und ich habe auch nie einen gesehen, der gesagt hat, entweder Jesus oder Tod. Ich habe schon nie einen gesehen. Ja, genau. Das kommt auch nochmal oben drauf, ne? Da habe ich letztens noch die Kundgebung von Stürzenberger gesehen. Da kam ja auch der Ananas-Islam da. Dachte, die Kreuzzüge hat der Stürzenberger kurz einen Prozess mit dem gemacht. Ganz schnell. Zack, war vorbei. Ja. Ja, heftig. Also von diesem Stürzenberger halte ich auch nicht so viel. Man muss jetzt nicht so auf der Straße die Leute da so angehen. Das finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben, ne? Aber der hat ja schon recht, was er sagt, ne? Ja, natürlich, Mensch nicht gesehen und sag mal schnell, von einer weltlichen Perspektive, natürlich absolut, der Islam ist eine bösartige Sekte, ist das, ne? Nur jetzt da hinterher zu laufen und da rumzuschreien und so, das ist ein bisschen übertrieben, weißt du? Also ein bisschen lockerer kann er das schon angehen, weißt du? Weil, wie gesagt, nicht Muslime sind ja schlimm oder so, weißt du? Das würde ich auch niemals sagen. Es gibt, weißt du, wie ich das meine? Du sagst das ja auch nicht. Raus. Sorry, ich musste gerade telefonieren. Ah, kein Thema. Wo waren wir jetzt überhaupt stehen geblieben? Ich hab gar nicht mehr gecheckt. Bitte? Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ich bin jetzt voll raus. Ja, bei Stürzenberger waren wir da. Ach so, ja, ich sag halt nur,
Er macht halt ein bisschen extrem, weißt du? Das finde ich halt nicht so gut. Weil ja, muss jeder selber für sich wissen, wie er das macht, ne? Manchmal kannst du gar nicht anders als diese Draufschlagmethode da, ne? Draufhammermethode. Ja, was mir halt nicht daran gefällt, ist, diese zum Beispiel, da ist eine türkische Mutter, weißt du? Und dann ist er da ja auch so am Anschreien. Das finde ich nicht okay, weißt du? Ja, natürlich irgendwann. Das sind ja keine schlechten Menschen, weißt du, was ich meine? Ja, du, irgendwann mal verliert man ja auch die Nerven auch, ne? Bei ja, so viel Ignoranz. Ignoranz gepaart mit sehr viel Vertrauen. Ja, verstehe ich natürlich auch. Ja, verstehe ich natürlich auch, ganz klar, ne? Und die tun mir leid auch irgendwo, weißt du, was ich meine? Weil stell mal vor, einer würde so. Tallappenschaden, der hier nur Fitner macht. Endlich! Wer sieht denn so aus, als hätte er einen Frontallappenschaden? Ja, ich bestimmt nicht. Ja, du zeigst ja nicht, was dein Gesicht ist. Ich brauche ja, Es ist wichtig, welche Intention man hier weitergibt, ja? Die Schuhe, ja, die mit den anderen Nazis, kannst du mit mir nicht abziehen, mein Lieber, die kennen mich alle. Ich habe sehr gute Intentionen. Ja, ich habe sehr gute Intentionen, mein Verstand funktioniert noch. Und gute Potenz. Ich kann auch noch schön hören, was zu sagen ist. Denn eines Tages wirst du in den Tod gehen und dann wird es keine. Ja, jetzt ist der weg, der kleine Schwimmel. Schwimmels! Ja, kleine, was ist da hier los? Ja. Ja, das war auch wieder ein sehr, sehr bezeichnendes Bild. Für die breite Masse, die auf dem Weg zum ewigen Feuer ist, ne? Na, super. Traurig. Wie der schon im Hintergrund gebrannt hat, ne? Sehr, sehr traurig, aber egal. Möge der Jesus Christus ihn irgendwie zu sich ziehen. Amen. Was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott nicht unmöglich. Ist bei Gott möglich. Aber wir kennen die Wahrheit nicht. Das Feuer ist seine Zukunft. Ja, genau. Amen. Gott segne euch. Gott segne euch. Amilovic. Amilovic ist hier. Ja, bitte. Amilovicka. 3, 2, alle mal 100. Genau. 3, 2, 1. Alles mal 100 jetzt. Alles mal 5. Mulhamad. Oh, danke. Merle. Gottes Segen. Gott segne dich und deine Familie, meine Liebe. Danke. Bitte. Was kann ich für dich tun? Wollte nur Gottes Segen sagen. Einfach nur Gottes Segen? Ja. Hast du heute schon ein wenig in der Bibel gelesen? Heute noch nicht. Okay, dann empfehle ich dir jetzt mal ein wenig den Epheserbrief zu lesen. Ja. Ja, nicht nur Ja sagen, sondern auch machen. Was? Nicht nur Ja sagen, sondern auch machen. Versprochen? Versprochen. Okay, sehr gut. Gott segne dich, meine Liebe. Halte immer mein Jesus Christus fest. Mach ich. Lass dich von niemandem deiner Gnade und deines ewigen Lebens berauben, die du in Christus Jesus genießen darfst. Amen. Ja, danke. Amen. Okay, meine Liebe, mach's gut. Tschüss. Ja. Mami, du wärst ein richtig guter Vater. Die hören alle auf mich. Ja, ist auch gut so. Ja, aber ich bringe die Leute ja zu was Positivem. Ich rufe ja niemals zur Negativität auf. Merkt ihr das? Immer nur zu positiven Dingen. Lies die Bibel, sei nett, sei zuvorkommend. Also alles gute Dinge, die man sagt. So muss das sein. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Lies die Bibel, halt am Ende Jesus Christus fest. Also was gibt's denn Besseres? Ja, so sieht's aus. Wir dienen dem lebendigen Gott Jesus Christus, denn da ist der Allmächtige, der ins Fleisch gekommen ist. Amen. Wie heftig das, ich stelle mir das immer so bildlich vor, eigentlich, wir dürfen uns kein Bildnis machen, dass der Herr Jesus Christus in seiner Herrlichkeit so als der ewige Schöpfer Gott, bevor überhaupt alles existiert hat, war er ja schon da und hat alles erschaffen.
Und dann auf einmal ist dieses ewige Wesen Mensch geworden. Das ist für mich so unbeschreiblich, ne? Unfassbar. Aber so genial auch. So wundervoll. Danke. Dankeschön, Jesus, mein King. Jesus, my King, genau. Sehr, sehr gut. Jesus, my King. Dass dieser Schöpfer bereit war, seine Herrlichkeit für mich, dich und die gesamte Menschheit zu verlassen, um stellvertretend als der lebendige Sohn des Allerhöchsten hier auf diese Erde zu kommen, um stellvertretend für uns zu sterben. Bist du der Sohn des Hochgelobten? Markus 14, 61. Jesus sprach, ihr sagt es, ich bin es. Was wollt ihr noch mehr? Habt ihr diese gotteslästerlichen Aussagen gehört? Ihr werdet den Sohn des Menschen kommen sehen auf Wolken. Mit seiner ganzen Macht und Pracht. Wahnsinn, guck, hör dir das mal bitte an, das ist so heftig. Markus 14, 61, wie gewaltig der Vers, wie gewaltig. Markus 14, 61, wie der Herr Jesus Christus gesagt hat, dass er Yahweh selber ist, ne? Jehova im Fleisch. Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der Hohepriester und sagte zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Und jetzt die Reaktion des Hohepriesters. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sagte, was brauchen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? Und sie fällten alle das Urteil, dass er des Todes schuldig sei. Und etliche fingen an, ihn anzuspucken und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, Weissage! Und die Diener schlugen ihn ins Arsch. Hallo. Hallo. Was ist das für ein Unsinn da? Mach mal weg dieses Bild. Hey, keine Match, Mann! Hallo? Guck mal, wie die mir jetzt 80 Millionen Anfragen schicken. Ich kann das nicht wegmachen. Du Miese. Okay, kein Problem. Ich werde dir ein wenig das Evangelium predigen. Jesus Christus kam als ein sterbliches Wesen auf diese Erde und hat für deine Schuld und meine Schuld bezahlt. Du darfst aus Gnade errettet sein. Und du darfst Ja zu Jesus Christus und seiner Gnade sagen. Jesus Christus liebt dich über alles und hat sein Leben für dich gegeben. Sei auch du klug und gib dein Leben dem Herrn Jesus Christus. Bla, bla, bla. Ja, jetzt kannst du auch nicht mehr raus. Jetzt hörst du auf oder ich mach weiter. Jesus Christus hat dich von Anbeginn der Zeit geliebt, als du im Leib deiner Mutter warst, hat dich der Herr Jesus Christus geliebt und die Haare auf deinem Haupt waren schon gezählt. Und diese Liebe kann dir niemand geben, außer der Herr Jesus Christus, der dich über alles liebt. Und sein Leben für dich dahingegeben hat. Kehre um von deinem jetzigen Dasein und zieh dir was an. Und kehre um und gib dein Leben dem Herrn Jesus Christus. Er liebt dich von ganzem Herzen, meine Liebe. Lass nicht zu, dass der Satan dich Oberhand über dein Leben nimmt. Ne? Sehr traurig, traurig. Sei klug, meine Liebe. Entscheide dich für Jesus Christus. Kehre um und gebe dein Leben ihm. Sei nicht dumm, der Satan läuft umher wie ein brüllender Löwe, um zu verschlingen, wen er kann. Er hat dich ja schon fast verschlungen. Du musst dich lossagen von den Fesseln des Teufels. Ja. Jetzt hat sie auf einmal aufgehört. Ich hoffe, ich konnte in dein Gewissen reinreden, meine Liebe. Mhm. Bin eingeschlafen. Ja, du bist eingeschlafen, ey. Du redest ja noch mit mir, siehst du? Ja, ich bin wieder aufgewacht. Ja, ganz schnell geht das, ne? Nein. Der Herr Jesus Christus steht vor dem Herzen, der Tür deines Herzens. Er klopft an, öffne ihm dein Herz. Was gibt's denn, du wirst bald versklavt werden von Satan und dann gibt's kein Entkommen mehr für dich. Ist dir das eigentlich bewusst, mit was du da spielst? Du denkst, wir sind hier auf der Erde, um nur hier zu sein, um Matches zu spielen. Ne? Jetzt schickst du mir schon wieder eine Anfrage. Ne? Nimm doch an, du Vogelmann. Nein, ich werde dir weiterhin verkünden, ohne das Geld aus den Taschen der Leute zu ziehen.
Jesus Christus hat dich von Anbeginn der Zeit geliebt und niemand. Jetzt hat sie aufgegeben. Die hat mir die ganze Zeit Anfragen gestellt. Ich konnte das nicht wegmachen. Sobald ich versucht habe, das wegzumachen, hat sie es wieder geschickt. Sobald ich versucht habe, sie wegzumachen, hat sie es wieder geschickt. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, dann nutze ich die Gunst der Stunde und werde ihr das die ganze Zeit jetzt weiter sagen. Schön das Evangelium da ihr geben. Und am Ende hat sie dann aufgegeben. Ja. Ja, das ist das Heftige, ne? Wenn die ganze Zeit diese Anfragen schicken, du kannst sie nicht rausschmeißen. Ihr wart ja noch niemals live. Wenn euch also jemand eine Anfrage zum Matchen gibt, dann, wenn ihr das ablehnt, dann macht ihr die ganze Zeit weiter und ihr könnt das nicht ablehnen. Und dann, weil das kommt dann die ganze Zeit wieder weiter, weiter, weiter. Hallo! Hallo, schön, ich schwimme für Lachbar, schön. Hörst du mich? What? Do you mean? Do you speak English? Yes, I speak English. What do you want? Yes, Jesus Christ is the Lord of Lords and King of Kings. He came as a king in this world. It's very nice. He died for my sins and your sins. Go and repent, my brother in humanity. It's very nice. It's very nice. Jesus Christ is very nice. He is the nicest. He is the God Almighty who became flesh. Very good. Oh, what is that? أنا جيتك يا غازي, أنا جيتك هنشوف الكوارث. Oh, is that Allah's dog? What? Yeah, here, Allah's dog. Whoa, whoa. Whoa, just like you, dog. This is Allah's dog. Yeah, Allah's dog, yeah. Allah's dog. Allah has a dog. Yeah, just like you. Yeah, I have a... Seelen. Danke. Naja, der meinte, just like you, du hast auch einen Hund. Oder? Hat er mich, ja, kann sein, dass er das so meinte. Eine Frage, 4 Euro. Ja, genau, gib mal 4 Euro jetzt. Gib mal jetzt hier 4 Euro pro Frage. Da wäre ich ja schon Multimillionär. Bei 8000 Streams, die ich hier schon abgehalten habe, wäre ich schon Millionär. Die ganzen Fragen, die ich eingegangen bin. Ja. Aber gepriesen sei der Herr Jesus Christus, der ist der Allmächtige, der uns gesagt hat, wir können nicht zwei Herren dienen. Entweder wir dienen dem Herrn Jesus Christus, beziehungsweise Gott, oder dem Mammon, ne? Hamburg ist Verrühr. Was, weißt du was? Hamburg ist Verrühr? Ach, verloren. Hamburg ist verloren. Ja, jede deutsche Großstadt ist am Ende. Ich habe ja gesagt, wie man mit dem Islam verfahren muss, aber die Leute hören ja nicht auf mich. Das ist das Problem. Wenn ich der Bundeskanzler wäre, was meinst du, wie ich das in einem Tag würde ich das Problem lösen? Glaubt es mir. Mit Nacht- und Nebelaktion Flugzeuge bereitstellen, die Länder nicht parieren und die nicht zurücknehmen wollen. Ich werde dementsprechend die Leute dann erstmal in sogenannte Zwischenlager unterbringen und dann nacheinander dann Rückführung sofort machen. Das wäre die schlauste Variante, um das Ganze zu lösen. Ja, ich würde dann riesen Gefängnisse bauen lassen. Und diese Länder, die zum Beispiel nicht ihre eigenen Landsleute wieder zurücknehmen, erstmal die ganzen Gelder streichen, mit denen wir Verträge haben. Und dann werden die sehen, ob die dann ihre Leute nicht zurücknehmen. Dann wirst du mal sehen, wie ganz schnell die auf einmal sagen, oh, Dr. Sheikh Abu Amin, nein, so meinten wir das doch gar nicht. Wie viele wolltest du rüber schicken? Ja, also hier, heute kommen schon mal 1000, nächste Woche 3000 und übernächste Woche dann 10.000 und so geht's dann jede Woche weiter. Bis ich sage Stopp. Und dann kriegt ihr weiterhin Geld, womit ihr dann dort arbeiten könnt und die Leute dann dementsprechend Jobs und Perspektiven geben könnt. Ja, das wäre die einzige Möglichkeit. Aber weil wir Christen sind, müssen wir ja für diese Leute beten. Und sie ja segnen im Namen des Herrn. Ab nach Ruanda.
Burundi. Burundi ist das ärmste Land der Welt, ist Burundi. Burundi. Habt ihr diese Dokumentation gesehen? Diese Leute tun mir so leid. Ne? Das ist so krank. Einfach 100 Kilometer mit dem Fahrrad fahren für $1. Für $1 100 Kilometer fahren mit dem Fahrrad. Unglaublich. Warum machst du das? Warum schickst du die ganze Zeit die gleiche Nachricht? Nein, Armin, wir brauchen Verträge mit Ruanda wie England, wie Free Palestine. Free Palestine. I stand with Irland. Wir stehen nur zu Jesus Christus. Und beten für die Menschen. Ja, aber wenn ihr euch die Dokumentation mal angeguckt habt, ne, Burundi, das ärmste Land der Welt, ihr kriegt so Tränen in den Augen, ne, wie verdreckt eigentlich die Menschheit ist, ne? Unglaublich. Was der Mensch, der könnte ja, die ganzen reichen Menschen könnten ja das Elend der Erde ja beseitigen, ne? Und dann siehst du auf einmal, dass diese Leute da vor der Kamera sterben, verhungern. Hunderte von Kilometern fahren müssen für ein paar Dollar und sie sich kaum Essen leisten können. Ja. Free Palestine from Hamas, ja genau, das ist eine gute Aussage. Aber merkt ihr, in den Demos, die rufen immer Free, Free Palestine, Free, Free Palestine, aber niemand sagt genau diesen Satz, den du gerade gesagt hast. Free, free Palestine from Hamas. Ja, also sind die einverstanden mit Hamas. Versteht ihr? Diese Leute sind ja auch einverstanden mit Hamas und deren Ideologie und alles Mögliche. Obwohl Hamas diese Leute, ihre eigenen Leute als Schutzschilder benutzt. Das ist Wahnsinn. Ja, $500 Milliarden pro Jahr und die Armut ist weltweit vorbei. Ja, allein Deutschland gibt ja wie viele Milliarden aus. $300 Milliarden Euro für was weiß ich, was das da war. Für irgendein Projekt. $300 Milliarden. Oder? Oder 300 Millionen oder was, ne? Die sind ja die ganze Zeit in irgendwelche Länder da. Das ganze Geld da am. Ja, verschwenden. 300 Millionen. Allein der Palast, das neue Bundeskanzleramt. Wie viele Millionen hat das Ding verschlungen? Alles bleibt hier nichts Schlimmste mit dir, genau. Danke, nein. Danke, Xavier. 600 Millionen hat das Ding gekostet. Hamdi musste gestern mit Ahmed reden, der konnte nicht mehr abhauen. Hammer. Wo kann man das sehen? Ich habe davon gehört, dass der Hamdi so eine Klatsche bekommen hat, ne? Der Typ hat einfach Schierquellen eingeblendet, ne? Da haben sie. Wahnsinn. Ja, jetzt siehst du, das passiert, wenn man so hochmütig ist. Der Hansi, der darf eigentlich gar nicht mehr sein Gesicht zeigen, der Typ. Der hat schon 8000 Mal sein Gesicht verloren. Und der Typ will es immer noch nicht einsehen, ne? Wie peinlich der Typ nur noch ist, ne? Der kann weder Deutsch sprechen, noch kann er Englisch sprechen. Noch ist er theologisch stark. Noch hat er geistliche Fähigkeiten. Noch ist er selber ein Muslim. Das ist ein Witz. Hallo. Hallo, Weckmann. Was kann ich für dich tun, Weckmann? Achso, da ist er weg. Wo kann ich das denn sehen? Kann mir mal bitte einer den Link schicken von dieser Dings? Sag mal schnell. Ex-Muslim und Christen best of, okay. Ex-Muslim und Christen best of.
denn? Welches Video denn? Welches denn davon? Norweger auf YouTube. Großmufti Dr. Sheikh Abu Amir. Heftig. Aber welches Video denn? Das neueste vor 8 Stunden. Achso, hier mit Dings. Abu Tanga. Ja, ich ziehe mir doch jetzt keine 2 Stunden rein, ey. Kann mal jemand eine kleine Zusammenfassung mir jetzt schicken? Ja, schick mir mal bitte. Schau zu Hause an. Hallo? Hallo? Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ja, komm mal. Was? Eine Runde machen. Match? Ja. Nein, Match nicht gut. Kein Match. Wir können so reden, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Möge okay. Dich, dich segnen, behüten und beschützen. Okay, gut, gut. Gott segne dich, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Möge der Herr sein Angesicht über dich leuchten lassen und dir helfen, mein Lieber. Gottes Segen. Wollte das niemals, dass die Menschen Krankheiten haben, Behinderungen haben, Krebs, durch Krebs sterben. Mit dem Sündenfall kam ja auch dieser ganze Wahnsinn hier auf dieser Erde. Das ist ja das Problem, was wir haben, was die Menschen nicht verstehen. Ja, warum ist denn dieses Kind an Krebs gestorben? Warum ist das passiert? Warum ist dies passiert? Ja, weil die Sünde in uns in diese Welt gekommen ist und die ganzen Krankheiten und alles Mögliche. Da ist das Ganze so, wie es ist. Dieser Zustand wollte ja Gott niemals. Wir haben uns das eingebrockt. Ja. Das ist das. Möge der Herr ihm seine Augen öffnen. Oh, danke, Toni. Toni! Toni! Ja, das ist traurig, ne, wenn die Menschen anfangen, Gott die Schuld für das Ganze zu geben. Nein, Gott wollte das ja nie. Gott wollte immer, dass wir perfekt und heilig mit ihm im Paradies wandeln. Ne? Und dementsprechend dann in Heiligkeit und Ehre mit ihm da im Himmelreich sind oder sein sollen. Ja, und dann der Sündenfall, der Biss in den Apfel und die Erkenntnis hat dazu geführt, dass auch der Tod in diese Welt kam. Die Krankheiten, der Tod, alles. Okay, bis zur 54. Minute, alles klar. Danke. Damit kann man ja arbeiten. 54. The throne of your Allah will be happy. So happy. Why? Ahmad X was there. Because in Surah Al-Haqqa said, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبَّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ. One second, Ahmad. One second. Hamdi, are you still there? We are waiting for the context, by the way. We are waiting. Look, I look. I find something. This is from...
Jetzt sagt der Hansi schon wieder, I destroy you. Ich habe noch keine einzige Debatte gesehen, wo Hansi irgendjemanden zerstört hat. Er hat immer nur sich selbst zerstört. Habt ihr das gesehen? Anderes aus der Lüge. Nein. Du bist der Messias. Say du bist der Messias. I don't say it. I don't say it. Don't lie. This kind of prophet is from Islam Sharia, which means Shia. Hamdi, du bist ja sogar auf seine Followline gefallen. Also eine Sache muss man erwähnen. Und das war von Anfang an. Ahmad hat Hamdi eine Falle gestellt. Hamdi ist auf die Falle eingegangen. Und jetzt sagt er plötzlich Kontext. Also Hamdi, wir warten jetzt auf Kontext. Das ist no problem. Hamdi, du bist auf die Falle von Ahmad gefallen. Ey, das ist der Wahnsinn. Was? Hansi sagt, Ibn Taymiyyah hat's nicht verstanden? Ja, nur der großgelehrte Hansi hat's verstanden, sag ich doch. Ich sagte, der Hansi ist der einzige Hardcore-Gelehrte. Es gibt keine Gelehrten, ihr müsst alle zu Hansi rennen. Ibn Kathir macht Fehler, Al-Qurtubi macht Fehler, aber Hansi nie. Hansi ist immer heftig. Hansi ist immer heftig. Auch noch irgendwie zu erklären. Und dabei schreckt er nicht vor Lügen zurück. Und vor Täuschung und alles mögliche, nur damit er im Islam drinnen bleibt. Das ist das geisteskrank. Lügen, Täuschung und verdrehen. Das ist seine Aufgabe. Danke, Wallace. Dann ein Blessing wieder von ihm. But he just knows the prophet Google. He never helped you. Because I und jetzt, Google. Und jetzt auf einmal ist Google die Quelle. Oh, Hamdi, today you have a problem with Ahmad. Oh. Make me big, make me big. Make me big. Alright, sure. You are a man enough, Ahmed? David, you are a man. Shia website! No. Shia website, da ist das, Shia website. Shia, don't lie. No, this is from the book. First the one. Read. First the one. Read. Listen. Seht ihr, was ich gesagt habe? Der Hansi schreckt nicht zurück, für seine Propaganda sogar Schia-Quellen zu nehmen. Aber anderen vorzuwerfen, guck mal, der benutzt diese Schia-Seiten, aber macht selber. Ist das krank? Ist das krank, was der Typ macht? Wie kann man den noch ernst nehmen, genau? Wie kann man überhaupt noch ein Wort mit diesem Verrückten wechseln. Wie geht sowas? Wie kann man ein Wort noch mit so einem Verrückten wechseln? Ja, ich verstehe nicht, warum ihr überhaupt so einem Typen Aufmerksamkeit gibt. Der kann weder Deutsch, ist theologisch stark, ist weder geistlich, ein sehr unangenehmer Gesprächspartner, hat null Anstand, null Ethik, null Moral, labert den ganzen Tag nur Quatsch. Ja. Praktiziert immer noch nicht mal seine eigene Religion und dann kommt er und will uns was uns was erzählen. Jetzt wurde der Hansi erwischt. Guck dir das mal an. Jetzt wurde der Hansi erwischt. Bei diesem Wahnsinn. Und jetzt auf einmal ist er natürlich in einer misslichen Lage. Siehst du, hätte sich nicht darauf eingelassen. Der Hansi ist sehr, sehr hochmütig. Sehr hochmütig. Er denkt, er hat so gegen jeden eine Chance. Der Ahmad Ex-Muslim ist doch Araber. Er weiß ganz genau, was der Islam ist. Er hat die ganzen islamischen Schriften noch auf Arabisch gelesen. Als würde der Hansi mit so einem Deutschen debattieren. Wie fertig muss ein Mensch nur sein wie Hansi? Du kannst ja nicht mit Ahmad Ex-Muslim da debattieren. Er wird dich zerbomben. Er ist doch Araber, der kann doch das lesen, was du ihm da zeigst. Hamdi, scroll nach oben und zeig uns und dann sehen wir, ob das Schia-Quelle ist. Ich zeig's dir. Warum packst du dein Handy zur Seite dann? Wie der sein Handy zur Seite packt, wo die ihm gesagt haben, zeig mal die Seite. Guck mal, wie der das nicht zeigen will.
Ist das ein Täuscher? Schande auf dich! Hörst du das, Hansi? Du... Er ist das Sheikh Ibn Taymiyyah erklärte, der bisschen Jahmiyyah. Verstehst du, erklärte? Nein, nein, mach dein Handy, aber mach dein Handy gerade. Lass uns alles sehen. Lass uns alles sehen. Mach dein Handy gerade. Wir wollen alles sehen. Moment. Er will sein Handy nicht mehr zeigen. Moment. Warum regst du so? Warum keiner von euch traut dich zu mir kommen? Wie die kleine Mädchen, aber noch. Jetzt legt ihr vom Thema. Ich habe euch also 1000 Mal begraben. Der hat uns 1000 Mal begraben. Habt ihr es gesehen? Seht ihr das Auffassungsvermögen von Hansi? Er hat uns 1000 Mal begraben. Aber dass der 1000-fach zerbombt wurde von allen, das hat er nie gesehen. Es ist das unglaublich, wie verrückt das Ganze schon ist. Allein jede Diskussion, die Hansi geführt hat, hat er alle verloren. Allein diese Diskussion mit Deborah, habt ihr ja gesehen. Wo sagst du, Jesus ist für die Sünde der Menschen gestorben? Ich werde heute Christ. Und dann siehst du auf einmal in Matthäus 26, 28, dass Jesus Christus sagt, dies ist der neue Bund, den ich mit allen abschließe und das ist mein Blut zur Vergebung der Sünden. Ja, da sagt er, nein, das sagt nicht Jesus, das sagt Matthäus. Ich kann nicht mehr mit sagen. Das ist nur noch, das ist eine Clownsbande da, das ist eine richtige Clownsbande. Das kann man auch nicht mehr ernst nehmen, ehrlich. Wer diese Leute nach vorne schickt, der hat die Realität zu seinem Leben verloren, ne? Der hat den Bezug zu seinem Leben verloren, ehrlich. Wer diese Leute empfiehlt, eine von diesen Dauermäusen. Ich musste ganz kurz. Urban Abu Ziege. Abu Ziegenmann. Gottes Segen, Martin, steig ins Auto ein. Ja, Amir, du hast das Lustigste verpasst gestern. Ich habe Hamdi im Live nochmal konfrontiert, heute. Und er hatte keine Ausreden mehr, weil ich war ja der es herausgefunden hat, dass das eine Shia-Website ist. Und zwar, da stand unter dem Kapitel, ich habe das heute mal live eingebildet, Widerlegung der wahhabitischen Sekten. Und ich kann dir das, also wenn du dir auch dieses Video auf YouTube anschaust und dann guckst, wo der das zeigt und Stopp machst, da steht Widerlegung der wahhabitischen Sekten. Kann man einfach Google Lens machen, ne? Google Lens, der zeigt dir das. Nein. Er hat selber die Seite auf Deutsch übersetzt und da kann man das lesen. Widerlegung der wahhabitischen Sekten. Ah. Selber, du siehst es auf Deutsch. Du siehst es, wenn du dir auf YouTube das Video anschaust, auf bekannte Ex-Muslime auf TikTok. Ja. Da, wenn du da auf den Punkt gehst und dann ganz langsam an der Stelle, wo er dann die Seite zeigt mit der Shia-Quelle, die Seite heißt 12imame.net und darunter ist eine Verlinkung auf die Quelle. Selber, selber Shia-Imam, ja. Genau. Ich war der es ja dann herausgefunden hat und zwar mit gleich gegoogelt hat. Und da steht wirklich, Wort für Wort, könnt ihr alle nachlesen, Widerlegung der wahhabitischen Sekten. Er selber nimmt Shia-Quellen. Genau. Und guck mal, und heute ist er offiziell raus. Ich habe ihn heute mit ihm konfrontiert. Er sagt, Ibn Taymiyyah wusste nicht, was er da schreibt, als er gesagt hat, Allah ist beschwert. Hört zu, hört genau zu. David, hör zu, bleib hier. Du bist buchstäblich ein Mensch. Verstehst du, der isst und geht kacken. Verstehst du? Dieses Sifatullah von Ibn Taymiyyah hat das nicht einmal verstanden. Hast du gehört? Ibn Taymiyyah hat es nicht einmal mal verstanden, was er da aufgeschrieben hat. Ein Dorftrottel aus Österreich sagt zu Ibn Taymiyyah, dass er es nicht verstanden hat. Schaut euch das mal bitte an. Der Typ hat ganze Selfie-Bewegung in die Wege geleitet. Das ist der Lehrer von Ibn Kathir und Ibn al-Raim. Und dann kommt Hansi und sagt, der hat das ja nicht mal verstanden. Ja. Ich werde diese komplette Debatte mit Erklärung hochladen, alles, dass die Leute auch verstehen, was Sache ist, was er da gemacht hat. Er ist offiziell raus aus dem Islam. Er hat eine schiitische Webseite benutzt, die Salafisten widerlegen, um Ibn Taymiyyah zu widerlegen. Wo sind denn die ganzen 2, 5 Leute, die jeden Tag mit ihm abhängen und sagen, Achi, das, was du getan hast, das war der allerletzte Haufen Müll. Wir können keine Gemeinschaft mehr mit dir haben. Guck mal, normalerweise was nicht. Normalerweise ist er raus. 100%. Zieh dich mal zurück mit diesen ganzen Debatten. Du machst nur Krater, verpasst du uns. Ja. Du kannst wieder Deutsch, blamierst uns die ganze Zeit und gibst den Leuten noch richtig Futter, dass sie uns auseinandernehmen. Sehr gut gemacht. Ja, für uns ist es natürlich sehr schön, dass sowas gemacht wird. Ja.
Aber ich habe noch den, ich habe noch den Hadith gezeigt, auch von deiner WhatsApp-Gruppe, die du hast, wo Allah sagt, er ist die Kaaba. Er hat gesagt, ich habe da gelogen, auch in der Debatte, die ist nicht authentisch, obwohl da drunter steht, die Überlieferungskette reicht bis zum Propheten durch und die Überlieferer sind stark. Natürlich, Sahih Maufu, das bedeutet, das kommt direkt von den Gefährten vom Propheten, das ist super, super authentisch. Ich weiß, ja, da hat er auch noch gesagt, wo der Mohammed sagt, dass er einen grünen Anzug anhatte und wolliges Haar und alles mögliche. Meinst du, die Leute, der Hansi, der denkt, die Leute sind behämmert und können das nicht nachprüfen? Gut, ich bin auf Arbeit. Vielen, vielen Dank, dass du mich hochgenommen hast. Gottes Segen, wartet auf mein Video, Leute. Da werde ich das einblenden, auch wo er danach, nach der Debatte sagt, Ibn Taymiyyah hatte keine Ahnung, was er da aufgeschrieben hat. Der hat seinen Islam verlassen gestern. Danke, Gottes Segen. Okay, verteilt das überall. Gottes Segen, schaut. Ja, heftig, ne? Das kommt davon, wenn man so hochmütig ist und dann immer Debatten will. Ja, dann bist du natürlich auf jemanden gestoßen, der Arabisch spricht, Arabisch lesen kann, der dir die Stirn locker bieten kann. Und ja, das kommt davon, Hansi. Das kommt davon. Und dann verpasst er dem Islam jeden Tag einen weiteren Krater. Ne? Aber ihr kennt ja das Sprichwort, Hochmut kommt vor dem Fall. Ne? Und das war so langsam, aber sicher der Fall, ne, von Hansi. Wie peinlich auch. Der hat Kinder und die Kinder müssen dann zusehen, wie sein Vater so Wahhabiten-Salafisten-Typ ist, so, ne? Der auf der Straße hingeht, so versucht Leuten irgendwie etwas über Islam zu predigen oder zu sagen und dabei selber überhaupt gar keine Ahnung hat, was der da redet, wie der lügt, was der dort erzählt, ne? Boah, wie heftig, ey. Mein Vater, der Salafist. Mit Schia-Quelle. Mein Vater, der Salafist. Heftig, ey. Oh mein Gott, ey. Ja, das ist das. Ist es haram, einen Salamander zu besitzen? Ja, Mohammed hat ja gesagt, alle Salamander und Gecko muss man erledigen. Warte mal, ich will mal weiter, was der Hansi hier weiter sagt. Dieser Hansi. Hansiate, der verrückt. Auseinandergenommen hier. Haben die Wind. Ja, das sieht man schon. Haben die. Ich wie das dem unangenehm ist. Ahmad begräbt dich jetzt. Was soll man noch machen? Haben die. Du hast denn doch mal gewusst, wo sind deine Verse? Was redest du für Blödsinn? Kennen wir die ganze Bibel auswendig? Natürlich musst du uns Verse geben. Ja, deswegen, du kannst sie nicht aus. Du kennst sie auch nicht im ganzen Was Ur. Für ein. Was für ein Argument! Ja, du kennst sie nicht aus! Ja, man kennt doch nicht die ganze Bibel auswendig. Das ist ein Typ. Boah, der Hansi, der ist heftig. Ja, das ist das jetzt. Wurde erwischt, das war ihm sehr unangenehm, merkt man. Hansi wurde gestern auseinandergenommen. Ja, heftig. Ja, das kommt davon, ne? Das kommt davon. Wenn man so hochmütig ist, ne? Das kommt davon. Jetzt darf er diese Packung schön schmecken. Na, schön schmecken mit Chia-Quelle. Und Ibn Taymiyyah hat keine Ahnung. Ibn Taymiyyah hat keine Ahnung und selber Chia-Quelle nehmen. Das musst du dir mal geben. Sehr gut gemacht, Hansi. Hansi, don't play with Hansi. Don't play with Hansi. Ich gehe mal kurz ein paar Sachen erledigen. Ich komme gleich wieder. Don't play with Hansi. Kann es sein, dass du dumm bist? Kann es sein. Das kann sein. Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ja, mit Houndi, das ist echt der Wahnsinn, ey. Ja, siehst du, das kommt davon, wenn man so hochmütig ist, ne? Und dann kriegt man natürlich auf die Fresse verbal, also geistlich gesehen. Auf den Mund, ja. Ich verstehe schon. Ich habe eine Frage zur Trinität. Ja. Mir kam neulich wieder Gedanken wegen der Dreieinigkeit, dass es ja komplett Wahnsinn ist, dass es ein, ja, wie soll man sagen, die ist ja überall um uns herum und wir sind auch dreieinig, genauso wie Gott ja dreieinig ist. Ja, sehr gut. Und da wollte ich fragen, der Herr Jesus, der kam ja als Mensch auf die Erde. Ja.
Teil des dreieinigen Gottes. Ja. Und wir Menschen sind ja auch dreieinig. Und wenn er ja auch 100% Mensch war, ist, wie ist es dann? Weißt du das? Wie, nochmal was? Na, wir Menschen sind ja dreieinig, genau wie Gott ja auch dreieinig ist. Und Jesus Christus ist ja Teil des dreieinigen Gottes. Und wenn er auf die Erde kam, ja, wie ist es dann? Da kam mir so Gedanken, hab ich überlegt. Ja, der Apostel Paulus sagt ja, die ganze Fülle der Gottheit lebte leibhaftig in ihm, ne? Kolosser 1, Vers 9 müsste das sein. Ich lese dir das mal vor. Ja, bitte. Warte. Ah, da war wieder schick. Kolosser 1, Vers 9. Genau, Kolosser 1, Vers 9, da steht, denn die gesamte Fülle der Gottheit lebte leibhaftig im Herrn Jesus Christus. Wenn das 1, Vers 9 ist oder 2, Vers 9? Guck mal, 1, Vers 9. Erstliche Weisheit damit. Nicht, dass das Ebenbild Gottes ist. Das Ebenbild Gottes ist. Ja, hier, das lesen wir zum Beispiel in Kolosser 1 ab Vers. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Damit alle Erste sein, denn es gefiel Gott. Also hier, siehst du, Kolosser 1, Vers 15 bis 18 und dann 19. Also 15 bis 19. Kolosser 1, Vers 15 bis 19. Ja, okay. Dann werde ich mir das mal durchlesen, alles klar. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Thron oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist es vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Amen. Wundervoll. Es gefiel Gott mit ihm, durch ihn mit sich selbst alles zu versöhnen, ne? Ja. Ja, das ist sehr interessant. Werde ich mir mal durchlesen, nochmal später. Nochmal verinnerlichen. Alles klar, Amir. Ich danke dir. Ja, genau. Und dann merkst du bitte noch Kolosser 2, Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Der Herr Jesus Christus repräsentiert den dreieinigen Gott auf Erden. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Gut, dann verstehe ich, ja. Alles klar. Okay, mein Lieber. Gott segne dich. Ja, Gott segne auch dich. Bis dann, ne? Ciao, ciao. Okay, bis dann, ciao. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Ah. Ja, wenn jemand zu euch kommt und sagt, Jesus sei nicht Gott, der ist ein absoluter Irrlehrer, ne? Absolut, den dürft ihr nicht grüßen und nicht aufnehmen, gar nichts. Weil er vertritt diese Lehre, ne? Innerhalb unseres Glaubens, innerhalb der Zugehörigkeit des Glaubens an Christus. Da sagt der erste Johannesbrief, müsste es sein, ne? Oder zweite Johannesbrief. Grüßt sie weder noch nimmt sie auf in eurem Haus. Und wie perfekt das immer auf die Zeugen Jehovas passt, ne? Die von Tür zu Tür klopfen, um dir eine falsche Irrlehre zu geben, ne? Verschließt eure Türen und macht ihn überhaupt nicht auf, ne? Grüßt ihr auch nicht. Ah, oh, Hansi ist da. Hansi macht mir wieder Kopfschmerzen. Hallo, Herr Käfer. Hallo, Herr Käfer. Hör mal, ich hab gehört, du hast... deswegen bin ich gekommen. Hast du geschaut, dein Stream gestern oder nicht? Sehr ehrlich. Ich bin gerade dabei, den zu gucken, aber was du gesehen habe, war schon schlimm, Hansi. Sehr, sehr schlimm. Okay, passt. Hast du gesehen, wie oft mir gestummt haben?
Ja, das machst du doch ständig auch und du fällst den Leuten. Nein, du warst nie bei mir. Ich kenne keine. Aber, ich sehe doch immer aber, eigenen Augen. Schau, ich bin gekommen, ich will was erklären, okay? Hörst du? Von Talbis al-Jahmiya, ich habe dein Buch. Der Typ hat euch gelogen, aber egal. Es kommt ein Video, wir sehen uns hier auseinandernehmen. Moment. Schau, ich bin gekommen, ich will mit dir wie ein Mann zu Mann reden, okay? Passt. Also, haben mich gestummt. Hat 5 Minuten ihm gegeben, 2 oder 3 Mal, und hat mir andauernd 5 Minuten weg und dann unten dazwischen redet. Wie willst du zu deinem Argument kommen? Ja klar, du kommst nicht zu deinem Argument. Hansi. Ich weiß, dass du nicht glaubst, das ist egal. Du hast dich blamiert, Hansi, und das weißt du auch ganz genau. Nicht schau, einmal, sondern 10, schau, deswegen abgehauen. Eine Frage abgehauen. Warum haut er ab? Hör zu, ich erkläre das nochmal. Er hat gesagt, dass Gott wird schwer. Die Gelehrte sagt, sogar in dem Buch, soll ich dir zeigen, mache Kamera. Unten gleich wird erklärt, Ibn Tamir sagte, es geht nicht auf den Körper, weil Allah Azza wa Jalla leise kamit lishai. Aber er lasst ihn nicht ausreden. Mit Imame, mit 12 ja, Imame. Bitte hör zu. Ich komme zu dir, weil ich höre, dass du willst hören. Lass mich doch ganz kurz mal was sagen, Hansi. Ihr Salafis, ihr sagt doch, wir sagen, dass Allah Körperteile hat, aber wie die Körperteile aussehen, darüber machen wir uns keine Gedanken. Richtig. Aber also, genau, wenn du sagst richtig, dann habe ich doch recht die ganze Zeit. Und was nochmal? Jetzt sag dir was nochmal, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe dich verstanden, du redest so komisch, du bist so weit vom Mikro. Nochmal bitte. Nein, ich hab doch gerade zu dir gesagt, ihr Salafis, ihr sagt zwar, Laysa Kamithli Shay, nicht so niemand gleich richtig. Allah. Aber er hat trotzdem richtig. Körperteile. Aber genau. Wie Allahs Hand aussieht, wie Allahs Fuß aussieht, darüber macht ihr euch nicht Gedanken. Richtig, genau richtig, total richtig. Das ist richtig. Hast du gesagt? Ja klar, das ist Salaf, das ist richtig, was steht im Koran? Ja, siehst du? Das steht im Koran und steht in Hadithe. Aber ja. Wir sagen nicht wie, zum Beispiel du hast Hand. Affe hat eine Hand, deine Hand ist nicht wie ein Affe. Und genauso Allah hörte, du hörst du auch. Aber Allah hört alles. Du hörst nur mich jetzt zum Beispiel. Ja, aber Hansi, aber Allah hat eine physische Hand, Hansi. Hör mal, nein, hat er nicht physische Hand. Leise, okay, das, Hansi. Zitiere nochmal den Vers auf Arabisch. Du hast das schon gesagt. Leise, Gamifli. Leise, Gamifli, Shay. Dann übersetzt das. Nicht zu niemandem gleicht Allah. Vielen Dank, danke schön. Da hast du selber geantwortet. Schau, ich habe ihm nur eine Frage geantwortet. Ich habe ihm geantwortet, haben mich attackiert alle, 7-1. Aber khair, kein Problem. Inshallah, möge Allah uns befestigen. Ich habe ihm nur eine Frage gefragt, ist weggerannt. Habt ihr das gemerkt? Nein, klar, ihr merkt das nicht. Ich habe ihm gesagt, warum dein Gott reicht deine kleine Ingel. In Psalm. Hansi, du hast eine Schierquelle angezeigt, Hansi. Ich erkläre dir. Okay, danke, dass du mir angesprochen hast. Nein, warte. Danke, dass du angesprochen hast, danke. Also, bist du bereit zu hören? Dankeschön. Er hat gesagt, wenn er gebracht diese von Ibn Taymiyyah. Na warte, lass uns erwachsen. Wallah. Also, hat gefragt über Taymiyyah, dann habe ich auf meine Handy eingetippt, weil ich kenne das auf Arabisch, habe ich geschickt, und dann ist gekommen eine Widerlegung von die Shia, der hat geglaubt, zitiert von dort. Wallahi, ich habe gescrollt und unten habe ich zitiert. Und dann, wenn er gesehen hat, wird eng, habe ich gesagt, hör mal, ich habe die geantwortet. Die haben dich erwischt. Nein, wallahi nicht. Oh, ich weiß bei Allah nicht. Aber egal, wenn die nicht glauben, sind meine Feinde, klar. Hansi, dann habe ich gescrollt alles unten. Aufgenommen, Hansi. Okay, nein, ich weiß, ich habe das auch aufgenommen, kann ich sagen. Warum machst du das? Weißt du, was ich warum stellst du dich so die Debatten, obwohl du selber keine Ahnung hast von deinem eigenen Glauben? Keine Ahnung, warum der rennt von mir weg? Warum hast du Angst denn von mir? Ich hab dein Buch. Schau dein Buch. Ja. Okay, Deutsch. Hast du gesehen? Englisch. Gestern habe ich Englisch geredet, Französisch geredet, Deutsch geredet gegen 7. Und die haben Angst. Siehst du das ist dein Buch. Habe ich das als PDF. Oh, mon amour. Tu parles français? Je parle français. Das ist das original Buch. Bien sûr, je parle français. Et parler italien, parler italien, comprendre. Ich kann auch Griechisch. Mach dir keinen Kopf, ich kann auch Griechisch. Schau her, dein Buch, Amir. Kennt ihr diese Leute, die so 2-3 Sätze auswendig lernen, dann sagen sie, ich kann die Sprache. Non, je parle français, bien sûr. Ja. Je parle bien le français. Bra. Bien sûr, tu parles français. Comment tu t'appelles, hein? Tu m'appelles Hamdi. Hör mal, ich kann wirklich Italienisch, Französisch, Englisch und Hebräisch. Siehst du, das ist der Buch, schau. Das ist der Buch. Aber sag nicht, dass du Griechisch kannst, Hansi, komm. Griechisch kann ich zitieren von der Bibel. Ja, aber gerade warst du, dass du Griechisch kannst. Jetzt kannst du noch ein bisschen.
Von der Bibel, habe ich dir gesagt. Von der Bibel. Ja, okay, dann blende mal bitte, gib mal bitte bei Google ein, griechische Texte, und dann will ich sehen, dass du diese Sprache übersetzen kannst. Mach mal bitte, Hansi. Nein, warte mal. Ich habe nicht behauptet, dass ich die Texte, aber ich kann Griechisch von der Bibel. Zum Beispiel, als Johannes. Okay, zitiere 1. Johannes 1,1. Nein, bleib schon. Bleib ehrlich jetzt. Bleib ehrlich. Aber Hansi, zitiere Johannes 1. Du sagst gerade zu den Leuten, dass du Griechisch kannst. Dann sagst du, ich kann Griechisch lesen. Und dann sage ich zu dir, hör mal. Nein, ich habe Wallah nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich kann auch ein bisschen Griechisch von der Bibel. Wortwörtlich. Französisch, perfekt. Du hast gesagt, lesen. Nein, Wallah. Okay, Leute, hat er gesagt, lesen. Hör mal. Nein, habe ich nicht gesagt. Hör zu, ich kann zum Beispiel Hansi, von der Bibel zitieren. Warte, Hansi, warte. Hat er gesagt, kann Griechisch lesen? Hat er das gesagt? Siehst du? Siehst du, Hansi? Hansi! Du bist der Beste! Ihr sind meine Feinde, die werden auf deiner Seite. Aber egal, keine Chance. Hör zu, dein Buch, lass mal, schau. Du bist auch herzlich willkommen bei mir. Wallah, ich lass dich reden, so viel du willst, wenn du zu mir kommst. Und debattier wie Mann zu Mann. Gestern waren die 7 Leute gegen mich, haben mich ausreden lassen und so weiter. So. Aber Alhamdulillah, ich habe das geschafft mit einer Fiat, er ist weggerannt. Ich habe gesagt, warum reitet Gott auf Engel deine Bibel? Ist weggerannt. Weg! Wallahi weg! Aber die sehen das nicht mehr. Gott reitet auf einen Esel. Aber hör zu, Amir. Ich nehme an, du bist auf einen Engel. Auf einen Engel. In der Bibel steht, Gott reitet auf einen Engel. In deiner Bibel. Und das ist weggerannt. Aber egal. Die sagen mit der. Ja, in deiner Bibel. Und sogar ein kleiner Engel, ein Cherubi. Wallah, er reitet auf ein Cherubi. Du bist schockiert, gell? Hast du schon mal den Tafsir von Ibn Kathir dazu gelesen, in Sure 17, Vers 1, dass der Engel Gabriel keine Chance hatte gegen Al-Burak? Hör mal. Al-Burak ist in deiner Bibel. Blamier dich nicht jetzt mit Hamdi. Nein, Jibril hatte keine Chance, weil Engel Gabriel mit 1 Million PS geflogen ist. Nein. Komm, mach mich gleich kurz. Bitte lach mal ein bisschen zusammen, okay? Erklär mir das, wann du wirklich... Ich erklär dir das, okay? Danach. Aber erklär mir das bitte. Wie kann das sein, dass deine... dieser Jibril keine Chance Kannst du mich nicht ablenken? Ablenken, du Angsthase. Mach mich groß. Ablenken. Okay, mach mich groß. Mach mich groß. Okay, schau. Hör mal, kannst du mir. Was ist so deppert? Schau, er neigt zu Himmel und fuhr da herab. In dunkel seine Füße. Schau, er führt auf Kerub. Weißt du, was ist das? Deine Gurt fliegt und auf eine kleine Igel. Er fuhr auf den Kerub und flog umher und schwebte auf den Fittichen des Windes. Ja, wer? Von wem spricht denn der Gott? Reiß einfach ein Vers aus dem Kontext. Dein Gott, das ist heute Samuel und Psalm aufstehen. Klick mal bitte da drauf auf 2. Samuel 22,11. Oh, okay, warte mal. 2. Samuel. Wallah, dein Gott, ich schwör's, Wallah. 2. Samuel. Bleib mal mit dem Handy, geh nicht wieder weg. Ich bin da, ich stehe. Nein, ich bin da. Wallah, ich bin da. Oksumbillah. Kennst du diese nicht? Das ist schon aber für dich. Warte mal, du bist gut drauf. Warte, 2. Samuel, was habe ich gesagt? 2. Samuel, was? 2. Samuel 2,11 war das, glaube ich, ne? Da. Seit Samuel. Genau. 22,11. Genau. Okay. 2. Samuel. 22,11. Schau her. Entschuldigung. Schau her. In meiner Not rief ich dann her. Okay, kein Problem. In meiner Not rief ich dann her und rief zu meinem Gott. Aus seinem Heiligtum hörte er meinen Ruf. Meine Herr schreien daran seine Ohren. Da wankte und schwankte die Erde, die Grund des Himmels Erbe. Wankte, denn sein Zorn ist Abam. Rauch steigt aus seiner Nase, ist ein Dinosaurier, der Gott werde, aus seiner Nase und seinen Mund kam verzehrende Feuer. Glühende Kohle spritzte an ihm. Ja. Er neigt den Himmel und führt auf eine Kerub. Das ist dein Gott, fliegt auf eine Kerub. Siehst du?
Amir, deswegen haben wir nicht ausreden lassen, weil haben die gewusst, ich nehme ihn auseinander. Nancy, bitte. Deswegen bitte, haben mich gekickt. Nancy, bitte. Amir, sag, sag. Was dich schockiert jetzt, oder? Nancy, bitte. Nancy, bitte. Du lachst gerade über deinen eigenen Gott. Du lachst gerade über deinen eigenen Gott, der nicht meine Nachricht. Du bist schockiert. Amir, sag, sag, sag. Hamdi, tut mir leid, ich bin schockiert. Sag das, bitte. Ich bin überhaupt sag nicht. Du hast gar keine Ahnung von der Bibel und Bildsprache und Metapher. Ja, ja. Du denkst, dass Gott so auf einen Engel geflogen ist. Dabei hat dein Gott ja war nicht mal in der Lage, den Engel Gabriel, diesen Jibril, auf der gleichen Höhe wie Al-Burak fliegen zu lassen. Nein, nein, nicht ablenken, nicht ablenken, nicht ablenken. Nicht ablenken, nicht ablenken. Nicht ablenken, hör zu, deine Gott. Ja. Hör zu, dein Gott sogar, dein Gott, ja, wie ein Dinosaurier sogar. Na, Dinosaurier, sogar. Ja, so. Aber, dass der Allah, dir, aber dass der Allah die Erde auf dem Rücken eines Wales draufhängt, ist das nicht. Das ist Australien, Ibn Kathir, siehst du? Das ist wieder keine Metapher, ne? Israel ist Ibn Kathir. Es ist Ibn Kathir. Weißt du, von wem überliefert ist? Okay, dann sag uns okay, mal, darf ich reden? Darf ich reden? Okay, okay, das hat erzählt. Okay, da hat erzählt, warte mal. Da hat erzählt, Ka'b al-Ahbar. Ka'b al-Ahbar ist eine Jude, hat Islam angenommen, hat zu viele Geschichten mitgenommen von Judentum und hat das, du findest das ein Hadith, nicht Hadith, ein Tafsir. Ich weiß bei Allah. Aber, was ist jetzt nicht was noch? Nun, in Sura 68, Vers 1, wer ist nun? Ja, der sagt, hör mal, der sagt nun, ich antworte, der sagt nun, das ist der Hut, das ist eine Fisch. Aber das stimmt nicht. Der sagt nun, والقلم وما يسطرون, das hat nichts zu tun mit dem Fisch. Glaub mir. Natürlich, natürlich. Ibn Abbas ist ein Idiot, Hansi, ist Ibn Abbas ein Idiot? Nein, 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 Ibn Abbas ist kein Idiot, nein. Ja, siehst du, der Ibn Abbas sagt, dass Allah damit meinte, dass er die Erde auf dem Rücken eines Wales hat. Ist das jetzt metaphorisch gemacht oder ist das wortwörtlich? Richtig, schau, nein, nicht wortwörtlich und nicht metaphorisch. Ibn Abbas hat das von Ka'b al-Ahbar, was ich gesagt habe. Okay, die anderen haben das auch von Ka'b al-Ahbar. fliegt auf eine Kirub, steht in deiner Bibel, aber. Ist wieder ab, steht da. Nein, ich liege nicht ab, ich rede mit dir ganz normal. Kannst du mir erklären, wie kann dein Gott. Ah, ja, gut. Kannst du mir erklären, wie kann Gott badet seine Fuß im Blut? Ja, das ist ja metaphorisch gemeint. Amir, Amir, warte mal, warum lachst du denn? Alles ist für dich wortwörtlich gemeint. Also ist das auch für dich wortwörtlich gemeint, wenn 8 Engel den Thron von Allah tragen? Ja, das ist nicht metaphorisch. Nein, das ist nicht metaphorisch. Ah, siehst du, als Allah auf dem Rennstuhl? Ja, ich bin nicht wie euch. Was will ihr denn mit diesem Arsch? Al Arsch ist der Welle. Ja, was will ihr denn mit einem Stuhl? Ein Stuhl ist dafür da, dass man sich da drauf sitzt. Sitzt Allah auf dem Stuhl? Okay, okay. Allah al Arsch ist der Welle. Die sagen das. Allah al Arsch, du hast das vorher gesagt auf Arabisch auch. Allah al Arsch ist der Welle bedeutet was? Bedeutet, das emporgehoben. Aber deswegen, wenn du mir ausreden lassen wie jetzt, kann ich dir antworten. Also, aber gestern haben mich nur gestummt. Ich hab den gedacht. Haben die, wofür ist ein Stuhl da? Ein Stuhl, nicht zum Sitzen, weil wir haben gesagt, was hast du gesagt? Schön, leise Kemetli, was? Schei. Und ich sah zwischen, hör zu, da, da, deine Gott, deine Gott. Dein Gott. Hansi, bitte, okay. Hansi. Warte mal. Und ich sah zwischen dem Thron und dem, ich erkläre dir das, Wallah. Und ich sah, das ist in deiner Bibel sogar. Und ich sah zwischen dem Thron, vier Lebewesen und Mitte, ein alter Stand Lammes. Es sieht aus wie Geschlachtete, hatte 7 Horne und 7 Augen. Wie kennt denn Gott hat 7 Augen und 7 Hörner? Das ist Jesus. Das ist doch nicht der Gott, wie? Mann. Ey, willst du mich verarschen? Das steht, wer ist das Lamm? Wer ist das Lamm? Wer ist das Lamm? Ja, aber doch nicht der, okay. Der Herr Jesus Christus wird als Metapher, als Lamm repräsentiert, Mann. Okay. Weil er das Lamm Gottes alles, ist. Alles, okay, alles gut. Alles Metapher, alles stimmt nicht. Alles angeblich, alles es wahrscheinlich. Das ist doch Bildsprache, Hansi. Du kannst doch nicht wortwörtlich nehmen, dass der Herr Jesus so ein Lamm ist, so ein Lämmchen. Na. Kein Wunder, dass du so ein alter Mann bist, der nur Quatsch macht. Du verlegst dein Gott schon, du verlegst dein Gott, bist du. Der macht alles hier, du ist bist verrückt, wortwörtlich ein Lamm. Das war alles ist metaphorik, alles stimmt nicht. Du kannst ja nicht alles, wo, alles Dings nehmen, Hansi, wie du das sagst, so wortwörtlich. Okay.
Aber also, hast du recht. Ja, ja, okay, hast du recht. Okay, ich sag dir jetzt was. Jetzt habe ich dir das gesagt, wenn wir das Wort wirklich nehmen, Hansi, guck mal. Wenn wir das Wort wirklich nehmen, dann schau, heißt das ja, ihr seid, erklär mir das, Emir, erklär mir das bitte. Wenn er einen Thron hat, wie ihr sagt, okay. Aber da sagen die anderen Sekten, sagen, nein, nein, damit ist seine Macht gemeint. Ja, vergiss es, Ahmed, vergiss es. Diese Ahmed, du weißt du ganz genau, die haben ihn sogar Sünd-Teppel. Es gibt auch andere Sekten, schau, die sagen. Ich weiß, Al-Ahmed, Jesaja 19,1. Sieh, der Herr reitet auf eine schnelle Wolke, dein Gott. Reiter auf schneller Wolke. Metaphorik? Ja, aber kein Problem. Kannst doch nicht Metaphorik? Würde ich das sehen. Danke. Damit sind danke. Bildsprachen dann, gemeint, Hansi. Wenn er sagt, okay, ich komme der Heilige. Kannst du mal bitte okay. Markus 14,61 zitieren? Moment, Wallah, geh ich dort. Wallah, Wallah. Schau, der Heilige Kirill sagte, die Wolke ist Maria. Dein Gott reitet Maria. Ja, aber das. Nein, Mann. Du kommst jetzt nicht zwischen. Das ist genauso. Das ist genauso, als würde ich die Achbarsch gegen dich verwenden. Würdest du das akzeptieren? Kirill ist ein großer Geriatrik, bitte. Aber siehst du, er reitet auf Maria. Was machen wir jetzt? Ja, und die Achbarsch-Leute sind auch sehr große Gelehrte für dich. Nein. Sehr große nicht, Gelehrte. Ja gut, dann okay, darf ich Achbarsch Markus, für dich hier Markus, quälen. Geh mal Markus, hast du gesagt Markus. Markus 14, 61 und 62. Da kannst du mal sehen, okay. Was der Herr Jesus Christus meint. Der meint nämlich, dass er der Herr ist, der auf Wolken kommen wird. Und das ist eine Metapher auf ihn bezogen. Und, ja, Herr, Markus, und dann bitte, zerriss Markus? Auch der Hohepriester sein Kleid, okay. weil der Herr Jesus Christus behauptet hat, Gott ja, wir selber sind. Er ist der Hohepriester. 14. Sehr gut. Darf ich lesen deinen Vers? Wo ist der Markus 14, was? Markus 14, 61 und 62. Okay, bitte einen Moment. Also, da sagte er, er aber schwiegte und gab ihm keine Antwort. Da wandert sich zum Hohepriester nochmal an ihm und fragte, bist du der Messias, der Sohn der Höchste, der Höchstgelobte? Jesus sagte, ich bin es. Und ich passe. Und ich werde den Menschensohn zu Rechten der Macht sitzen. Und ihr werdet diesmal richtig, Hansi, komm, ich bitte dich, ein bisschen Konzentration. Okay. Voilà. Na, schau her, das ist meine Einheitübersetzung, vielleicht passt die nicht. Ich kann die andere. Nein, du sollst nicht. Okay, kein Problem, schon. Komm, gib dir mal ein bisschen Mühe. Okay. Ah, okay, willst du das Französisch? Sicher Französisch? Okay, Eladie. Hör auf mit Französisch, Hansi. Okay, warte mal. Aber er schwiegte und gab keine Antwort. Da wandte sich der Hohepriester nochmal an ihm und fragte, bist du der Messias, der Sohn der Höchste Gelobte? Jesus Sohn sagte, ich bin... Gelobt, Entschuldigung, verzeih mir. Ich bin es und ihr werdet den Menschensohn zum Rechte der Macht sitzen und mit den Volken den Himmel kommen sehen. Amen. Okay. Wir, Amen. Was ist darauf Amen. Bezogen, mein Lieber? Amen. Sitzte Jesus auf der rechten Hand der Gottes, oder? Nein, wenn der Herr Jesus Christus sagt, er sitzt zur rechten Gottes, heißt das nicht wortwörtlich, dass er mit so seinen Hintern neben Gott sitzt? Alles wortwörtlich. Zum Beispiel der Ibn Taymiyyah, Hansi, ganz kurz, okay. Der Ibn Taymiyyah sagt, dass... Nein, bleib mal hier. Ist das Metaphorik? Beruhig dich mal. Ist das Wort wirklich zu verstehen, als Ibn Taymiyyah sagte, dass der Mohammed neben Allah sitzen wird auf dem Thron? Nein, klar nicht. Siehst du, warum machst du das mit der Bibel? Dankeschön. Lass mich ausreden. Danke. Hier, nicht Mohammed, sondern ist ein Gott. Jesus ist ein Gott. Ja, Mohammed ist kein Gott. Das meine ich doch zu dir. Aber warum ist Metaphorik? Aber dann, das macht ihn auf die gleiche Stufe wie wer? Wie Allah, richtig? Nein, das stimmt nicht. Es ist Metaphorik, hast du recht. Aber hier ist nicht Metaphorik, hier buchstäblich. Hansi, wenn du sagst, du sitzt so neben dem rechten Gottes, das sind Bildsprachen, die benutzt werden. Geh mal zu einem Jungen. Okay, das heißt, Jesus ist nicht Gott? Die sagen, okay, das heißt, Jesus ist nicht Gott? Gleich. Doch. Guck mal jetzt die Reaktion des Hohepriesters. Warum hat der Hohepriester sein Kleid zerrissen, Hansi? Ja, die Hohepriester zerreißen immer ihrem Kleid, sowieso. Schau, da zerrissen der Hohepriester seine Gewandung. So wozu brauchen wir noch Zeug? Das kann sich keiner vorstellen. Habt ihr das gehört? Hohepriester zerreißt immer seine Kleider. Guck mal, was der Typ sagt. Und das ist ein 50-jähriger Mann. Das ist unglaublich. Hansi, guck mal bitte die Reaktion des Hohepriesters. Wer stimmt mich mal? Ja, wer stimmt mich mir? Ich wollte nur ganz kurz den Leuten sagen, was du da von dir gibst. Das ist so krank. Ey. Okay. Beantworte uns einmal die Frage: Warum hat der Hohepriester sein Kleid zerrissen und den Herrn Jesus Christus? Nein, ich will antworten, aber du hast mir gestimmt. Der zerriss der Hohepriester seine Gewand und rief: Wozu brauchen wir noch Zeuge? Okay? Oh. Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Und sie fällten in Stimmung
das Urteil. Da Meinst ist schuldig bitte? Und muss sterben. Weißt du, dass die Hörpriester, die versuchen immer und wieder ihm in einer Falle und andauern wollen ihn besteinigen. Und Daniels korrigiert denn. Ich sagte, hör mal, ich habe nicht gesagt, ich bin Gott. Ich habe gesagt, Hansi, nur der Sohn Gottes. Aber egal, da gehen wir dort. Hansi, was bedeutet das, auf Wolken kommend? Auf Wolken kommen? Da. Kannst du mal da, bitte Daniel Kapitel 7, Vers 14 aufschlagen für uns? Ah, ist gut, wir gehen dort. Wallah, ich gehe mit dir dort. Das ist der Wolke gekommen in Jesaja. Zitiert davon Jesaja 19,1. Momentan. Bitte Daniel 7, ich gehe. Ich gehe, Daniel. Ich gehe. Ich kenne deine Bibel. So Gott das weiß. Hier ist gemeint mit. Okay. Hier in Bezug auf Jesus. Okay. Sieh, der Herr reitet auf einer Wolke. Kein Problem. Hier, der Kirchenvater Kirol sagte, dass Maria wird gerichtet. Mich interessiert kein Kirchenvater, bleib bei der Bibel. Ja, ich weiß, du bist eine Murtad. Ein Murtad, genau. Genauso wie du auch ein Murtad. Du machst den Takfir aller Kirchenvater. Ich mach nur Takfir auf Daniel. Dich und dein Bart. Kirchenvater, Takfiri. Takfiri, Kirchenvater. Mach nur Takfiri auf dich und dein Bart, den du blond machen musst. Warte mal. Ja, da weißt du schon, meine Bart ist braun, genau wie du. Aber du hast Bart. Genau, das ist wieder, Leute. Wir sind alle behindert in der Gegend. Wir sind alle Farben. Sambele ist braun. Soll ich dir zeigen? Hände? Die sehen Hansi. Hansi, mach mal, zeig mir bitte dein Bild. Alle wollen sehen, ob das braun ist. Geh jetzt ganz nah an dein Bart. Bitte zeig braun. Warte mal, ich schaue nicht gut aus jetzt. Daniel, was? Was schaust du denn mal gut aus? Ja, ich meine immer gut aus. Hörst du, Daniel, wo? Daniel, wo? Ich schaue immer gut aus, sagt er. Ich schaue immer cool aus. Hör mal, die Cover gut. Wo ist Daniel? Daniel, Daniel, wo, Daniel? Daniel, Kapitel 7, Vers 14. Guck mal, worauf der Herr Jesus Christus Bezug nimmt. Und der Hohepriester hat genau weiß. Verstanden, welchen Titel er gerade für sich beansprucht, nämlich Yahweh selber zu sein. Ja, ja. Ja, ja, alles, was du sagen kannst, ist Yahya und alle Hohepriester zerreißen Kleider. Ich hab die, ich hab die jetzt mit auseinandergenommen. Du hast dir da mal gewusst, alles Metaphorik. Schau her. Hansi, ich kenne diese ganzen Sachen. Also bitte. Okay, darf ich bitte lesen für dich? Okay. Ja, diesmal. Schau, deswegen debattierst du mich nicht, weil du wirst jetzt begraben. Nein, ich bin doch hier, ich debattiere dich immer. Okay. Auch an andere Tiere werden die Herrschaft genommen, da lösen sie dann man ihm das Leben bis zum Daniel, gell? 7, bis zu seiner bestimmten Frist, okay? Immer noch hatte ich die nächtliche Vision. Nächtliche Visionen. Da kam mit der Wolke des Himmels. Eine, da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. Er gelangt. Okay, sehr gut. Ja, siehst du? Okay, Moment, bitte. Bleib brav, okay? Wie bleib ein Menschensohn. Okay, aber Jesus ist der Menschensohn. Warum wir? Er ist der Knockout. Genau, er nimmt Bezug Warte, okay, warte. Der Knockout kommt. Er langte bis zum Hochbegabten. Wer ist der Hochbegabte? Hansi, bitte. Allah, ja, du bist so dumm, Amir. Allah ist das ist Allah. Ja, Gott, Yahweh. Bis zum Hochbegabten. Yahweh. Also, Yahweh. Was macht Jesus Christus? Okay. Also, was er gelangt bis zum den Hochbegabten und wird von ihm geführt. Deine Jesus wird geführt von Hochbegabten. Amir, ich habe dich wieder auseinandergenommen. Wenn der Heilige Geist in den Händen führt, dann Amir, heißt es doch nicht, dass er nicht Gott selber ist. Du siehst doch, dass er darauf Bezug nimmt, auf Wolken zu kommen. Sehr gut. Dankeschön. Dein Menschensohn ist Jesus, oder? Jetzt verstehst du auch die Reaktion des Hohepriesters, als er das Kleid zerriss und ihn anklagte wegen Gotteslästerung. Das lässt du aus. Ich erkläre dir. Du brauchst mir nichts zu erklären. Du kannst dir nicht meine Schrift erklären. Nein, überhaupt nicht. Wenn ich dir deine Schrift erkläre, erkläre ich dir das anhand des Tafsils. Okay, alles gut. Okay. Das Einzige, alles was ich mache, ist Ich bin okay. Ja, weil ich bin jetzt gerade dich zu begraben, deswegen, weißt du? Du hast noch niemals jemanden begraben, auch nicht mal diese Frau, diese Deborah hast du begraben. Deborah, deswegen auf sie weg, Deborah. Du musst in die Hölle fahren, Hansi, weil du von einer Frau getötet wurdest. Ja, aber hör mal, wann du bekommst du ein Video, wo geschnitten ist? Das ist was anderes, Hansi, aber. Ich hab's gesehen, Hansi, komm, es ist Nein, ich nehme den auseinander. Links aber, auf deinen Bart bekommen, links auf deinen Kopf bekommen und jetzt auf einmal, du bist immer noch. Nein. Schau, Emil, schau, du kennst. Emil, immer noch am Emil, du kennst mich schon, warte mal, du kannst. Ja klar, weil ich begrabe, ich hab dich jetzt begraben, du spürst das nicht. Siehst du, Hansi hat schon wieder irgendjemand begraben. Guck dir das mal bitte an.
Seht ihr das ja, auch? Klar, das ja, klar. Von ihnen? Dimension Zone, schau, Dimension Zone. Alle sind am Begraben. Okay, Dimension Zone. Selbst Even Taimi hat keine Ahnung. Amir, nein, ich habe eine Taimi über deinen Kopf und meinen Kopf. Hörst du? Dimension Zone, schau Dimension Zone. Du hast gesagt, dass wie wäre, bitte, warte mal. Du hast gesagt, Daniel, Menschen Sohn ist Jesus. Hör zu und lerne. Wie wäre eine Menschen gerecht vor Gott? Wie wäre rein davon Weib geboren? Sie selber, der Mund glänzt nicht. Die Sterne sind nicht rein in seine Augen. Geschweige dein Mensch, der Maden, dein Menschensohn, ein Wurm. Dein Jesus ist ein Wurm. Du musst ablehnen das. Ja, aber das sagt er doch auch. 25. Ich bin wie ein Wurm in Psalm 22, hat sie. Er bezeichnet sich selber als ein Wurm, der ganz sich klein gemacht hat. Ganz nicht das, was du niemals verstehst. Was der Allah deswegen sagt der Allah einmal in Sure 6, Vers 1, hast du recht. Wie sollte ich einen Sohn haben, wo ich doch keine Gefährtin habe? Also der denkt so, ich erkläre dir das. Aber du hast recht, das stimmt. 39, Vers 4, es ist für ihn kein Problem, sich ein Kind zu machen, wenn er das will. Ich erkläre dir das. Wallah, ich erkläre dir das. Amir. Nein, ich erkläre dir das. Wallah, das ist ganz einfach, aber egal. 22,7, du hast super zitiert. Du hast super zitiert, das stimmt. Das betrifft Jesus, wie eine Mur. Perfekt. Ich respektiere dein Wissen, aber schau jetzt deinen Knockout. Aber ich bin ein Wurm und kein Mensch, vernachlässigt und verachtet alles an Gemeinde Reptilien. Eine Schande an Menschen und verachtet. Ist das Gott, Amir? Ja, ist das du betest einen Wurm, Amir. Nee, du betest einen Wurm. Du Schienbein an, siehst du, Hansi? Ein Schienbein an Hansi, siehst du? Amir, siehst du, was du mit mir selber auf sich eine Metapher macht und sagt, ich bin wie ein Wurm. Alles Metapher. Alles Metapher. Okay, Hansi, betest du Allahs Bein an oder betest du ihn an? Hör mal. Na, antworte mal, betest du Allahs Bein an oder ihn? Okay, Amir, bist du bereit, zu mir zu verantworten? Zu verhören? Ich antworte, ich bin dabei. Sei nicht wie gestern, waren die ungerecht, okay? Allah, Beine heißt auf Arabisch Saq. Du gehst zu Ibn Kathir Tafsir. Moment bitte, Moment. Du gehst zu Tafsir Ibn Kathir, es steht Wallahi dort. Und wenn ich lüge gehe, es steht dort, der Erschwernis. Sehr schweren Tag, steht dort, der Erschwernis der Zeit. Weil die Umgebung ist sehr schwer. Ja, hörst du, es werde seine. Zeig Allah sein Bein. Hör mal, steht im Koran, du hast recht. Ich antworte. Nicht weglaufen. Mit mir, ich bin kein kleines Kind, kannst du mit mir nicht machen. Aber man merkt, dass du ein sehr, sehr kleines Kind bist. Antworte. Ja, ich lache gerne. Ich lache. I smile. Je rire, bien sûr. Hör zu. Steht dort Allah plus seine Zaq. Gehst du Ibn Kathir, lest du, übersetzt, Hamdi, du hast recht. Stimmt, sag bitte, Moment. Moment, weil du übersetzt auf deutsche Klasse. Wie Sa'id, übersetzt das Happy. Nein, heißt nicht Happy, heißt Sa'id. Stimmt, sag, du gehst Ibn Kathir, stimmt. Kannst du mal Deutsch reden und langsam? Ich verstehe kein Wort an sich. Okay, ja, okay, Entschuldigung. Meine Fresse, ey. Ich muss mal ein Wort verstehen, was der da sagt, ey. Okay, passt. Ibn Kathir, gehst du Ibn Kathir, was bedeutet dieser Vers? Jaume Ex-Schwanzer. Steht dort, das ist die Erschwernis, der Tag. Was hast du gesagt, Schwanzer? Ansaq. Saq, ihr übersetzt auf dem Fuß, aber steht nicht Fuß. Saq. Schwanzer. Nein, Audhu Billah. Nein. In Psalm steht, dein Gott hat Schwänze. Yukshifun Ansaq. Ja, weiter. Yaume Yakshifu Ansaq. Ibn Kathir sagte. Okay, was bedeutet das am Tag, wo die Beine entblößt werden, richtig? Nein, das ist das Problem, weil du übersetzt das buchstäblich. Hansi, bist du bereit? Bitte jetzt Sahih Bukhari 491 aufzuschlagen. Mach okay, das Moment. Wallahi, ich gehe dort. Wallahi, ich gehe. Wallahi, du hast Angst. Wallahi, ich sage, du bist ein Käfer und hast Angst. Lass mich. Wallahi, ich sage, du hast Angst. Du bist ein Käfer und hast Angst. Warte mal. Ibn Kathir sagte, As-Saq, okay, wie bedeutet das? Gucken wir, was Mohammed sagt, bitte. Warte mal, ja, ich gehe dort. Ich gehe dort, Wallah, ich gehe dort. Ibn Kathir sagt, du hast mich gefragt über Sura, lass mich erklären dann. Ja, das wird doch dort erklärt, in Sahih Bukhari. Ibn Kathir sagte, ich antworte. Ibn Kathir sagte, aber schauen. Schau, bitte. Jetzt geht er wieder zur Bibel. Das ist Gott. Nein, der Gott in Bibel, Gott im Koran. Da sage ich wenn dir. Wenn er die Vergeltung sieht, freut er sich gerecht. Er badet seine Fuß im Blut. Ja, dein Gott badet seine Fuß im Blut. Ja. Da, Absalom. Und was machst du jetzt?
Ja, was ist denn jetzt? Das ist das Problem. Der Herr Jesus Christus wird Gericht halten über diese gottlose Welt. Wo ist das Problem? Er badet seine Fuß im Blut? Metaphorisch gesehen wird alles im Blut hier gebadet werden. Ja, wo ist das Problem? Okay, okay. Alles metaphorisch. Dann lacht er einfach. Dann was ist denn mit deinem Gott? Ja, okay, Amir, check, dass du die ganze Zeit metaphorisch. Okay, jetzt kannst du bitte mal aufsteigen, Sahih Bukhari 4919, und dann wird uns das erklärt. Mal gucken, ob das genauso passt, wie du sagst. Okay. Aber ich muss dir auch zeigen. 4919, Bukhari 4919. Aber hör mal, ich muss das auch dir zeigen, was er gesagt hat. Ruhe und mach mal auf. Ja, ich bin hier dabei, ich bin dabei. Ich muss. Yo, warte mal, bitte, Dakika, bleib da, gell? Ich muss auch zeigen, Ibn Kathir, was er gesagt hat, gell? Ja. Also. Ah, jetzt auf einmal hat Ibn Kathir wieder recht, ne? Nein, klar, schau, Emir, du weißt es schon, weil du bist jetzt. Alles passt nur dann, wenn du das möchtest, ne? Okay, bist du fertig? Okay. Du weißt ganz genau, du beschäftigst dich mit. Das ist der Kontext. Ich bin dabei, Wallah, ich bin dabei. Nein, ich lass nichts treffen. Das ist der Ibn Kathir, Ayah 42. Ich lese gerade. Du hast gesagt, Ibn Kathir. Ich will dir erklären. Du weißt du ganz genau. Dass ich möchte kein Ibn Kathir. Wer ist denn besser, Muhammad oder Ibn Kathir? Muhammad, alaihi salam. Ibn Kathir überliefert falsch und richtig. Okay, warte mal. Muhammad ist falsch und richtig? Nein, Muhammad, alaihi salam, ist falsch. Richtig und über den Kopf. Hast du gerade gesagt, Muhammad ist falsch und richtig, hast du gerade gesagt? Nein, verdrehen nicht die Worte wie gestern. Weißt du, der war nicht... Weißt du? Nee, ich höre dich schon richtig, Hansi, ne? Nein, Wallah, kannst du mal bitte jetzt aufmachen? Ich suche auf Arabisch. Glaubst du, ich suche eure Sonne.com von Juden? Aber da ist doch der arabische Text. Ja, deswegen, ich lese das davor. Siehst du, wie der sich schämt? Mach mal, zeig uns das mal bitte, Hansi. Ach, da, Wallah, da. Wallah, da. Warum soll ich dir lügen? Da, das ist Arabisch. Da, hör, ganze, das ist meine Erklärung. Ich gehe durch Al-Saniye. Das weißt du schon, Dura Sani. Ja, genau, da habe ich doch auch Ibn Taymiyyahs Aussage her, und das ist Sahih Maufu. Ja, das ist Sahih, ja klar, Ibn Sa'id Khudri, Sahih Bukhari. Das ist keine Frage. Ich verleugne das überhaupt nicht. Das ist das ganze Tafsir, verstehst du? Daher. Hansi, ja, warte mal, ich lese dir. Hansi, du kannst da jetzt nicht die ganzen Texte vorlesen. Geh mal bitte zu Sahih. Nein, ich werde das nicht machen. Ich suche, wo dann sagt. Du bist doch ein Lehrer, du kannst doch ein Hadith erklären, in Sahih Bukhari 401. Ja, du Lehrer, du. Ich lehre dich gerade. Du bist ja selbst dabei, irgendwelche Seiten aufzustanden und nachzuschauen. Okay. Ali, kannst du mal bitte Sahih Bukhari 401 und zeigen? Ich bin Eda. Da. Yakshif Rabbuna an Saqih. Übersetzt das bitte. Da, hast du ja recht. Übersetzt das bitte. Ja, ich hab nicht. Hör mal, ich hab. Was hab ich? Amir, du was weißt du ganz genau. Hab recht? Ja, klar, du hast recht. Das steht hier dort im Hadith. Warum sollst du lügen? Ich verleugne dich nicht. Warum sollst du. Du hast nicht gelogen, das steht dort. Aber Amir, Moment. Er ist so arm. Hör zu. Du weißt du ganz genau, du bist Schiite, oder? Und bei Schia zum Beispiel, sag mal Iraner, wenn du sagst deine Wort, wenn du das übersetzt, klar wird verloren gehen. Du, wir müssen erklären. Achso, Yakshifu Rabbun Ansa, was hast du gesagt vorher? Amir, wo ist der Typ? Hallo? Was hast du gesagt vorher? Du hast zitiert, schon seine Fresse. Du hast keine Empfang und deine Fresse schaut wie ein Dämon. Das ist so dämpfer. Skoverbohr, wo ist der? Ich glaube, ich bin in einem Tunnel. Ja, und wo bist du? Skoverbohr, du warst weg. Hörst du mich? Skoverbohr, bist du da? Hörst du mich? Ich höre dich nicht. Ich bin da, Hansi. Hallo? Ich höre dich nicht. Warum bist du, warst du weg? Hallo? Ja, hallo. Amir, wenn du mich hörst, holst mich wieder, bitte. Und sag deine Chats so nicht beleidigen.
1. Heftig, ne? Da sagt er, ja, na, Ibn Kathir sagt das aber anders. Da sage ich, ja, Mohammed sagt das doch genauso. Dass der Allah sein Schienbein zeigen wird. Also ist das ein physisches Schienbein. Wo ist der hingegangen, der Hansi? Aber Gott sei Dank habt ihr das gezeigt. Und der hat sogar noch gesagt, Ami hat recht, ja, Ami hat recht. Ami hat recht, das wollte ich nur hören. Ist das heftig? Ja, für alle, seht ihr? Allah hat wirklich ein Schienbein. Amir, Bruder, Gottes Segen, hörst du mich? Hallo, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Danke, dich auch. Bruder, ich wollte nur kurz was sagen, davor, wo er gelesen hat, wo du ihm den Vers von Daniel gegeben hast. Da, ja. Da stand Betagte und nicht Begabte. Also der liest ja komplett falsch. Der ist ein bekloppter Typ, der kann gar nichts. Der ist völlig am Ende, der Arme. Begabte. Wie der noch lacht darüber so. Wo ich sage, ja. Ey, warte, du lachst über deinen eigenen Gott, wenn du gerade sowas sagst. Ja, der Allah schickt Jibril, damit der Jibril den Mohammed da aufklärt und sagt, du musst jetzt auf Al-Buraks Rücken rumfliegen. Und dann hat der Jibril noch nicht mal die Chance, hinterherzukommen. Und muss dich an dem Penis von Al-Burak festhalten. Heftig, Mann. Heftig. Ja, also ich wollte das nur... Wo ist Hansi? Der ist abgehauen, der Hansi. Guck mal, der ist auf einmal weg. Der kommt nicht mehr. Er hat gesagt, du sollst ihn wieder reinholen. Ja, der ist aber nicht hier. Wo ist Hansi? Wo soll er wieder herkommen? Ich will, dass er das nochmal... Ich wusste ganz genau, als ich ihm gezeigt habe, Sahih Bukhari 4919, ja, wusste er, dass das die Erklärung zu dem Hadith ist. Ja. Zu dem Vers aus Sura 68, Vers 42. Dort wird das erklärt. Von Mohammed selber. Ja, und er wollte zuerst den von Ibn Kathir. Siehst du, und dann hat er seine eigene Internetseite aufgemacht, damit sie ihm das erklären, was damit gemeint ist. Und am Ende hat diese Seite mir recht gegeben und hat gesagt, ja, Ami hat recht. Allah zeigt sein Schienbein. Ist das heftig. Der Hansi, der gute alte Mann, ey. Hansi ist einfach abgehauen. Ich hab doch gesagt, warte doch. Ja. Okay, mein Lieber, Gott segne dich. Ah, der ist schon weg. Ja. Bruder, Gottes Segen. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch, Bruder. Jetzt. Ich muss dir kurz was sagen. Guck mal, Hamdi hatte bis jetzt 3 Debatten. Ich habe mit ihm debattiert über Jesus Gott. Hey, Bruder, ich habe den zerstört. Du kennst ja diese Muslime. Die cutten gerne Videos, ja? Von, kurzen Abschnitten, aber nie das Ganze. Aber ich habe ihn wortwörtlich dort blamiert über dieses Thema. Und gestern, der wurde auseinandergenommen von Ahmad, dieser Ex-Muslim. Der wurde auseinandergenommen. Ja. Der Hansi ist wieder da, warte, der Hansi ist wieder da. Ich hole dich gleich wieder rein. Guck mal. Haben die jetzt gerade, er sagt, hey, ich höre dich nicht. Jeder hört dich, außer er. Zufällig. So. Hansi verpasst allen Knockouts. Aber selber kriegt er keinen Knockout. Das ist heftig, das Typ. Hallo, ja, Shaitan, was hast du mir auseinandergenommen? Ja, alle habt ihr auseinandergenommen. Nicht du, Gummelbohr, warte mal. Was hast du auseinandergenommen? Warum lügst du? Lass mich nicht Video posten, deine Brüder haben einen kurzen Abschnitt gemacht. Ja, poste. Lass mich nicht. Warum lügst du? Warum lügst du? Na, poste, du hast dich blamiert. Du hast dich blamiert. Aber nicht lügen. Nicht lügen. Ich hab auch noch was geschrieben. Amir, warte mal. Hör mal. Ich will, dass der so rumläuft wie eine Blondine, der Hansi. Bitte, Hansi. Ex-Muslim. Du bist ein Käfer, du hast kleines Ich poste das, du Lügner. Okay, warte, jeder von euch. Amir, lass mich ausreden. Er hat gelogen, der Typ hat Koffer begangen. Weil ich mag das nicht, wenn er lügt.
Ich mag das nicht. Hansi, du lügst ja den ganzen Tag selber, Mann. Ja, mir bitte, du hast alles Metaphorik, bitte hör auf damit. Alles Metaphorik bei dir. Also zeigt Allah sein Schienbein jetzt ja oder nein? Okay, hör zu, Amir. Ich sag nicht die ganze Zeit, okay, Mann. Weil ich muss reden, wallahi, wa aqsim billah. Wallahi, mach jetzt bitte, wallahi, du Kafir, mach jetzt bitte. Amir, ich geb dir recht jetzt, du wirst überrascht sogar. Ich geb dir recht, du wirst überrascht sogar. Klar, weil ich bin gerecht, ich bin nicht wie dieser Kakalaka, war hier und lügt. Hör zu, ich check dir. Wie diese Kakerlake! Andi, du hast den Text gerade noch verfälscht, Mann! Anstatt das eine Wort zu sagen, hast du das andere Wort zu sagen. Ja, Kerfel, du! Du bist richtiger Ummi! Ummi! Ja, ja, Ummi! Alhamdulillah, Ummi! Ummi habe ich begraben. Also, Amir, das ist Tafsir ibn Kathir. Das ist Tafsir ibn Kathir. Amir, lass mich noch weiter begraben. Mach mich groß. Mach mich groß! Schon wieder willst du groß? Nein, ich will nicht, dass du groß bist. Okay, nicht. Okay, klein bleibst. Alles gut. Ja, klein, aber in meinem Herz ist groß. Hör zu. Dein Herz ist große Kuffer, ey. Warte mal. Tafsir, ja, du bist Kerfel, du bittest ein Mensch, der trägt ein Windel. Du bittest ein Bein an, ein Fuß, zwei rechte Hände. Nein, ich bitte nicht ein Bein, ich bitte Allah, Al-Mächtig, Azza wa Jalla. Nein, Allah ist ein Bein. Betest du Allahs Bein an oder ich? Sicher nicht. Allah, Al-Mächtig. Wieder antwortest du mir nicht. Beantworte mir, Hansi. Ich antworte dir, verdammt, ich gebe dir recht, warte mal. Okay. Ich habe 71% sogar. Hansi hat mir recht gegeben. Schau. Warte, Moment, du musst mir ausreden lassen. Schau. Siehst du, das bin raus. Ich weiß, ich habe dich gehört. Du warst gefroren. Ich habe dich gehört. Und alle Lügen haben dir gehört. Es ist ein Kakerlake. Die wünschen sich mit mir zu debattieren. Hansi, beleidigt. Bitte? Wenn Jesus gekreuzt aufgestanden, steht auf mit einem verherrlichen Körper oder alles menschliche Körper? Mit seinem verherrlichen Körper steht auf, weil er... Dankeschön. Richtig. Perfekt. Ja. Und respektiere, aber du ehrlich, weißt du, der Typ, der war hier, hat gesagt, nein, er ist kein Gott. Ja, Hansi, hör auf damit, Hansi. Die Leute wissen ganz genau... Er hat das gesagt. Dass der Körper nicht auferstanden ist und mit diesem Körper verherrlicht wurde und die Ewigkeit aufgenommen wurde. Richtig. Richtig, nach 1. Timotheus und auch 1. Korinther. Moment. Hansi, lies mal bitte vor uns 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 16 vor. Matthäus? Nein, 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 16. Lies uns mal vor, damit das für alle klar ist. Ich kenne das. Aber der Typ hat das verloren. Nein, ich wüsste das für die Leute, die das noch nicht kennen. Vielleicht kennst du das. 1. Timotheus? 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 16. Ja, Ummi. Ja, Jahel, du kannst wieder mal vier Sprache. Ja, Jahel sagt jetzt zu mir den größten Jahel. Wallah, du bist Jahel, aqsim billah. Gestern sieben Leute gegen mich, ich hab den auseinandergenommen. Gestern sieben Leute gegen mich. Falls ich eben, hörst du, ja, ich bin klar, ich verleugne deinen Gott. Ich bin ein Käfer mit deiner Sprache, du bist Käfer. Ich bin ein Käfer, weil du nicht beantworten willst, ob du Allahs Bein oder ihn anbetest. Ich war beim Tafsir, aber du hast gelacht. Okay, Herr Hansi, lese uns mal bitte erstmal 1. Timotheus 3, 16. Ich bin dabei, 1. Timotheus 15, fang mal mit 15. 3, falls ich. Falls ich aber, ist ja gut auch für dich, ich kenne das. Falls ich aber länger ausbleibe. Hey, was ist mit ihm, der Typ? Falls ich aber länger ausbleibe, solltest du wissen, wie man sich im Hauswesen Gottes verhalten muss. Das, weiter, heißt in der Kirche des lebendigen Gottes. Die, lest weiter, Hansi. Die Säule und das Fundament des Wahrheit ist wahrhaftig, das Geheimnis unseres Glaubens ist groß. Er, nicht Jesus, und Wallah, du hast den Wasch erwischt, das ist eine Verfälschung. Aber egal, warte. Er wird offenbart im Fleisch. Warte, bitte, Amir, bitte. In Urtext steht hier, Wallah, Verfälschung. Okay, lass mich ausreden. In Urtext steht hier der Weisheit. Wallah, der Weisheit offenbart sich und nicht Jesus. Okay, ich lese vor. Er wird offenbart im Fleisch, gerechtfertigt durch den Geist, geschaut von dem Engel, verkündigt unter den Heiden, glaubt in der Welt, aufgenommen in der Herrlichkeit. Pass auf, bitte bleib da. Wer ist aufgenommen in die Herrlichkeit? Ja klar, Jesus. Amen. Ja, Käfer, ja, Jahel. Habt ihr das gerade gesehen, wie er gestockt hat, wo er gesagt hat, er wollte sagen, ja Gott, genau. Gott ist offenbart worden im Fleisch, richtig, Hansi. Nein. Ich hab die Manuskripte, siehst du, Wallah, ich begrabe dich heute. Du hast heute, du hast, hier, schau, Theos, das ist Gott, aber die haben das verändert. In Original steht,
os, er. Er Mann, und nicht die, Gott. Wer ist denn hört er? So, wer ist er? Damit ist er, Gott er gemeint, ist, Mann. Wer ist, nein, Weisheit Gottes. Ich schwör's bei Allah. Johannes, okay, kein Problem, Hansi. Schlag für uns 1. Johannes Kapitel 4 auf. Hört so, hört so. Attaqwa, Gott, Weisheit Gottes. In diesem Dorf steht der Weisheit Gottes. Wallah, ich schwör's bei Allah. Siehst du das? Bitte, Verfälschung. Was für Verfälschung, Mann? Was redest du für Verfälschung? Wallah, die Mythos ist verfälscht. Die werden dich auseinandernehmen, wenn du sowas zeigst. Die werden dich richtig auseinandernehmen. Ne? And thou controversy greet in the mystery the godliness. Godliness. God was manifest ja, God, in the ja, flesh. Genau. God was? Na, was? Godliness. Godliness manifest was in God the flesh. God was manifested in the flesh, siehst du? Ja, ja, ja. Of godliness. Wie dumm kann ein of Mensch God. Nur sein? Guck mal, okay, lies weiter, okay, lies weiter, okay. Lies weiter. Nein, zurück, lies weiter. Ja, ich lese mal, ich lese mal, ich lese mal. Godliness. So, mystery greet. Of godliness, God was manifest in the flesh, justified in the spirit. What? 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 Warte, ich hab dir gezeigt, wie es verfälscht. Auseinandergenommen. Amir, nein, nein, Amir, Amir, bitte, bitte, weißt du, was ich sag? Was? Das ist peinlich, die nächste Auseinandernehmung. Warte, verdammt, nein, ich hab dich auseinandergenommen. Wie du den Text verfälscht. Lass, lass. 1 zu 1, wie ich das gesagt habe. Hast du recht, aber das ist Verfälschung. Seht ihr, habe ich euch das nicht Amir, gesagt? Amir, wallah, hörst du, wallah, ja, das macht keinen Sinn. King James Version, weil King James Version hat. Du hast es doch gerade ja, ich bin dabei beim Reden. Ich bin dabei. Das ist von King James Version von Textus Receptus. Textus Receptus Verfälschung. Bitte lass mich ausreden. Oh, lerne dir denn. Original, Glück, original. Schau, schau, bitte. Ich bitte, wallah. Hier er. Und haben die eine Spalte gegeben in Griechisch, dann Theos wird Gott. Nein, nicht Gott. Er, ein Original. Er. Wer ist er? Okay. Wer ist er? Wer ist geoffenbart worden im Fleisch? Er ist der Gott, der Weisheit ist er damit gemeint. Haben die das verfälscht? Da! Wallahi, Amir, hör mal. Hansi, wer ist er? Amir, hör mal, hör mal, hör mal. Wallahi, ich schwitze wegen dir. Du hast gerade einen Knockout bekommen vom Feind. Du bist stark. Wer ist er? Du hast wer ist er? Amir, hör mal. Hansi, wer ist er? Amir, darf ich reden? Darf ich reden? Hör mal. Okay, wer ist er? Also, ich gebe dir recht. Moment, wallah, Moment. Moment, Amir, wallah, ich rede mit dir theologisch auf höherer Ebene. Ich gebe dir recht, dass du das... Moment, bitte! Ja, das weißt du. Moment. Wieder, ja. Alle Leute, die jetzt zuschauen, 800 Zuschauer, ich bitte euch, gehst und schreibst du Manuskripte, 1. Timotheus, was Amir gesagt, ob das Gott manifest im Fleisch oder Weisheit Gottes. Und Amir, du hast dich selber Weisheit begraben. Gottes ich schwör's bei Allah. Weisheit Gottes im Fleisch? Hansi, wie passt das denn zusammen? Ja, Taqwa, schau. Azim, hohe Sirre, Taqwa. Nein, wallahi, ich schwör's bei Allah. Sag mir bitte BibleHoop.com auf. Du hast doch da BibleHoop.com, da können wir den Urtext. Okay, mach mal BibleHoop. Okay, passt. Okay, okay, hast du recht. Passt, mach mal das. Aber wallahi, Amir, wann du gehst und recherchierst, sagst, Hamdi, tut Amir, mir leid. Das war gerade zu Ende, das war dein Ende, dass du hier hochgekommen bist. Das war nein, so nein, schlimm. Nein, Amir, du hast dich blamiert, buchstäblich. Das war so schlimm. Leute haben gesagt, alles ich, mit ich schon wieder sagte, dass ich mich blamiert habe. Guck mal, was dein Auffassung zu lügen, Leute. Schaut euch das mal bitte an, ihr liest das vor. Amir, Gott ist... Gott ist nein, nicht Gott, Amir, nicht Gott. Wallahi nicht, Amir. Okay, dort, dann bitte, ja, das ist bitte jetzt in den Urtext rein. Das. Haben die, bitte nicht reden. Bitte jetzt bei BibleHoop.com aufmachen. Okay. Amir, du tust don't mich play, schon leid. Don't play with Hansi, hä? Wallah, don't play, wallah. Warte mal, 1. Timotheus haben wir gesagt, hä? Die Leute, die gucken mich schon an wegen dir. Warte mal, 1. Timotheus, ich hab dich begraben, Amir. 1. Timotheus, oder? Hansi, wir lachen alle über dich, Hansi. Nein, okay, lacht ihr, ich hab euch auseinandergenommen, lacht ihr. Hansi, wir lachen über deinen Unsinn, Hansi. Okay, passt. 1. Timotheus 3, 6. Moment, bitte bleib da. Ich bleibe hier. Bleib da, bitte. I am okay, here for every time. Was ist denn los? Oh mein Gott. Ist das wohl, oder was? Hansi, komm hier zu mir. Oh, Hansi. Bist du schwuchtel? Warum siehst du so verschwuchtel? Hansi, ich will, dass du aussiehst wie ein blonder Mann jetzt. Mach deine Haare bartfarben und alles. Warte mal. Ich will, dass du gelbe Klamotten trägst, Hansi. Warte mal.
Du hast Wallahi, gesagt, Wallahi, ich treffe mich mit dir. Wallahi, wenn du gelbe Bart machst und gelbe Klamotten und so, ich treffe mich mit dir, Hansi. Ich darf, aber dein Gott ist gelb. Ja, mach mal jetzt. Mach mal einmal wie ein blonder Frau aussehen. Wie blond und blau eigentlich. Hansi. Warte mal, warte mal. Warte, bitte, 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 bitte. Bleib da. Wie lange brauchst du, Mann, um erst zu Ja, ich suche, genau, du. Ich suche. Nicht singen, du singst so wie ein Esel. Esel ist derjenige, der auf diese Burak geritten ist. Na, Burak, in Offenbarung, dein Gott, der reitet auf Esel auf. Na, ja gut, mein Gott wurde aber Mensch und ist auf einem Esel gekommen. Nein, in seiner Verherrlichkeit. Ja genau, in Jesaja 40,3 ebnet den Weg des Herrn. Er kommt zu Nein, euch. Nein, Offenbarung. Hansi, sei ruhig jetzt. Mach mal bitte auf. Ist gut jetzt. Okay, Bible Hype. Bible Hype. Hansi, du hast eine Verwarnung bekommen. Ja, was habe ich getan? Hamdi Fitterdauer, der Live-Inhalt von Hamdi Fitterdauer wurde aus folgendem Grund markiert. Hassrede, Hansi ist Hass erfüllt. Aber warum? Hansi ist so Hass erfüllt für TikTok. Ja, weil ich komme wieder, keine Frage. Du bist so Hass erfüllt, Hansi, du bist ein hasserfüllter Mensch, Hansi. Ich habe dich auseinandergenommen damit. Ich komme gleich. Schon wieder sagt er auseinandergenommen, ey. Jetzt habe ich eine Live-Einschränkung bekommen wegen Hansi, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Der macht nur Kopfschmerzen, der Typ. Aber wir haben schon wieder sehr gutes Material. Heftig, ne? Einfach wie der gestockt hat. Der, habt ihr das gesehen? Mich totgelacht. Reza, hast du das gesehen? Reza. Das war heftig. Wie der gestockt hat. Nein, das darf er nicht sagen. Habt ihr gesehen? Er hat sich so blamiert. Guck mal, da kommt dieser Hansi-Fanboys. Ich lache euch alle nach dem anderen aus. Mit eurer Hansi-gelb gefärbten Bart. Unglaublich. Ja, Hansi ist wieder da. Und warum deine Freunde haben mich gemeldet? Nein, das System ist so. Das System hast ist gestreckt. Hansi, hast du gefunden? Ja, Bible Hub. Deine Ende. Okay, Bible Hub. Deine Ende, Wanda. Geh zurück in den Text. Okay. Da. Geh zurück. Geh eine zurück. Eine zurück, Hansi. Zurück. Geh in den Text rein. Eine zurück, Hansi. Da. Einmal zurück. Ich will nicht die Griechen. Ja, sehr gut. Und jetzt geh auf Vers 16. Warte mal, mein Handy ist gleich. Vers 16, warte mal. Timotheus 3, 16. Da. Das ist 3, 6, 6, oder? Was ist da los jetzt? Oh, diese Hansi. Guck mal, wie der das nicht kann, der Typ. Bitte, hör auf, bitte. Haben die da oben, bitte, da hinten, oben, ganz oben steht doch. Guck mal, ja, genau. Boah. Papa, bitte. Okay, ja, da. Okay, 3, 6, okay? Hör zu. Und? Zugegebenermaßen, Hansi. Okay. Großartig ist die Frömmigkeit, nicht Gott. Weiter. Geheimnis wird enthüllt in Fleisch. Kill yourself. Frömmigkeit. Nicht Gott! Hansi, geh mal bitte zurück in den Text, Hansi! Du bist zerstört! Hansi, lies mal bitte da! Da! Wallah, ich lies das! Da! Wallah! Und wer ist geoffenbart worden im Fleisch? Die Frömmigkeit! Ja, wer ist die Frömmigkeit in Person? Die Frömmigkeit, das heißt, Jesus ist Repräsentant von Gott, nicht der Gott im Fleisch. Ist also Gott im Fleisch. Don't play with Hamdi. Klick mal bitte auf die Frömmigkeit drauf. Klick mal bitte auf die Frömmigkeit. Kein Problem, mach ich das. Ja. Warte mal. Jetzt wird mir Emil begraben. Warte mal, mein kleiner Finger. Warte mal, Emil, bitte nicht lachen, du bist ein Idiot. Oh, nee, ich lache nicht, ich bin hier, mach dir keine Sorgen. Alter, mein Handy ist zu klein. Kannst du mal bitte auf den Text draufgehen, nicht in die Dings, genau, da wo die ganzen Verse draufstehen.
Nein, hör mal, Ami. Die Frömmigkeit auf Griechisch Osibia bedeutet Substantiv, weiblich, Osibia. Frömmigkeit, Frömmigkeit gegenüber Gott. Frömmigkeit, Hingabe, Frömmigkeit. Es hat nichts zu tun mit Gott. Frömmigkeit in Person. Richtig, richtig, gut, gut. Das heißt, Jesus. Frömmigkeit in Person, Hansi. Lies weiter. Ja, ja, warte mal, ich erkläre. Lies weiter. Gut und so huldige Eigenschaft, die innere Eigenschaft, eigentlich die innere Reaktion eines Mensch auf die Dinge Gottes, die sich in göttlicher Frömmigkeit erführt zeigen. Siehst du das, was ich gesagt habe? Jesus tragt die Frömmigkeit Gottes. Amir, du hast dich begraben, weiter, das ist alles. Weiter. Guck mal. Amir, ich hab dir gesagt, bitte guck mal. Wer ist die Frömmigkeit in Person, Hansi? Wer ist die Frömmigkeit in Person? Ist das Gott? Nein, die Frömmigkeit, die Weisheit Gottes. Nein, wer ist denn die Frömmigkeit in Person? Hör mal, es ist nicht Gott. Du hast gesagt, Gott inkarniert im Fleisch. Ich habe gesagt, Amir, es nur Text stimmt nicht. Ich habe dich begraben, das stimmt. Ja, die Frömmigkeit steht dort. Ich gehe jetzt, guck mal, warte mal ganz kurz. Ich gehe mal kurz. Ja, bitte, geh. Okay, bitte. Und zeigst du auch, gell? Ich zeig das auch, ja, kein Problem. Ja, wo bist du überhaupt jetzt? Was machst du? Du musst weiterlesen, Hansi, ne? Ja, ich lese jetzt weiter, kein Problem. Kannst du lesen. Bist du blau? Und das ist der Name, das ist. Und hier ist die Frömmigkeit, das Geheimnis ist offenbart, nicht Gott offenbart. Deswegen im 4. Jahrhundert haben die das verfälscht in Vatikans Glaube von er. Zum was? Zum Gott. Ja, ich zitiere von meinem Kopf. Tut mir leid, ich kann sein, ich liege falsch. Hast du recht. Also, Amir, hast du schon gefunden, was ich gesagt habe? Hast du schon Knockout bekommen? Knockout hast du schon vor 2 Stunden bekommen. Ja. Du bist auseinandergenommen. Jeder hat dich ausgelacht. Alles Metaphorik für Amir. Bist du tippet. Also, Osibia, es ist nicht Gott, es ist eine Frömmigkeit offenbart im Fleisch. Das heißt, der Jesus trägt die Offenbarung von Gott. Okay, Hansi, guck. Geh zurück. Geh zurück, jetzt machen wir dich kaputt. Nein, geh eine zurück. Papa, eine bitte zurück. Geht's raus, in auf Ernst. Text. Jetzt mach das raus. Da kommen die Kinder von Hansi wieder. Auf Ernst, jetzt mach raus. Warte, guck mal. Ich geh kaputt. Der zeigt nicht den kompletten Display, dieser Täuscher. Guck mal jetzt, ich lese euch das vor. Gott manifestierte sich im Fleisch. Hier in den ältesten Quellen kommt das Wort Gott nicht vor. Wir müssen also das griechische Wort des berühmtesten und vertrauenswürdigsten Manuskript wörtlich übersetzen. Wie folgt: Er, der im Fleisch manifestiert wurde, in den späteren MS und in der großen Mehrheit der Väter, die die Passage zitierten, finden wir sicherlich. Hast du dich begraben? Guck hier. Weiter. Die Ersetzung lässt sich nicht auf besondere Doktrine Vorurteile zurückführen, sondern ist wahrscheinlich auf eine gut gemeinte Korrektur früherer Schriftgelehrten zurückzuführen. Auf den ersten Korrektur. Blick wäre Theos Gott eine leichte, bestimmte grammatikalische genaue Leseart. In den Originalexemplaren würde die große Ähnlichkeit zwischen dieses C Gott der Vertragsform, in dem Theos geschrieben wurde, und dem Verwandten, er, der wahrscheinlich einen Beamten vermuten lassen, schreiben sie die sehr berühmte Änderung, die für das einfache und scheinbare genaue Wort erforderlich ist. Neuere Untersuchungen haben jedoch unumstritten gezeigt, dass die ältesten Manuskripte mit kaum einer Ausnahme die schwierige Leseart, er, der enthalten, das so wiedergegebene griechische Pronomen ist einfach ein Verwandter zu einem weggelassenen, aber leicht zu einschließenden Vorgänger, nämlich Christus. Möglicherweise ist die Schwierigkeit bei der Konstruktion auf die Tatsache zurückzuführen, dass der gesamte Vers ein Fragment eines alten christlichen Hymnus ist und ein Glaubensbekenntnis verkörpert, das den Gläubigen in den Gemeinden von Städten wie Ephesus wohl bekannt ist und von ihnen vielleicht oft gesungen wird. Korinth und Rom, ein Bekenntnis, das die großartigen Tatsachen der Menschwerdung und der Auferstehung, die Verkündigung des Kreuzes an die nichtjüdische Welt und seine Annahme durch die heidnische Welt sowie die Gegensätze Sitzung Christi in Herrlichkeit verkörpert. Im griechischen Original ist sowohl der rhythmische als auch der antithetische Charakter der Sätze sehr auffällig.
In der englischen Übersetzung können sie kaum wiedergegeben werden. Wer im Fleisch manifestiert, wurde gerechtfertigt im Geist, von den Engeln gesehen, wurde unter den Heiden gepredigt, an die Welt geglaubt, an die Herrlichkeit aufgenommen. Siehst du, das passt nur dazu, dass Amen. Christus ins Fleisch gekommen ist. Amen. Johannes 4,7. Okay. Na, ich wie weiß, ich das weiß, gesagt Amen. Habe, Gott ist geoffenbart. Nein, Amir, hörte, natürlich, was erzählst du für ein Schrott, okay, Mann. Lass mich das reden. Genauso wie, was du gelesen hast. Johannes Evangelium okay. Alles gut. Beruhig dich, beruhig dich. Weißt du, hast du dich blamiert? Du hast gelesen selber, das ist eine Veränderung. Das steht das dort. Ist das ist keine Veränderung. Aber, hörst du, Amir, der dich geschickt hat, hat dich gelogen. Hörst du, dieser Text, was du gelesen hast, ist wirklich, ist eine Hyäme von Paulus, der sagt, das ist eine Urtradition. Ich kenne das, Wallah, ich habe das Buch darüber gelesen. Ist, ne? Moment, nein, hat er nicht gesagt. Paulus glaubt, das hieß es ein Archengel Gabriel, noch stärker Engel. Eine Archengel, die man anrufen kann. Engel ruft man an, Hansi, ne? Nein, es ist ein Archengel. Das ist die Doktrin von Paulus. Paulus, seine Doktrin ist Weisheit Gottes und Johannes ist Wort Gottes. Das ist vielleicht schwer für dich. Jetzt, aber das Wort war doch Fleisch. Das Wort Gottes ist doch Gott selber und wurde Fleisch an sie. Johannes 1, Vers 1. Okay, alles gut. Ist der Bibel das Wort Gottes? Warum betest du nicht den Bibel? Boom. Nicht. Hansi, das geh ist nicht das los. Fleischgewordene Wort Gottes, Hansi. Okay, nicht das geschriebene Wort Gottes. Alles gut. Was für ein Blödsinn der okay, Hansi, auf Griechisch steht nicht, dort, Hansi. bitte, Amir, sehr bleib, wie du bist jetzt. Hansi, lies mal bitte vor uns 1. Johannes 4,7. Okay, Hansi, lies mal vor uns 1. Johannes 4,7. Hansi, lies mal bitte. Ich lese dir vor, warte bitte, okay. Ich bitte dich. Also, 1. Johannes hast du gelesen, 1,1, im Arche kai hologos, im Protontios, kai Tios, im Hologos. Am Anfang war das Wort und das Wort war beim Gott, das Wort kommt. Okay, alles gut und schön. Von was wo das, hat Johannes, am Anfang das war... Am Anfang war das Wort und das Wort ist, heißt Jesus, okay? Und das Ganze. Okay, alles gut. Du weißt du das? Ich weiß das und die Zuschauer wissen das. Also die Frage hier bleibt. Richtig? Moment, Amir. Von wo hat das Johannes kopiert? Von Philo aus Alexandria. Bumm, einer Philosoph. Bumm, Amir. Habe ich gesagt, don't debate with Hamdi, don't play. Du musst mich gerade verarschen, Hansi. Auf mit Wallah, das ist Philo. Wallah, das ist Philo aus Alexandria. Also, wenn zum Beispiel die ganzen Sachen im Thomas-Evangelium im Koran gelandet sind, da sagst du nicht auf einmal Bumm hinzufügung. Danke schön. Gut. Und Thomas-Evangelium, warum viele Christen haben die gesagt, wir wollen das haben? Lies mal bitte 1. Johannes 4,7 vor, ob das passt. 1. Johannes Kapitel 4. Was bedeutet Christus im Fleische, Hansi, bitte? Wer nicht bekennt, dass Christus im Fleisch gekommen ist. Guck mal, was da steht. Okay. Ein schöner Vers. Ich mag diesen Vers, 1. Johannes. Ja, genau. Das ist auch ein schöner Vers, den ich mal zeigen muss. Nein, das schöne Vers, der wird nicht begraben. 1. Johannes, Vers 4. Kapitel 4. Ja. Kapitel 4, oder? Kapitel 4, Vers 2. Okay, hör zu. Liebe aber Bruder. Vers 1 kannst du lesen. Ja klar, ich werde das von dort sogar. Liebe Brüder, traut nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister. Alles gut. Okay. Prüft die Geister bedeutet, prüft die Propheten, ob sie auch Gott sind. Nein, Mann, denn, ja genau, prüft die Menschen, was für ein Geist. Die Menschen, wallahi, das sind ja, die Propheten. Allgemein, ich merke, die Propheten. Okay, ich meine, ich spüre, dass du kein Wissen ein bisschen hast, aber ich belehre dich. Hans, ich habe mehr Wissen als ob du glaubst. Okay, ich respektiere das. Ob aus Gott sind, dann viele falsche Propheten. Siehst du, das bindet Johannes hier. Genau, Geist, das ist Mohammed mit eingeschlossen. Nein, okay, ich begrabe dich gleich. Mach dir keinen Kopf. Ja, aber sind Mohammed ist doch ein falscher Prophet, der nicht bekannt hat, dass Christus ins Fleisch gekommen ist. Moment, don't run away. Moment, viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, Jesus Christus sei im Fleisch gekommen, ist aus Gott. Okay? Wann du sagst, Jesus, Moment, wann du sagst, Jesus, Sohn Maria, erschienen im Fleisch, geboren in Jerusalem, Palästina vor 2000 Jahren. Du Hansi, bist was bedeutet wahre... Christus im Fleisch, Hansi? Ja, Christus, Jesus ist gekommen auf die Welt. Das ist wer das nicht Gott, bekennt, dass Christus im Fleisch gekommen ist, worauf ist das bezogen, Fleisch. Hansi? Okay. Mal gucken, das wie heißt Jesus, das stark ist. Moment, natürlich, gib mir die Tür. Hier bedeutet, der einzige... Hansi, beruhig dich, Mann. Du bist nervös, Mann. Nein, weil ich muss zu meinen Kindern Fußball spielen. Der einzige, der sagt...
Warte mal, der Einzige, der sagt, Jesus ist im Fleisch gekommen, ist geboren vor 2000, ist die Einzige, sind die Muslime. Mohammed ist ein richtiger Prophet. Bam, nein, er hat doch nicht Gott im Fleische bekannt nach Johannes 1, Vers 1. Jetzt ist der weg, der Typ. Als hätte Mohammed Gott im Fleische bekannt. Christus im Fleisch bedeutet, Gott ist Mensch geworden. Ist der abgehauen, da haben sie mit seinem Käferbande. Ist das ein Typ, ey? Ist das heftig, ist das heftig, ist das heftig. Fußball spielen, sagt er, dieser Käfer. Ja, natürlich macht der Schirk, der Typ. Dem ist das doch völlig egal. Der ist ja auch ein richtiger Käfer, ein Munafer, alles, ne? Schierquelle. Servus, servus, Prost. Hallo, mein Lieber. Servus, Prost. Raus. Er flüchtet wie Oma. Der geht lieber mit Bande Fußball spielen. Dieser Käfer. Alle schon. Beide, ja. Gott segne dich, das Gott segne euch alle. Ja, Christus im Fleisch gekommen ist natürlich ein Titel, dass der Messias im Fleisch gekommen ist. Das bedeutet einerseits nach Johannes 1, Vers 1, dass Gott, das Wort Gottes, was Gott war, selbst Fleisch annahm und auf die Erde gekommen ist als Mensch. Gott wurde Mensch, aber auch gleichzeitig Christus, wie der Vers schon sagt, 1. Johannes 4, dass Christus, also der gesalbte Mensch geworden ist. Das bedeutet also im Umkehrschluss, der gesalbte Messias, Mashiach, ist Gott selbst. Denn da steht in Hebräer 1, Vers 9, darum hat dich Gott, oh Gott, gesalbt. Ja, also der Gesalbte wird als Gott angesprochen, betitelt in Hebräer 1. Das heißt, der Gesalbte, Mashiach, ist Gott selbst, der Sohn Gottes. Natürlich. Jeremia 23, 5. Natürlich, der Herr ist der Messias selbst. So sagen es auch die Rabbiner. Entschuldigung. Ja, genau. Und wollte ich dir noch sagen lassen. Ich wollte dir fragen, ja, was bedeutet denn Christus im Fleische nach Johannes 1, Vers 1? Was meint denn der Apostel, der Kontext, das geschrieben hat? Genau, das sind verschiedene Titel des Herrn Jesus Christus, dass er Mensch geworden ist. Einmal Johannes 1, wie du schon sagtest, das Wort Gottes ist Fleisch geworden, Mensch geworden. Und einmal Hebräer 1, 9, der Messias ist Fleisch geworden, beziehungsweise 1. Johannes 4, was du ja gerade auch gesagt hast, der Messias ist Fleisch geworden. Das heißt also der Gesalbte. Das sind verschiedene Titel für den Herrn Jesus Christus. Einmal der Gesalbte, einmal das Wort Gottes. Und der Kontext zeigt uns eben, dass der Messias, der Fleisch geworden ist, das Wort Gottes ist, das Fleisch geworden ist. Und das Wort Gottes ist Gott selbst. Das sind diese ganzen Stationen, um Christus ganzheitlich zu begreifen. Ja. Verteilt auf verschiedene Verse. Und wenn du diese ganzen Verse zusammennimmst, ergibt das ein größeres Bild auf den Herrn Jesus Christus. Mit seinen verschiedenen Titeln. Ich hab denen das aus der Konkordanz auch gezeigt, mit 1. Timotheus 3,16, dass nur damit gemeint ist, dass Gott im Fleische geoffenbart wurde. God is revealed in flesh. Hat er selber sogar vorgelesen, der Typ. Ja, genau. Und dass die frühen Christen genau an das geglaubt haben. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, so wie der Apostel Paulus das sagt in 1. Timotheus 3,16. Er nennt ja auch den Herrn hochgelobter Gott in Ewigkeit, Römer 9,5. Ja, genau. Also der Herr Jesus hat verschiedene Titel und wir sehen, dass verschiedene Titel desselben Persons Fleisch geworden ist. Ja, der Sohn Gottes ist Mensch geworden, das Wort Gottes ist Mensch geworden, der Messias ist Mensch geworden, hat Fleisch angenommen. Das sind verschiedene Titel für den Herrn Jesus Christus. Sohn Gottes, Messias, Gott selbst. Ja, Amen. Und so weiter. So wie das auch heißt in Psalm 2, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Genau, das heißt, der Herr Jesus ist auch der Sohn Gottes. Amen. Wie der sich da rumgewälzt hat und der, wie so eine Schlange, die man nicht packen kann, ne? Aber sehr oft hat er sich selber zerbombt. Ja, sehr, ganz, ja.
Und das, also dieser Psalm 2 mit dem Sohn Gottes, heute habe ich dich gezeugt, wird ja auch nochmal in Hebräerbrief nochmal erwähnt, ja, also, denn zu welchem Engel hat er gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Weiter, ich will für ihn Vater sein und er wird für mich Sohn sein. Ja, Amen. Und wenn er aber den Erstgeborenen wieder in die Welt einführt, also er war nicht in der Welt, er kam in die Welt rein, der Herr Jesus wird auch der Erstgeborene genannt, aus den Toten. Der, vor der erste Mensch, der auferstanden ist von den Toten und nicht mehr stirbt. Alle Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen und anbeten. Also Engel Gottes sollen den Sohn Gottes anbeten und Anbetung ist nur für Gott. Genau. Also die Engel beten den Sohn Gottes an als Gott. Ja, Hebräer 1, Vers 1 bis 12. Ne? Ja, genau. Denn zum Wünschen hat er gesagt, dass sie ihn anbeten sollen. Ne? Zu welchen der Engel hat er gesagt, setze dich zu meiner Rechten. Ne? Genau, und das ist ein K.O.-Vers auch für die Zeugen Jehovas. Weil die sagen ja, der Herr Jesus wäre ja der Erste. Ich wollte noch einige Sachen mit den Hansi durchgehen, aber dann ist er abgehauen, der kleine Kacker. Nein. Entschuldigung, aber der weiß, wie ich das meine. Ja. Wie also der will, sich ja? da selber zerbombt hat, ne? Das ist heftig, ey. Genau, das ist der antichristliche Geist. Da hat er mir wenigstens recht gegeben. Weil die Muslime sind am Ende wegen Allahs Schienbein. Hat er gesagt, ja, Amir, du hast recht. Ja, der Allah hat dein Schienbein und er zeigt sein Schienbein. Das ist nicht metaphorisch zu betrachten. Da wollte er das nicht vorlesen aus Sahih Bukhari, ne? Ja, also auch ganz klar, 1. Johannes 2, das ist aber der Geist des Antichristen, der leugnet, dass Jesus Christus Mensch geworden ist und dass er den Vater und den Sohn leugnet. Ja. Ja, und dann habe ich gesagt, Mohammed ist doch so ein falscher Prophet, der nicht bekannt hat, dass Christus ins Fleisch gekommen ist. Meinte, nein, dass Jesus hier geboren wurde, Mensch wurde, so. So ja. wird er das damit sagen. Nein, das ist nicht aber so. Denn der Apostel Johannes erklärt uns, was es heißt, Christus im Fleisch. Im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das ist das, das Wort Gottes, das Gott selbst ist, wurde im Fleisch. Dann sagt er zu mir, ja Amir, Bibel ist Wort Gottes, willst du jetzt auch Bibel anbeten? Reza, schau dir mal diese Low-Class-Level an. Da habe ich gesagt, ja, aber die Bibel ist doch das erschaffene Wort vom Herrn, was er uns mitgegeben hat. Aber der Herr Jesus Christus ist ja nicht erschaffen, er ist ja ewig, er ist ja Fleisch geworden. Gott wurde Fleisch. Ja, genau. Und nach Jeremia 1, Vers 12 heißt ja, dass Gott über sein Wort wacht. Sollen wir dann auch sagen, Hansi, würdest du denn den Koran anbeten? Ist ja das Wort von Allah. Würdest du nicht das Wort von Allah anbeten? Guck mal, so ein Low-Class-Level Verständnis hat er davon. Verstehst du das, ja? Ja. Denn das Wort von Allah ja ewig ist. Und er durch alles erschaffen hat, dann ist er sein Wort Schöpfer. Verstehst du? Ja. Da muss man ja den Schöpfer anbeten, oder Reza? Ja. Sehr gut. Sollte man das Wort dann anbeten, Reza, das Wort Gottes anbeten? Ja. Amen. Ja, natürlich soll man das Wort Gottes anbeten. Und wenn das Wort Gottes Mensch wurde und unter uns lebte und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wer ist also Jesus? Ja, genau. Amen. So ist das, weil ja auch der Herr Jesus das Wort von Allah betitelt wird im Koran. Ja. Und sein Geist. Ja. Und das ist eben gestohlen von... Ja, ich wollte noch einige Sachen mit dem durchgehen. Ne? Ja, genau. Das ist alles gestohlen vom Johannesbrief. Also Johannesevangelium. Ja. Ja, das dazu. Und das Wort Gottes ist ja ewig halt, mit Gott zusammen, ewig, ohne Anfang. Amen. Ja, 1. Johannes 4,7 oder beziehungsweise 1. Johannes 4,2 ist ja auch nochmal ein sehr, sehr bezeichnender Vers, ne? Dass der Geist, also dass das, was der Apostel Johannes da sagt, ne? Christus im Fleische bekennen, ne? Ja, genau. Also das ist diese klassische Jesaja 40, Vers 8, wo es auch heißt, das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort
unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Amen. Und das nimmt ja der Herr für sich selber in Anspruch, ne, in Markus 13. Apostel Petrus sagt das ja auch in 1. Petrus Nummer, Kapitel 1, erwähnt er das auch nochmal. Das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Amen. Prüf daher die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen. Das ist genau ein schöner Vers für Hansi, ne? Für seinen Propheten. Genau. Denn er hat das nicht bekannt. Er hat nämlich ein ganz anderes Evangelium verkündigt. Ja, für Hansi brauchst du sehr viel Geduld, ne, für diesen Typen. Ich habe mich nur totgelacht, echt. Ja, es ist einfach nur traurig, dass er so viel schon Input hatte durch dich und durch andere Brüder, die ihm das alles erklärt haben. Und er kennt diese Sachen alles, aber es dringt nicht in sein Herz ein, ne? Leider Gottes. Ne? Ja, der will ja nicht, das ist das Problem. Er will einfach nicht. Er versteht schon einige Dinge, aber er will partout nicht begreifen, dass die Bibel eindeutig sagt, dass Jesus Gott, der sagt ja schon wieder mit Apostel Paulus, dass er das nur, dass er dieses, die Gott, also die Menschwerdung Gottes ganz anders sieht, ne? Und versucht da irgendwas in den Text rein zu interpretieren. Traurig. Traurig. Ja, also wie gesagt, er hat keine Ausrede später zu den Herrn, wenn er vor dem Herrn steht und sagt, ja, warum hast du keinen Menschen zu mir geschickt, der mir das erklärt haben? Also er ist wirklich einer, der das Evangelium wirklich am meisten gehört hat und erklärt bekommen hat, auch in der Tiefe. Von daher wird er keine Ausrede haben, wie kein anderer. Ne? Das ist traurig. Traurig. Ja, der wurde auch erwischt jetzt gestern bei Ahmad im Stream, ne? Da hat er einfach so Schierquellen eingeblendet, also um seinen Dreck wieder nach vorne zu treiben, ne? Wenn es dazu passt, irgendwie den Islam noch zu retten, ne? Muss dir mal vorstellen, wozu Hansi fähig ist. Das musst du dir mal geben. Ja. Nee, ich will deswegen nochmal ganz kurz reinkommen, um auch das nochmal zu bekräftigen mit dem Wort Gottes, Messias im Fleisch, Christus im Fleisch und so weiter, dass das alles Titel Gottes ist. Dass der Messias nach Hebräer 1, Vers 9, der Gesalbte, also Mashiach, ist Gott selbst. Amen. Und das wollte ich nochmal bekräftigen. Ne? Okay, sehr schön. Ja, schön. Ah, mir die Webseite, was haben die gestern benutzt hat, war 12erimam.net. Ja, ich denke, dass viele Videos erstellen werden, ne, um ihn zu demolieren. Ne? Hansi ist selber schuld, wenn er sich solchen Debatten stellt. Ne? Hansi ist selber schuld, das kannst du nichts von sagen. Ne? Der ist mündig. Aber trotzdem weiß er nicht irgendwie richtig, was er da macht, ne? Mir kommt das so vor, als wäre Hansi so ein Kindergartenkind, der nicht begreifen will, dass es vorbei ist. Die Debatte ist vorbei. Du hast schon genug auf die Schnauze bekommen, verbal, und das war's jetzt. Jetzt musst du das auch akzeptieren. Ja, jetzt habe ich Tausende von... sag mal schnell. Einschränkungen in der Sache. Ja, okay, dann, wenn du willst, kannst du neu starten. Ja, okay, dann bis gleich, ja. Bis gleich. Du hast recht, Kuffer Puh ist eine gute Mann. Das sage ich dir, der Kuffer Puh ist ein guter Mann. Du Hänsarm, ja? Ich hänge, wie ich hänge. Hallo. Hörst du mich? Ja, kann man gut hören. Okay, alles klar. Jetzt. Hier schrieb ich hänge. Okay, möchtest du was wissen oder willst du noch was sagen? Ja, ich wollte wissen, hast du auch Kampfsport-Erfahrung oder hast du nur Anabol genommen? Ich bin ein richtiger Streetfighter. Du laberst, du hast doch extra Anabol genommen, damit du musst dich in Ruhe lassen. Ich nehme so einen Dreck auf. Du willst doch nur optisch so cool aussehen. Nein, ich nehme so einen Müllhaufen nicht. Das überlasse ich den anderen. Du kannst so viel in dir reinpumpen, wie du willst. Wenn du nicht das Herz eines Löwen hast, dann hilft dir auch nicht der beste Anaboliker. Dann kriegst du eine Bombe, dann gehst du fliegen.
Ja, das stimmt. Ja. Du brauchst also, du musst also etwas anderes sein als Anabolika. Ja, die Muslime trainieren ja jetzt auch immer Kampfsport, aber die Christen ja, genau. sind eher so. Das ist also nicht der Puls eines Mannes die Zeh, sondern wirklich das, was er hier im Köpfchen hat. Nicht nur die physische Kraft, sondern auch seine geistliche Kraft spielt auch eine große Rolle. Und Anabolika macht dich nicht stärker, du bleibst trotzdem ein Idiot. Ja, du kannst in dich so viel reinpumpen, wie du willst. Wenn du ein Idiot bleibst, bleibst du ein Idiot. Da hilft auch nicht das beste Stoff, ey. Was ist mit Dings? Mit Irfan Peci? Redest du nicht mit denen? Die machen doch immer so auch gegen Islam. Demo sprechen die. Die wollen eigentlich auch mit dir reden, habe ich so ein Gespräch gesehen, aber du hast kein Interesse. Deswegen, warum du kein Interesse hast, was ist denn? Ich gehe so meinen eigenen Weg. Die können ihren Weg gehen, ich gehe meinen Weg. Möge der Herr jeden Einzelnen segnen. Liegt es daran, weil vielleicht, ich weiß jetzt nicht, will ich jetzt nicht urteilen oder so. Ist das nur eine Frage, weil du jetzt Iraner bist oder? Nein, Mann, es liegt nicht am Nationalismus. Die schießen auch sehr viel gegen Iran, weißt du? Mann, sollen die halt schießen, ist doch nicht schlimm. Jeder soll das machen, was er für richtig hält. Am Ende wird Gott darüber entscheiden, wer was gemacht hat und wer nicht. Aber der Edian Nathan war ja mit denen, arbeitet ja immer noch mit denen. Ja, dann soll der mit denen weiterarbeiten. Ist doch okay. Jeder soll das machen, was er für richtig hält. Hab ich dir doch schon mal gesagt. Danke. Ja, nee, erzähl mal, was habt ihr denn so persönlich? Okay, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich merke schon, wo diese Reise hingeht. Raus. Raus da. Ich sag zu denen, soll das jeder machen, was er für richtig hält. Mein Gott. Da sagt er, erzähl mal jetzt so, komm, mach mal. Hallo mein Lieber, Gott segne dich schon einfach. Gottes Segen für dich. Ich wollte letztes Mal schon im Stream dir sagen, bei Pavlos, wo wir drinnen waren, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du so gute Aufklärung gemacht hast. Ja. In der Vergangenheit, weil ich habe viel mitbekommen, auch das mit dieser Polizeiaktion mit den Tschetschenen und so. Und meine Frau hat auch direkt gesagt, boah, voll krass. Das waren keine Tschetschenen. Hast du immer noch da dran? Das waren Tatschiken. Was sagst du? Das waren Tatschiken, nicht Tschetschenen. Ja, Tschetschenen, Tatschiken, das ist alles Mischmasch. Ja gut, die Tschetschenen sind nochmal Tschetschenen und die Tatschiken sind Tatschiken. Die Tatschiken sprechen sogar meine Sprache, Persisch sogar. Krass. Das sind alles so IS-Ableger. Alle Tatschiken, die man so hier in Deutschland sieht, sie gehören fast alle zum IS, ne? Aber was sagst du jetzt so zu der ganzen Situation jetzt hier komplett in Deutschland? Ist eigentlich das alles eingetreten, was du schon vor gut 4-5 Jahren gesagt hast? Natürlich, habe ich doch gesagt, siehst du? Also somit bin ich kein falscher Prophet. Ja, was für ein falscher Prophet. Du gehörst noch zu den Leuten, die noch eine gute Aufklärung machen, die trotzdem noch auf dem Boden der Tatsachen geblieben sind. Klar, hin und wieder deine Witze hast, das ist auch gut so. Man soll ja auch lachen, besser lachen als weinen. Und wie gesagt, Gott hat uns ja auch nicht umsonst, die Stärke eines Löwen gegeben. Wir sollen ja im Geiste wandeln, ne? Und nicht nach dem Fleische trachten. So sieht's aus. Ja, okay, Liebe, ich will auch nicht lange weiter stören. Du bist bestimmt demnächst nochmal im Stream drin, weil ich krieg jetzt gerade Besuch von einem schönen, netten Hund. Besuch von einem netten Hund? Ja, komm mal her. Ja, ich glaube, einer, Mohammed hat nur gesagt, wenn ihr den Shaitan sehen wollt, dann guckt euch die Schwarzafrikaner an, glaube ich, ne? Guckt in das Gesicht von Al Nabdal, ja. Das war so ein schwarzer, großer Mann. Schöne Worte, ne? Sehr schön. Da geht direkt das Herz auf, ne? Wundervoll. Danke, Mann. Ja, also wenn du ein paar Suren hast, wäre ich sehr dankbar, ne? Ja, Suren nicht, aber in den islamischen Quellen, siehst ja von Bukhari bis Co., ne? Selbst der Bilal musste um seine Freilassung betteln, ne? Das musst du mal geben. Ja, das habe ich auch schon. Ja, genau. Also hast du schon die... wo sein, glaube ich, sein Gebieter verstorben ist, hat er eigentlich die Freiheit bekommen. Danke dir. Aber die Bilal hatte ich einen anderen Plan für ihn, glaube ich, ausgedacht. Ne? Da meinte er, komm, dann verdiene ich, glaube ich, ein bisschen mehr Geld mit dir, wenn ich jetzt weiter in die Sklaverei treibe, ne? Ja. So sieht's aus.
Da geht's nur ums Geld. Danke, Tony. Hörst du mich? Ja, ich höre dich, Bruder. Ja. So, warte mal ganz kurz. Weil Rassismus ist eigentlich so 50% des Islams, ne? So, wenn du so darüber nachdenkst. Das heißt, das ist mit immer noch der härteste Hadith, ne? Härteste Überlieferung. Dass der Allah die Hölle für die Afrikaner und die weiße Rasse fürs Himmelreich geschaffen hat. Ne? Der Omar ibn al-Khattab dankt Gott, dass es das schwarze Kind nicht seins ist. Wer behauptet, dass Mohammed ein Schwarzer sei, muss nackentherapiert werden. Sehr, sehr schön, ne? Wo kann man die Suche finden, wo wer war das nochmal, wo er auf Adams Schulter geklopft hat? Auf die rechte Schulter kam die schwarze Lunge. Ja, genau, das findest du warte, sag ich dir sofort. Ihr schreibt eine Armee, was ist dein Lieblingsparfüm? Eau de la Fart. Ja. Yeah. Von oder Camel. Oder Camel, oder Parfum. Eau de la Parfum de Camel. Was ist dein Lieblingsparfüm? Auf jeden Fall nicht das, wo Mohammed drin gebadet hat, in diesem See. Armee, was hältst du von Propheten, die in Dreckstümpeln baden? Ja, das ist sehr, sehr hygienisch, ne? Kann man nur empfehlen für die Leute. Sehr, sehr schön. Hier. So, aus dem Buch von Musnad Ahmad. Oh, danke. Ist Boss. Ist der Boss. Ist Allah ein Rassist? Muslime, Schwarzafrikaner, aufgepasst. Aus dem Buch von Musnad Ahmad, die 10, denen versprochen wurde, in den Himmel zu kommen. Das ist ein heiliger Hadith. Hadith Qudsi. Der Prophet sprach, Allah erschuf Adam und zu dem Zeitpunkt seiner Erschaffung schlug er Adam auf dessen rechte Schulter. Dadurch kam die weiße Menschenrasse zustande, die wie eine Ansammlung von Perlen aus seinem Rücken fiel. Und er, Allah, schlug auf die linke Schulter Adams, wodurch die schwarze Rasse entstand, die an fallende Vulkankohle erinnerte. Und dann sprach er zu denen, die in seiner rechten Hand waren, zur weißen Rasse, ihr betretet das Paradies und alles andere interessiert mich nicht. Und zu denen, die in seiner linken Hand waren, zur schwarzen Rasse, sprach er, ihr kommt in die Hölle und alles andere interessiert mich nicht. Heftig. Digga, das ist so ekelhaft. Man hat keine Worte für sowas. Ne? Das ist Rassismus-Level. Also, wenn du ein Moslem zu jemandem sagst, du bist ein Rassist und Deutscher, ne? Dann kannst du halt nur auslachen. Kannst du sowas sagen über diese wunderschöne Religion? Hallo? Das will ich nicht nochmal hören. Armin, jetzt kommt einer, wie lange hast du Freigang? Das ist ja Freigang, immer. Hier, das wurde überliefert von Abu Adarda, der Vertrauen ist Abu Idris, Vertrauen von Yunus, Sadiq gesprochen, Abu al-Rabbi, Vertrauen Haitha. Das ist ein sehr, sehr authentischer Hadith. Hast du die Hadith-Nummer? Ja, das ist von Imam Ahmad Hanbal in seinem Musnad. Hadith-Nummer 26.837. 837, ja. Musnad Ahmad 26.837. Die Muslime, das ist Sahih, Sahih, nochmal zuhören, Sahih. Ja, ist korrekt, das ist sehr, sehr authentisch, dieser Hadith. Das ist ein Hadith. Die Muslime haben dir gesagt, das ist Daif, Daif, das ist Sahih, nochmal für euch alle. Nein, ich werde nur authentisches Material benutzen, damit die mich nicht hier... Ja, du weißt ja, wie die Gauner sind, so, diese Daif, Daif. Daif, Daif. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ja, Amir, ne, Bruder, pass auf dich auf. Ja, auch, ciao.
Dr. Schechmer ohne Hetzmobil, ja genau. Dr. Schechmer ohne Hetzmobil. Die Hadith-Nummer habe ich doch gerade eben genannt. Haben wir 4 Euro pro Frage mit Mehrwertsteuer. 4,76 Euro nicht vergessen. Ja, genau. Da hätte ich einige Probleme nicht mehr, genau. Bruder, wieso hast du Schutz von Polizei? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich habe eine Frage. Ja, auf rumzuträumen, mein Lieber. Ja, was heißt, was steht in Sunnah Bukhari Nummer 1144? Da steht, du darfst nicht rumträumen. Nein, das steht es nicht. Dann geh raus. Ich habe keine Lust auf Rumtrollerei. 16.245, ja, steht auch, glaube ich, dort, ne? Wie sagst du es immer? Inscha Jesus, genau. Raus hier. Danke, King of Kings. Ja, das war heute ein sehr, sehr köstliches Gespräch mit Hansi. Ja. Der Herr Jesus Christus hat ja mehrere Titel, wie mein Bruder euch auch schon sehr oft gesagt hat oder wie andere Geschwister uns auch schon gesagt haben. Oder wie ich euch auch schon gesagt habe, dass der Jesus Christus sowohl der König der Könige ist, der Messias, Sohn des Menschen, Menschensohn und Gott im Fleische. Und diese ganzen Titel gebühren Gott, dem Allmächtigen. Ne? Der Messias ist Gott selber. Jeremia 23, Abvers 5. Ja, mir wünscht dir einen entspannten Tag. Ich dir auch. Ex-Muslim. Ja. Was ist Khalil? Wieso, Bruder? Kommst du nicht klar, oder was? Aber aus welchen Gründen, Bruder? Ja, Allahs Religion ist fehlhaft. Er selber ist ein fehlbarer Gott und Mohammed war niemals ein Prophet. Okay, crazy, crazy. Ja, Bruder, das muss jeder für sich selber wissen, oder? Ja, jeder muss für sich selber wissen. Aber Mohammed hat gesagt, derjenige, der seine Religion ändert, den muss man nackend therapieren. Das ist schön. Der muss man was? Nackend therapieren, muss Nackenmassage machen. Okay, okay. Ja, das seid ihr gegönnt, du bist ja dran, oder? Ja, du bist ja dran, genau, du bist ja dran. Okay, machen wir ein Match? Nein, wir machen keine Match. Ich hoffe, dass du zu Jesus Christus findest, mein Bester. Ja, betet für den. Wa Salami mit Bacon, Bruder. Ja, wa Salami mit Bacon. Für dich auch. Mann, Gottes Segen. Du, eine Frage. Ich war letztens im Stream und da hat mich so ein netter Muslime damit konfrontiert, dass die Maria keine Christin war oder wo drin stehen soll, dass sie eine Christin ist. Und was hat das gesagt, so gesagt, ob sie Christin war oder nicht? Weiß ich nicht, aber ich... Ja, was hat das mit überhaupt irgendwie was zu tun mit unserer Heilsgewissheit, ob Maria Christin war oder nicht? Der hat sich so festgefangen gehabt. Das ist genauso wie diese behämmerten Argumentation, wenn sie sagen, ja, war Jesus Christus Christ? Ja, wie kann Jesus Christus Christ sein, wenn er der Christus ist? Wir sind Christen, die Jesus Christus nachfolgen, deswegen heißen wir Christen. Ich weiß nicht, diese Leute, die haben einfach nur noch Kamelurin da oben. Er ist der Christus. Und seine Anhänger von Christus sind Christen. Wir sind Christen. Der Herr Jesus ist doch nicht Christ. Wir sind Nachfolger Jesu Christi, also Christen. Wir folgen dem Herrn Jesus. Das wollen sie nicht verstehen. Nein, das ist alles Kamelurin. Das hat der Mohammed den da reingepflanzt, deswegen. Die kriegen das per Muttermilch eingepflanzt. Ei, ei, ei. War Maria Christin.
Das hat doch gereicht, dass sie den Herrn zur Welt gebracht hat, ne? Den Sohn des Menschen. Die wusste ganz genau, wen die da zur Welt bringt, als der Engel Gabriel zu ihr gesagt hat, du wirst schwanger werden und das Kind, das geboren wird, ist das Kind des Allerhöchsten. Ne? Und du wirst den Namen Immanuel geben. Gott mit uns. Gott mit uns, ja. So sieht's aus. Die Maria wusste, wen sie da geboren hat. Ja, ganz einfache Kiste. Einfach mal Lukas Kapitel 2, Vers 11 lesen. Heute ist euch geboren der Retter, welcher ist Christus, der Herr. Und in Matthäus 2, Vers 11 kommen die drei Sterndeuter und beten dieses Kind an. Ja genau, er ist auch Gott, Halil Gashi. Er ist auch Gott. Deswegen haben die Leute sich ja anbeten vor diesem Baby niedergeworfen und haben ihn angebetet. Stimmt es eigentlich? Stimmt es eigentlich, dass Mohammed eigentlich gesagt hat, er ist gar kein Prophet, also er hat gesagt, ich bin kein, aber die Menschen um ihn herum haben ihn quasi dazu gedrängt, dass er das glaubt, dass er einer ist? Ja, er selber hatte den Eindruck, dass ein Dämon ihm begegnet ist. Und er hatte gesagt, deck mich zu, ne? Als er zu Khadija gerannt ist, aus der Höhle, ist er schreiend aus der Höhle rausgerannt, beziehungsweise in voller Panik. Und hat gesagt, deck mich zu, ein Dämon hat mich berührt oder mich gedrückt, gewürgt. Und dann hat die Khadija so einen Test gemacht, weil Engel bleiben, wenn Frauen sich enthüllen. Und die Engel würden verschwinden, wenn eine Frau ihr Kopftuch anlässt oder was. Oder genau andersrum. Genau, wenn sie ihr Kopftuch aussieht, dann gehen die Engel weg. Und wenn sie ihr Kopftuch anlässt, dann bleiben die Engel. Und dann hat sie ihr Kopftuch so ausgezogen und dann ist dieser Engel irgendwie weg gewesen oder was. Und dann hat er gesagt, siehst du, Mohammed, du bist ein wahrhaftiger Prophet. Das war Engel Gabriel. Also sie macht den Test, die Khadija. Indem die ihr Kopftuch rauszieht, siehst du? Es war kein Dämon, es war ein Engel. Wahnsinn. So verrückt ist das Ganze. Aber einer der Quraysh-Frauen hat doch auch gesagt gehabt, irgendwas mit, dass sein Satan nicht gekommen wäre oder so. Ja, sein Satan hat ihn verlassen, ne? Ja, genau, sein Satan hat ihn verlassen. Es ist Shaitan, genau. Crazy. Is Shaitan leave him. Crazy, crazy. Warte, wo war das nochmal? Shaitan. Sein. Leave. Das mal raussuchen. Aber dass die alle so irre sind und jemanden glauben, der A, den Teufel von dem Engel nicht unterscheiden kann und B, von einem vermeintlich guten Engel halb tot gewürgt wird und das quasi den Menschen vortragen soll, was er da quatscht. Hier, guck mal, was Mohammed zum Beispiel sagt in Sahih Muslim 28,14a. Ich zitiere mal. Das ist auch so kaputt, ne? Es gibt niemanden unter euch, mit dem nicht ein Gesandter unter den Dschinn Teufel verbunden wäre. Sie, die Gefährten, sagten, Allahs Gesandter auch bei dir? Daraufhin sagte Mohammed, ja, aber Allah hilft mir gegen ihn. Und so bin ich sicher vor seiner Hand sicher. Und er befiehlt mir nichts anderes als zum Guten. Also Dschinns, Dämonen befehlen Mohammed nur Gutes. Was? Ist das krank? Sahih Muslim 28,14a. Das müssen wir direkt screenshotten, damit wir das haben. Krass, krass, krass. Das ist heftig, ne? Ja.
There is none whose deeds alone can secure salvation. Warte mal, ich krieg den Namen. So, warte, was ist hier los? Warte mal, wir müssen mal gucken. Es gibt niemanden, dessen Taten allein ihm das Heil sichern könnten. Sie sagten, Allahs Gesandter, nicht einmal du? Daraufhin sagte er, nicht einmal ich, aber die Barmherzigkeit Allahs sollte mich ergreifen. Also der Mohammed selber wusste nicht mal, ob er so von Allah gesegnet wird oder beziehungsweise ins Himmelreich gelassen wird oder nicht. There is none whose deeds alone can secure salvation for him. They said, Allah's messenger, not even you. Und dann sagte er, thereupon he said, not even I, but that the mercy of Allah should take hold of me. Ja. Krank. Ja. Krank, wirklich krank. Ja, nicht mal der Mohammed wusste, ob der wirklich gerettet ist oder nicht. Und dann wollen die Muslime mir sagen, ja, alle ihre Sünden werden vergeben, indem die 99 alten Namen Allahs auswendig lernen. Da musst du dir mal vorstellen, wie traurig das Ganze ist. Ja, traurig ist ja schon, dass du erstmal als Muslime in die Hölle fährst und dann kommst du vielleicht ins Paradies. Ja, von 100 Muslimen gehen 99 erstmal ins ewige, also in die Flammen und dann einer davon wird gerettet. Unglaublich. Shaitan, wo war nochmal dieser Hadith, Leute? Wo der Mohammed gesagt hat, oder wo die Frau gesagt hat, seit Satan hat ihn verlassen. His Shaitan leave him. His Shaitan leave him. Even his food and drink. A man fell from his. Of course, it goes wrong. Es gibt ja auch total viele, also ich habe einen Kumpel. Hey, Bukhari 4950, okay, Bukhari 4950. Bukhari 4950. Haben wir da. Wusstest du, dass diese Rogers und diese Imame Schirk machen? Die nehmen. Ah ja, hier hast du das sehr gut gesagt. Bobby Cat, Baby Cat, sehr gut. Die müssen wir auch Screenshot, damit wir das haben. Was sagst du? Ich sagte, wusstest du, dass diese Imame und teilweise diese Rogers da so Schirk machen, also so mit Jins irgendwie versuchen zu kommunizieren? Da gehen sie hin und wie diese Kaffeesatzleserinnen da, weißt du schon, stellen ihm Fragen, geben ihm Geld. Und er sagt dann, ja, komm am nächsten Tag wieder. Und dann erzählt er denen irgendwelche Dinge. Ist einem Spätzle von mir passiert, ist ein Kumpel. Der Typ wusste Dinge, die er gar nicht hätte wissen können. Also so total abgespaced. Und dann hat er gesagt, ja, woher weißt du das? Zu diesem Roger. Und dann hat er gesagt, ja, er unterhält sich mit den Djinns. Die erzählen sie ihm. Hör dir das mal bitte an. Warte. Hier ist das, was ich eben meinte. Einmal wurde der Gesandte Allahs krank und konnte sein Nachtgebet, Tahajjud, zwei oder drei Nächte lang nicht verrichten. Dann kam eine Dame, die Frau von Abu Lahab, und sagte, O Mohammed, ich glaube, dass dein Satan dich verlassen hat, weil ich ihn zwei oder drei Nächte lang nicht bei dir gesehen habe. Darauf offenbarte Allah, am Vormittag und in der Nacht, wenn es dunkel wird, hat dich dein Herr, O Mohammed, weder verlassen noch gehasst. Also die Frau sagt, dein Satan hat dich nicht verlassen, dann hat sich Allah direkt gemeldet. Hier bin ich schon, mach dir keine Sorgen. Sein Satan hat ihn nicht verlassen. Sure 93, Vers 1 bis 3, heftig, ne? Crazy. Crazy. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Jo, ciao, ciao. Mach's gut.
Sing bitte Coco Jumbo. Das gefällt euch, hey, Coco Jumbi. Grüß dich. Grüß dich, mein Lieber. Gott segne dich. Gott segne dich auch. Ich hab da mal, kennst du da diese Geschichte mit Mohammed? Ich kenne viele Geschichten mit Mohammed. Wo angeblich Mohammed verfolgt worden ist. Von, ich weiß jetzt nicht genau wen, aber er hätte sich in so eine Art kleinen Berg versteckt. Und da hätte eine Spinne ihre Weden gezogen, so viele, dass man Mohammed nicht mal finden konnte. Weil ja, ich bin darauf gekommen, weil ein Moslem sagte zu mir, eigentlich dürfen wir keine Spinnen töten. Daraufhin habe ich gefragt, warum, ne? Und dann sagt er mir diese Geschichte halt eben, ne? Ja. Weißt du was davon? Ja, ich kenne diese Geschichte, ne? Als diese Spinne den Mohammed da in der Höhle versteckt hat, ne? Als diese Leute ihn versucht haben zu ermorden, hat so eine Spinne diese Höhle da zugedeckt. Und diese Geschichte ist ja schon so behämmert, ne? Anstatt die Leute, auch wenn die diese Spinnen jetzt sehen, es weit und breit keine Möglichkeit gibt, sich zu verstecken und nur diese Höhle da war, laufen die an dieser Höhle vorbei. Verstehst du, wie blöd die ist, diese Geschichte? Wenn ich ein Soldat wäre und ich würde Mohammed suchen und weit und breit ist nichts außer diese Höhle, würde ich trotzdem da reingehen, auch wenn dieses Ding so versperrt ist. Oder wenn so ein Spinnennetz gezogen wurde. Hallo? Ja. Ja. Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Ja, ja, auf jeden Fall ist schon sehr ein bisschen paradox, ne, die Geschichte. Ich möchte mal gerne wissen, also würde mal gerne wissen, wer ihn verfolgt hat und warum. Was hat er angesteckt? Angestellt, ne? Also was hat er gemacht? Was der Mohammed gemacht hat? Ja, warum die ihn verfolgt haben? Ja, der hat ihre Götter beleidigt, ne? Die Quraysh, die ihren Götter. So wie heute diese Islamkritiker, du siehst ja, wie die Muslime reagieren, wenn die Islamkritiker Allah kritisieren, Mohammed kritisieren. Wie reagieren die Muslime mit? Ja, ja, mit dem Tod ungefähr, ne? So sieht's aus. Also darf man den Quraysh böse sein, wenn sie Mohammed umlegen wollten? Ja. Muslime machen es ja selber. Bitte? Muslime machen es ja selber. Also müssen sie eigentlich das, was sie an Mohammed, also das, was sie an den Quraysh kritisiert haben, müssen sie an Mohammed ja anwenden. Verstehst du, wenn die ehrlich wären? Mhm. Ja, der hat ja nichts anderes getan als das, was die heutigen Islamkritiker machen. Er hat also die Götter anderer beleidigt. So, und wie haben die Muslime reagiert? Mit Gewalt. So, wie haben die Quraysh reagiert? Genau wie die Muslime, mit Gewalt. Ende aus. Muslime sind nichts Besseres als die Quraysh, die Mohammed verfolgt haben, aufgrund dieser ganzen Sache. Ja, also da kann sich jeder seine eigene Meinung bilden, aber für mich ist einfach, dieser Glaube ist entstanden durch Gewalt und, ne, durch richtige Gewalt, weißt du? Androhung, Gewalt, yeah, ist diese Glaube nur entstanden und hat sich verbreitet. Also da, ja. Okay, mein Lieber. Diese Glaube ist, ja. Alles klar, das war die Frage, ja? Okay, Gott segne dich, mein Lieber. Ciao, ciao. Ja. Jetzt wolltest du hier rein und dann... Servus, hi, mein Internet hängt. Hört man mich? Ja, man hört dich. Ich habe eine Frage an mir. Warum nimmst du nicht die Einladung von Anas Islam an? Das geht schon wieder los. Es ist ja eine ganz normale Frage. Ich verstehe nicht, der Junge ist nicht irgendwo okay hinlaufen. Ich habe doch Anas gesagt, Anas, mach du einen Livestream, ich komme zu dir, ist doch kein Problem. Wo ist das Problem? Aber der wartet ja schon so lange auf dich. Und ja, er hat gesagt, wir brauchen doch nicht nirgendwo hinzulaufen. Da sagt er zu uns, zu den ganzen Leuten, ja, aber dann ist das doch besser mit Mimik und Gestik. Was interessiert mich deine Mimik und Gestik? Lad mich einfach zu dir ein, ich komme zu dir, dann reden wir über alles andere. Er hat dich doch sau oft eingeladen. Sehr oft sogar. Und schon seit Jahren, oder jetzt mal nicht, sei mal ehrlich jetzt. Er wollte zu mir irgendwo hinkommen oder er wollte, dass ich zu ihm komme. Ich wollte einfach nur das erste Mal reden, wir können doch einen Stream machen. Nimmst du die Einladung? Hab ich doch gesagt, ja, mach einen Stream. Meinst du anders? Ich hab keine Angst. Mach du einen Stream, ich komm bei dir. Schwör, du gehst zu ihm? Na, natürlich, hab ich doch vor 2000 Leuten gesagt. Ich komm zu dir, mach du einen Stream. Okay, gut, das werde ich ihm weitergeben. Und da sind wir mal gespannt. Er will aber daraus ein Riesenspektakel machen. Er will sich so treffen, er will so ein Ex-Muslim und ABK 2.0 machen. Verstehst du? Das ist das.
Ich weiß, worauf der hinaus will. Ja, aber guck mal, der Bruder, da lade ich doch ganz normal ein, so wie er Dings eingeladen hat, Irfan eingeladen hat und... Ja, aber wenn ich nicht möchte, irgendwo hinzugehen, dann muss man mir das doch respektieren. Warum möchtest du nicht? Ich möchte nicht irgendwo nach München und der zu mir kommt. Ich habe keine Lust, mich mit diesen Leuten zu treffen. Wo ist das Problem? Aber ich kann mit denen ganz normal reden, wenn es darum geht, ein Gespräch zu führen. Amir, guck mal. Du widersprichst dich immer wieder selber, ne? In jedem deiner Livestream. Ich schwöre dir, nimm doch einfach die Einladung an. Der Bruder hat mehrere Fragen an dich und du kannst auch fragen. Ich danke dir mit Kamelorin. Dankeschön für Kamelorin. Ich sag zu denen, lad mich doch ein zu dir und dann macht er die ganze Zeit weiter. Anstatt der sagt, er hat doch gerafft, meint er echt? Dann sage ich ihm das. Warum macht er jetzt auf einmal weiter? Mein Gott, ey. Jetzt sind wir im Kindergarten. Sehen. Hallo mein Lieber, Gott segne dich. Ja, ich wollte nur sagen, ich wünsche dir eine gute Besserung, ja. Danke. Kein Problem. Assalamu alaikum. Alaikum salam. So ein Hafen. Hallo? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mutter. Mut, was geht ab? Wie geht's dir, Mut? Alles gut? Guck mal, wer mit mir ist. Weißt du, wer das ist? Was geht, Junge? Was machst du da schon wieder? Ich bin jetzt Zoologie am Betreiben, stör mich nicht, Mode. Bruder, nenn dich nicht mehr Amir, Ex-Mod, nenn dich Coach Amir, wie dieser Coach Frankie. Coach Frankfurt, das ist der allerheftigste der Typ. Was geht, Junge? Was nicht machst du hier? Machst du wieder hier die Moslems sauer, ha? Ich betreibe Hetzologie und störe mich nicht bei meiner Hetzologie. Das hast du studiert, Hetzologie, voilà. Da hast du Bachelor da gemacht, hast du Bachelor da drin? Ich bin der Hetzologe der Welt, das stört mich nicht. Bruder, frag nicht mal, wie geht's euch? Modell, also, wann gibst du Essen aus, Modell? Ich hab Hunger. Ich will, wann du willst, sag mir, wann du willst, Bruder. Ja, wir müssen ein Treffen machen. Bruder, sag mir, wann du willst, wir können essen, Bruder. Sehr gut, Modi. Das ist immer der beste Mann, der Modi. Aber nur Halal. Aber nur Halal Basis, anders geht nicht. Aber nur Halal. Armin, wie lange hast du ihn nicht mehr gesehen? Alter, der weiß gar nicht, wer ich bin, glaube ich. Doch, ich weiß, wie du bist. Nimm mal ganz kurz Brille ab. Wer bin ich, Bruder? Diese Scheiße. Das ist Hä. Was geht ab, Junge? Was machst du hier? Die Leute, ich betreibe sehr haben. Viel Hetzologie. Das stört mich. Walla, du bist. Ey, Bruder, Walla, das ist. Walla, sag ich. Aber du bist hier richtig alles am Rasieren, ne? In TikTok? Alles am Rasieren machen. Mit mir Gillette mach 7. Ich hab in YouTube gesehen, Bruder, du warst mit diesen Amar. Mit Manuelsen, mit Ali Boumaier. Bruder, mach wieder Rap. Komm wieder Rapper werden, ja? Scheiß mal auf das, was du da machst. Komm wieder rappen. Komm wieder Rapper werden. Mach ein bisschen Beatbox und so, Bruder. Bruder, der war mit den allen, als hätte er Feature gemacht. Ich sehe so, die sind alle mit Ali Boumaier. Wow, Ami, wenn du den siehst, kommen so Gefühle wieder hoch von früher. Da kommen richtige Gefühle mit ganzem Gewicht. Was sagst du eigentlich dazu, mein Bruder? Der sieht sehr, sehr stabil aus. Was sagst du eigentlich dazu? Was ist das mit Regen? Es regnet, Mann. Wie Regen? Hier ist Regen bei mir, was ist das? Bruder, wo bist du da? In welchem Wald hast du dich da verkrochen, ja? Ich bin in Burg. Wo ist der? Der darf nur sagen. Sag, der darf nur sagen. Ey, Walla, du, ne? Wo seid ihr auf dem Weg? Ich muss sagen, Bruder.
Wir gehen was essen, ja, ja. Wir gehen schön auf hier auf. Also ich bin mit komplett nichts gekommen, dass der hier ausgibt. Zeig dir. Bruder, guck mal, der kommt mit keinem einzigen Cent. Der Bruder, der kommt mit viel in Tasche. Guck mal, der ist schon nackt, Bruder. Der hat also, gar nichts. Also ich nichts komm, hat also ich komm, auch wenn ich habe, ich lasse alles zu Hause. Ich komme nur raus und sage, ich habe nichts. Dann ich so. Ich hole sich keine Veränderung. Der Bruder, der hat nicht mal mit dem T-Shirt kam. Walla, was für keine Veränderung. Du hast Geld in deinen Socken versteckt gehabt. Du hast Geld in deinen Socken versteckt gehabt und die irgendwann um 4 Uhr morgens rausgeholt. Keine Veränderung in das. Du musst immer Geld verstecken von diesen ganzen Leuten. Der redet, ja. Der redet. Ich schwöre, der redet. Herr Bruder, aber Spaß beiseite. Komm wieder, Bruder, komm raus. Nein, komm. Lass mich in Ruhe, hört komm, auf, Bruder, wir helfen dir. Walla, komm. Weiche von mir, Satan. Einmal die Shahada, Satans. Satan, Bruder, geht einmal weg. Die Shahada und dann komm wieder. Geh weg, Bruder. Satans, geht weg, diese Satans. Wo geht der was essen? Wohin geht der essen, die kleinen? Wir sind hier in Essen, Bruder. Kubide, Bruder. Wie geht's deiner Familie? Alles gut? Alles gut. Ich hoffe, bei euren Familien noch. Auch. Sehr, sehr schön. Was sagst du eigentlich dazu, Bruder? Das hol mal hier einen rein, mach mal so eine Debatte. Zeig mal deine Debatte. Debatte. Der ist nur auf Debatte. Zeig mal einmal rein, stand. Der ist nur auf Debatten hinaus. Mach mal, Debatte. Ich hab schon gegen, wie viele Leute nicht geredet haben. Ich hab ein bisschen gesehen, Bruder. Ich hab ein bisschen gesehen. Aber Bruder, du musst das, Bruder, mach dein Ding so, aber mach nicht diese, du weißt schon, Bruder, diese Beleidigung und so. Das steht dir auch nicht. Für die ist alles beleidigt. Alles, Mann, selbst wenn ich sage, Mohammed war niemals ein Prophet, ist für die Beleidigung. Ja, guck, siehst du schon, aber da hat er gesagt, selbst wenn er das sagt. Hast du von Apache diese Brille geklaut, oder was? Die ist von mir, Bruder. Von mir hat er die, Bruder. Bruder, ich sag euch, ich bin mit gar nichts gekommen, ich nehme alle deine Brille, oder? Alles was hier. Einfach meine Kindheit. Die Kippen habe ich hier von denen genommen. Also er kam mit nichts raus, Bruder. Mit nichts. Er kam mit nichts im Gehirn. Ich sehe mich mit Brille so, die denken, ich habe. Gib doch, Bruder. Gib doch kurz, Bruder. Ich gebe dir die Brille. Ich schwöre, was Maschallah schöne Augen. Maschallah, was für schöne Augen. Gib mal diese Brille jetzt. Zeig mal deine Augen. Maschallah, was für Augen hat. Gib mal. Ja, da auch, Bruder. Die gehört dem Boss. Boah, tack. Was geht ab? Hier, kennst du Stanko? Stanko. Das ist Stanko, Bruder. Der feiert dich schon. Der ist Serbe, der feiert dich übertrieben, Bruder. Ja, das muss auch so sein, aber du solltest den Herrn Jesus Christus dienen. Der sagt immer Amir, Amir. Guck mal, da ist Amir. Was machst du auf Zustand jetzt? Hier, Amir. Hier. Das ist der Stanko, Bruder. Das ist Stanko. Stanko heißt der einfach. Stanko. Der ist wie so ein Bär, Bruder. Sehr gut, sehr gut. Aber der kann auch diese... Oh! Aber das kann ich am besten. Du bist der Heftigste in diese Geräusche, Bruder. Bruder, weißt du, wie oft wir sagen, manchmal, wie oft wir von dir reden, Bruder, Wallah. Wir sagen immer so früher so, wie du warst, Bruder, Wallah. Du warst schon eine Rakete, Junge. Rakete. Oder die Leute sprechen mich immer auf den An. Was wir alle so erlebt haben auf der Straße. Weißt du, wie viel sie mich ansprechen? Die sprechen mich alle an. Aber jeder. Die sind nicht alle nur, die sind alle sauer auf dich, Bruder. Ja, nein. Lass die sauer sein. Die sollen den ganzen Tag sauer sein. Ist mir völlig egal, Mann. Ah, nein. Herr Bruder, Amir, pass auf dich auf, Bruder. Mach keinen Scheiß. Okay, alles klar. Gott segne euch in dem, ja. Mach's gut. Ciao, mein Bruder. Ciao, Stanko. Ja, seht ihr, da waren meine Kindheitsfreunde. Takut und Mut. Meine Kindheitsfreunde. Ja, die sind noch in der Welt, ne? Die sind noch in der Welt. Sie brauchen den Herrn Jesus Christus, ne? Aber seht ihr, das geht überall viral, ne? Die bekommen das alles mit. So muss das sein. Mal jemanden hoch zum Reden. Jetzt hole ich erst recht gar keinen hoch zum Reden. Wenn du das sagst, hole ich erst recht keinen hoch zum Reden. Hol mal jemanden hoch zum Reden. Hallo? Darf aber nicht wahr sein. So. Jetzt läuft der Dr. Sheikh aber mir wieder ein bisschen rum. Hol keinen hoch zum Reden, genau. Ja, das, da habt ihr gesehen, da waren meine Kindheitsfreunde. Die kenne ich schon seit meinem 8. Lebensjahr, heftig. 8. Lebensjahr.
Fängt gleich an zu regnen bei euch auch, oder was? Andere Frage, wie läuft Training? Ja, sehr, sehr heftig. Das läuft sehr, sehr gut. Danke, neuer Arm, ja. Wie die Zeit vergeht, ja. 31 Jahre, ne? 31 Jahre. Du willst matchen, ne? Was denkst du? Ja, bestimmt. Du bist nur auf TikTok, um Match zu machen, ne? Früher, ich muss den Kiefer. Ex-Muslim. So fix und fertig, die Leute. So, ich gehe jetzt ein bisschen offline. Ich komme gleich wieder live, ja? Bis gleich, ihr Lieben. Gott segne euch und eure Familien. Ciao.